Es ist der 3. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist heute gar nicht alleine, denn der Garten ist voll mit illustren Menschen. Und ich rufe einfach mal in die Runde einen schönen guten Abend an die Ulrike. Hallo. Man wird sich fragen, Ulrike, Sendegärtner? Das klären wir gleich. Wo man sich vielleicht nicht so sehr wundert, ist, dass ich sage, guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und dann ist auch noch der Lars dabei auf der Gartenbank. Guten Abend, Lars. Guten Abend allerseits. Und damit wir natürlich auch wieder einen Gast dabei haben, den wir löchern können und ausfragen, hat uns der Alexander Hoaxmaster besucht. Guten Abend, Alexander. Fröhliches Moin aus Hamburg. Wir sagen okay. Immer Moin, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist auch gut für Aufzeichnungen und so. Aber nur einmal, oder? Wenn du nicht geschwätzig sein willst, dann nur einmal, das ist richtig. Ja. Richtig, so habe ich das nämlich auch kennengelernt, dieses Moin und Moin, Moin. Ja, also Alexander Hoaxmaster, sagt man eigentlich Alexander Hoaxmaster oder wie ist deine offizielle Bezeichnung? Hoaxmaster oder möchtest du Alexander heißen? Wie sollen wir dich heute nennen? Ihr könnt mich auch Eure Majestät nennen, aber Alexander, guck und schon geht die Musik wieder an. Was ist denn hier los? Das sind deine mystischen, ich war's selber. Okay. Ich habe gelernt, man kann mit dieser Taste dann die Musik starten. Okay. Nein, also Hoaxmaster, um die Frage zu machen, Hoaxmaster ist ein bisschen übertrieben, also Alexander ist schon gut. Hoaxmaster ist ein Relikt aus ganz frühen Zeiten, dass ich da früher so viel Wert drauf gelegt habe. Heute ist es nicht mehr so. Ist denn dein Twitter-Nick? Steht da nicht auch noch das Wort Hoaxmaster? Hoaxmaster? Ja, genau. Alex Hoaxmaster. Also das ist natürlich aus der Zeit noch, aber ich glaube, dass ich in Wirklichkeit Alexander Waschkau heiße. Weiß, glaube ich, auch jeder inzwischen. Alexander Waschkau. Außer die Leute, die mich scheiße finden oder die sich nicht für mich interessieren. Und okay, also ein Name aus einer anderen Zeit. Das klingt ja gut. Da müssen wir gleich mal tiefer drauf eingehen. Aber wie das immer so ist, wir gucken erstmal, was an Ernte eingegangen ist vom letzten Mal. Und dann haben wir uns umgeschaut und in unsere Erntekörbchen geschaut und nicht so ganz viel gefunden. Also wir haben offenbar nicht so viel Quatsch erzählt beim letzten Mal, dass ihr uns jetzt haufenweise korrigieren musstet. Aber wir haben Ernte eingefahren und zwar ist die Ulrike zu uns gestoßen. Ulrike Kretzmer, die man vielleicht kennt vom Exponiert-Podcast. Ulrike, was treibt dich so in den Sendegarten? Was machst du gerade hier? Du hast mich gerufen und ich bin deinem Ruf gefolgt. Kannst du mich so verraten? Das hatten wir anders vorbesprochen, Mann. Ich glaube, es war aufgrund des meines Auftritts beim Day of the Podcast, als ich bei Michelle zu Besuch war. Ich glaube, du warst dann auch wahrscheinlich schon ziemlich früh wach oder du hast es in der Konserve gehört, weiß ich gar nicht so genau. Und da hatte live. Ich gesagt, ich würde live. Ich war so müde. Ich hatte akademische Podcast-Pause, weil ich einfach meine Masterarbeit fertig schreiben musste und nebenbei aber auch schon in dem Büro ein bisschen mehr gearbeitet habe als vorher, wo ich war und war dann so eingespannt, dass ich irgendwie so ein bisschen den Anschluss an die Podcast-Welt verloren hatte und hatte dann gesagt, ich will wieder, aber ich finde gerade irgendwie den Anschluss nicht so richtig und du hast gesagt, hier ist das Gartentor, ich öffne es, möchtest du einer meiner Gartenzwerge sein, aber sag den anderen nicht, dass ich sie so nenne. Jetzt stehe ich aber ziemlich im Regen hier, quasi unter der Sprinkleranlage. Ja, so ähnlich, also bis auf kleine Details, also das mit den Garten, habe ich Gartenzwerge gesagt, wirklich? Uiuiui. Nein. Ja, aber du hast völlig recht, also ich fand diese Bemerkung von dir, dass du sagst, ich muss mich in die Podcast-Welt wieder reindenken, fand ich total gut, weil das eben einen Blickwinkel mitbringt, den vielleicht viele Hörerinnen und Hörer haben, wenn sie sagen, worüber reden die denn da eigentlich? Und dann kannst du dann vielleicht auch mal sagen, Moment mal, ich kenne das Thema überhaupt nicht. Also komm mal wieder ein bisschen runter und nimm mich einfach mal mit und kannst uns so schön zurückholen und ausbremsen und deine offenen Augen, deine offenen Ohren machen vielleicht auch noch mal ein bisschen die Dinge sichtbarer. Das werde ich versuchen.
Ja, total schön. Und ich freue mich total, dass du Ja gesagt hast und ich nicht alleine. Wir haben ja vorher das Team gefragt. Also, die haben alle Ja gesagt. Toll. Gut, sie wussten nicht, dass sie wussten nicht, dass sie Zwerge sind. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, du hast gesagt, du hast eine akademische Pause gemacht. Wir haben jetzt am Tisch sitzen hier in unserem, auf unserem virtuellen, an unserem virtuellen Gartentisch eine Magistratium von der über die Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. So ist die offizielle Bezeichnung. Master of Arts. Und genau, mein Studiengang heißt einmal einatmen, Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik, und vertieft habe ich dann dabei die Technikgeschichte. Und deine Masterarbeit, die du geschrieben hast in den letzten Monaten und vor zwei Wochen, wie du gerade erzählt hast, verteidigen konntest erfolgreich, das sind die technischen Museen in der DDR, Ansprüche, Konzepte und Umsetzungen. Das ist ja total irre. Was treibt dich in technische Museen? Bist du technikaffin irgendwie besonders? Also museumsaffin schon immer gewesen. Technikmuseen fand ich auch auf jeden Fall schon immer interessant, aber so richtig viele Museen zum Besuchen habe ich auch erst seit 10 Jahren, seit ich nach Berlin gezogen bin. Früher kam ich ja vom Plattenland. Und die sind halt gerade heutzutage auch oder früher auch schon immer so viel zum Anfassen gewesen, also vielleicht noch mehr als andere Museen. Und ich musste mir mein Masterarbeitsthema auch komplett selbst suchen. Also bei uns war es halt nicht so, dass irgendwelche Firmen kommen und sagen, wir haben ein Problem, würdest du das bitte mal aufarbeiten, sondern ich musste halt echt selber loslaufen und mir ein Thema suchen. Und DDR, ich bin ja 86er Jahrgang und in der DDR geboren, aber habe natürlich nicht viel mitbekommen. Und habe dann aber manchmal auch so das Bedürfnis, mich auch mal, oder wann hat man schon die Zeit, sich mal ernsthaft mit was auseinanderzusetzen, zum Beispiel in der Masterarbeit, und habe mir dann Museen in der DDR angeguckt. Also habe mich ins Archiv gesetzt, des Instituts fürs Museumswesen in Zehlendorf, und habe alte Zeitschriften durchgeblättert und habe dabei bemerkt, dass anscheinend den technischen Museen eine ganz besondere Rolle zugeschrieben werden sollte. Und die sollten halt eine ganz besondere Rolle da im Bildungssystem und in der Propagandaarbeit für die Unterstützung der wissenschaftlich-technischen Revolution spielen. Und dann habe ich mich darauf eingeschossen und gesagt, gut, diesen Aspekt möchte ich gern untersuchen und gucken, was man sich damals davon versprochen hat, die technischen Museen so politisch und für Propagandazwecke einzusetzen. Und dann habe ich mich da, mein Professor hat gesagt, wird vielleicht ein bisschen schwierig mit der Quellenlage, aber habe ich hingekriegt. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann können wir das Thema angehen. Gibt es davon heute noch welche? Könnte man die noch teilweise in echt finden, oder hast du reine Quellen, also Papierquellen, ausgewertet? Na, ich habe mich dann auf die gestützt, die einfach am meisten genannt wurden in den Zeitschriften. Das waren damals so die Informationen für die Museen der DDR. Ich habe das schon wieder ein bisschen aus meinem Kopf gelöscht, merke ich gerade. Das macht nichts. Und da waren halt immer dieselben Player. Also es kann auch sein, dass ich von ein paar Museen gar nichts gehört habe, aber so das Museum, was sich die DDR in Tüdelchen vorgestellt hat, das konnte halt so kaum verwirklicht werden. Am dichtesten kam noch das in Schwerin ran. Das nennt sich heute das Pantechnikum. Aber ich denke mal, dass die so, die sind heutzutage auch ein bisschen mehr moderner geworden, glaube ich. Die sind sehr aktiv, wenn man die mal bei Facebook verfolgt. Die werden, glaube ich, keinen DDR-Anstrich mehr haben. Und eins, wo ich im Archiv war, was ich dann so als Fallbeispiel genommen habe, das waren die damals das Polytechnische Museum in Dresden und ist heute, ich glaube, einfach die Technischen Sammlungen in Dresden. Und die haben in ihrem Archiv noch die ganzen Unterlagen von dem damaligen Museumsdirektor, der das Ding irgendwie, wenn man seine Doktorarbeit gelesen hat, der hat, was der sich vorgestellt hat, was das für ein riesiges, allumfassendes Zentralmuseum werden sollte, was im Endeffekt dann aber irgendwie 200 Quadratmeter hatte, wo aber noch nicht Büro, Garderobe und Kassenbereich abgezogen war. Und die Fotos in den Flyern, die bei Airbnb oder irgendwelchen anderen Zimmervermietungsstellen, die wären da neidisch drauf, dass das so groß aufsah auf den Fotos. Und da war es dann doch mehr das Papier, weil natürlich hat man dann so DDR, alles, was so diesen Anstrich hatte und irgendwie für Propaganda eingesetzt werden sollte, glaube ich, relativ schnell ausgemistet. Aber es, glaube ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eins gibt, was noch genauso wäre wie damals. Und Ich hatte automatisch irgendwie
Ich hatte automatisch an Peenemünde gedacht, weil ich da mal in diesem Raumfahrt... Da wo die, das Aggregat 4 und die V2 und Werner von Braun und so weiter da Geschichte geschrieben haben. Aber zu dem Zeitpunkt war das ja überhaupt kein Museum. Das ist ja erst danach eins geworden, denke ich. Zumindest bin ich darüber, glaube ich, gar nicht wirklich gestolpert. Also sind mir in meinen Quellen nicht untergekommen, aber ich habe halt nur von der einen Seite gesucht. War dann halt im Endeffekt halt auch nur eine Masterarbeit. Wobei Peenemünde und Werner von Braun ja auch deutlich vor der DDR war. Also stimmt, der ist ja nicht erst 89 hat ja nicht erst 89 da aufgehört, das ist richtig. Das war ja, also hätte durchaus auch schon einen musealen Touch. Wahrscheinlich hat man da einfach nur eine Sperrzone drumherum gemacht, 30 Kilometer einen Zaun und Ende, dass da keiner reinläuft. Antifaschistisch und so war ja die DDR. Also das war ja nicht nur positiv, was Herr von Braun da entwickelt hat. Wenn ich das nicht den Zeigefinger heben darf. Natürlich, das war mit Sicherheit nicht nur positiv und es ist alles sehr, sehr zweischneidig, auch was da exportiert wurde und so weiter. Also interessant, darf ich einen Seitenzweig ganz kurz machen? Total spannend. Es gibt eine amerikanische YouTuberin, Amy Shearer Tidal, die passt ein bisschen, die ist Space Historian tatsächlich. Also die ist Anfang 30 und beschäftigt sich mit dem Beginn der bemannten Raumfahrt. Also völlig abstrus für so einen jungen Menschen, finde ich. Und sie ist selber Jüdin und hat quasi ein Buch auch darüber geschrieben. Und eines ihrer größten Probleme war die Faszination für das, was dann Werner von Braun letztendlich für die NASA hinterher entwickelt so hat, mit ihrem geschichtlichen Background und dem familiären Background einer jüdischen Familie auch zusammenzukriegen. Weil da genau das eintrat, also Raumfahrt, Saturn 5 Rakete, alles total super. Und ich meine, das hat Herr von Braun natürlich entwickelt, aber es gab so diesen geschichtlichen Überbau hinten dran. Und da gibt es so ein, zwei, kann man von ihr lesen, wie schwierig das war, dass sie zwischenzeitlich Angst hatte, als sie dieses Buch geschrieben hat, dass die Familie sie dann doch enterbt. Also, okay. Oh. Ja, wir können jetzt heute können wir lächeln darüber, aber es ist natürlich tatsächlich ein schwieriges Kapitel von Geschichte, ganz klar. Weißt du zufällig, wie die Frau heißt, falls sich irgendeiner dafür mehr interessiert? Die ich gerade, ja, ich schmeiß das mal auch in den Chat. Amy Shearer Tidal, also S, ich schreibe es im Chat mal rein. Genau. Okay, ich hätte das dann Buchstabe für Buchstabe, gehen wir das dann weiter. Genau, Amy Shearer Tidal und die Sendung, die sie macht, heißt wie heißt denn das nochmal? Space. Ein heißer Kandidat, ja. Space ist ein heißer Kandidat. Und ein englisches Wort für Rocket? Nee, für für Entschuldigung, fertig. Ich höre auch schon auf. Lass doch den alten Mann mal gerade. Vintage Space heißt das Ganze. Genau, da ist auch schon, genau. Lars hat auch schon dankenswerterweise den Wikipedia-Artikel reingeschmissen in den Chat. Niemand ist schneller. Das ist echt unser Lucky Luke auf der Tastatur. Schneller. Besonders wenn es um Weltraum geht. Deswegen ist auch so still. richtig, Lars. Guck dir das mal an. Das ist wirklich sehr, sehr nett, was die macht. Ist halt YouTube und nicht Podcast. Ja. Ist halt leider YouTube, aber auch sehr unterhaltsam. Sehr schön auch übrigens, sie hat die Saturn 5 Rakete geschenkt bekommen und wollte die dann bauen. In einem Livestream. Und ist toll, weil ich selber bin totaler Lego-Fan. Die ist völlig daran gescheitert, diese Rakete zu bauen. Das war das Erste, was sie mit Lego gebaut hat. Und das ist sehr amüsant. Also, was? Ich finde das selber lustig, ihr Scheitern. Dieser hochgelobte Bausatz, der methodisch inkorrekt ständig im Mund führt. Der ist großartig. Der steht bei mir auch rum. Aber ich glaube, wenn jemand noch nie einen Lego-Bausatz gebaut hat, also ich fand den herausfordernd. Also trotz Anleitung, weil das ziemlich abgefahrenes Zeug ist, was die da gebaut haben. Und ich glaube, wenn jemand noch nie mit Lego-Bausätzen gebaut hat, außer vor 20 Jahren mit den quadratischen kleinen Klötzchen, dann kann es, glaube ich, schon überfordern. Ich habe den leider verpasst, als der verkauft wurde, weil als ich geguckt habe, war er schon weg, war er schon vergriffen. Ich habe einen Lego-Store, der auf dem Weg nach Hause von der Arbeit liegt und ich bin einen Tag vor Verkaufsbeginn reingegangen, weil ich wusste, dass die abends schon immer die Kartons reinräumen in die Regale. Ah, cool. Boah, du bist ja echt der Fuchs. Was ich hier alles gerade wieder erzähle, das ist, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Aber wir haben Ulrike unterbrochen. Ja, ich wollte auch gerade wieder zurückkommen zu Peenemünde und so, Entschuldigung. Zur Space-Kandidatin. Ja, mach aber. Ich wollte fragen, ob du, Ulrike, auch schon mal Lego zusammengebaut hast.
Ja, klar. Ich hatte irgendwie so ein, zwei kleine Sets, glaube ich, irgendwie so eine Kutsche oder sowas, aber mein bester Freund aus Kindheitstagen, der hatte so eine große lila Piratenkiste, die irgendwie komplett voll war mit allem möglichen Kram, und damit haben wir sehr gerne und ausgiebig mitgespielt. Aber jetzt aktuell habe ich kein Lego mehr. Okay, also dann bist du jetzt da nicht aktiv. Obwohl, ich hatte heute Lego in der Hand. Muss ich gar nicht. Als ich eine Besprechung mit meinem Chef hatte, der hat so eine kleine Lego-Figur, die kann man, während man mit ihm redet, immer so schön auseinandernehmen und umstecken, und dann danach muss er es ganz schnell wieder genauso zusammenstecken, weil ihn das sonst wahnsinnig macht. Hat das sowas mit Voodoo zu tun? Also ich breche meinem Chef mal eben den Arm oder so? Es war keine Figur von ihm, das wäre ein bisschen spooky. Das war irgendwie so eine kleine, kleine Mini-Lego-Roboter-Figur, die wir irgendwie mal bekommen haben. Für im Rahmen von einem Schülerlabor war das, glaube ich. Die arbeiten ja viel so mit Lego Mindstorm auch, so Roberta-Projekte, wo man so programmieren lernt auf einfache Art und Weise, meistens für Mädchen. Meistens für Mädchen? Ja, unsere Roberta-Projekte zumindest bei uns, na, man sagt ja so, dass Mädchen manchmal gerade im Umgang mit Technik ein bisschen zurückhaltender sind und dass sie in einer Umgebung, wo dann halt keine Jungs, die da mit weniger Berührungsängste haben, dass die da sich dann mehr hervortun und besser lernen. Deswegen haben wir so ein paar Angebote, die sind halt ausschließlich für Mädchen. Und unser Roberta-Projekt, wir haben sogar zwei bei uns an zwei verschiedenen Fakultäten. Das eine ist ein Mädchenprojekt, das andere ist für Jungs und Mädchen. Okay, es ist ja immer so ein bisschen zweischneidig, ob man da jetzt einen Unterschied macht, auch in der Betreuung, oder ob man einfach sagt, alle sind gleich und werden auch gleich behandelt. Also ihr macht da dann tatsächlich unterschiedliche Angebote für beide unterschiedlichen Geschlechter. Genau, also ich mache ja die Angebote nicht, ich greife auf das zurück, was eingerichtet wird, und das wird auch irgendwie, wir haben auch so eine Fakultät für Geistes- und Bildungswissenschaften, und das fußt dann halt auch schon auf Erkenntnissen, also das ist auch nicht so aus der Luft gegriffen. Merkt man schon, wenn die Tutorinnen berichten, also dass die Mädchen da schon so ein bisschen aufblühen, wenn die einfach mal unter sich sind. Wie zum Beispiel dann auch immer am Girls Day oder so. Oh Gott, jetzt müsste ich googeln, für welche Altersklasse wir das anbieten. Ganz auswendig aber, weiß ich es nicht. Aber so Pubertät und kurz davor vermutlich, so wie du das erzählst. Wenn du mir eine Sekunde gibst, Zielgruppe. Jetzt muss ich gerade auf meine eigene Webseite gehen, auf der TU Berlin Webseite. Roberta, wo ist Roberta? 6. bis 13. Klasse. Lebensjahr. So, oder? Ja. Nee, also, das Klasse. Ist ein nutzbares Angebot. 6. bis 13. Klassenstufe. Und ach, das Klasse, sind so Angebote, Klasse. Die kann man immer, also nach Kapazität kann man die dann buchen mit der Schulklasse zum Beispiel. Oder mit Grüppchen. Also, ich glaube, so also im präpubertären und pubertären Alter kann das schon einen Unterschied machen, wenn du Mädchen auch mal alleine an solche Sachen ranlässt, als wenn da Jungs dabei sind. Das glaube ich schon, weil die Jungs dann eher so die Sachen dann an sich reißen und die Mädchen sich dann vielleicht auch nicht so wirklich trauen. Ich glaube, das nivelliert sich dann im höheren Lebensalter. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz nette Möglichkeit. Und gerade so mit Lego-Robotern, das ist tatsächlich das, was die Eltern ja auch vielleicht nicht unbedingt zwingt, den Mädchen ins Kinderzimmer stellen, nach wie vor nicht. Insofern, ja, das stimmt. Das eigentlich ganz charmant. Also zumindest mal die Option zu haben, da ohne, dass dann Jungs sagen, ah, du bist doof oder so. Also man muss ja mal... Oder lass mich mal ran. Genau, Lego, ich zeige dir das mal. Mhm. Genau, also man muss sich mal an die eigene Pubertät erinnern. Finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, aber wir sind doch inzwischen 30 Jahre, 40 Jahre weiter. Ja, aber dann muss ich pubertieren den Jungs immer, wir sind doch mit 14. Bisschen, ja, aber von den Erkenntnissen her, sagen wir mal so. Aber viele Eltern reden trotzdem noch Klischees ein, und das ab sehr früh, das erlebe ich auch leider immer noch. Ich will mir auch immer einreden, dass es nicht so ist. Mhm. Aber auch als ich mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet habe und da hatten wir so Schwerter, und dann zerrt eine Mutter ihr Kind weiter, ihre kleine Tochter sagt, nee, Schwerter sind für Jungs, das ist nichts für dich, und ich habe ihr hinterher gerufen, sie soll sich nichts einreden lassen, obwohl ich eigentlich mit Waffen gar nicht so cool finde, aber dass sie ja gleich gesagt hat, das ist für Jungs, und ich höre das einfach immer wieder, also es ist noch nicht tot, ist es einfach nicht, auch bei der langen Nacht der Wissenschaften jetzt im Juni erst wieder, so, naja, aber ist ja Mädchen, muss ja nicht, und ich so, ja, und dann fängt man an, Flyer zu zücken und Aufklärung zu betreiben. Aber ich habe keine Bildungswissenschaften studiert und wie gesagt, ich mache den Job in der Position erst seit 2 Wochen. Ich kann es jetzt nicht lückenlos euch wissenschaftlich belegen, was da genau alles hintersteckt.
Ach, überfordere uns nicht, das würden wir gar nicht, können wir gar nicht verstehen. Also es ist halt, ich weiß nicht, ich bin, da ich selber keine Kinder habe und das immer nur aus der Entfernung betrachte, glaube ich, dass wir relativ modern und aufgeklärt mit den ganzen Sachen umgehen. Aber ich kann mir das, was du gerade beschrieben hast vom Weihnachtsmarkt, durchaus sehr gut vorstellen, dass das eben auch heute noch so ist und dass da so in den Köpfen eine klare Trennung immer noch ist, was ist Jungskram und was ist Mädchenskram. Und wenn dann mal ein Mädchen beim Girls Day in die Kfz-Werkstatt geht, dann ist immer noch oh und staunen und so weiter, wobei man denken soll, ja, pff, ja und? Kann die mit dem Schraubenschlüssel umgehen oder mit dem Diagnosecomputer oder nicht? Ja klar kann sie, also warum soll sie das nicht machen? Ne? So. Genauso kann der Junge auch in die, wie heißt das denn, in die Kita oder wo auch immer gehen, wo man dann sagt, ja, Junge, Kinder aufpassen. Ja, warum denn nicht? Also, ich bin da inzwischen selber anders, als ich selber auch erzogen worden bin, und ich denke mal, die Welt ist dann inzwischen auch schon anders, aber da draußen ist vielleicht doch noch viel Arbeit, was das angeht. Auf jeden Fall, also das merkt man einfach. Okay, lass uns nicht hier in solchen Sachen uns vertiefen, sondern ich wollte noch mal ganz kurz auf die Podcasterin Ulrike gucken, weil wir haben ja gesagt, du warst zu Gast beim Day of the Podcast und du bist ja der Podcast-Welt nicht ganz fremd. Wir hatten auch schon mal die Gelegenheit beim PodUnion Magazin Staffel C mit dir und der Daniela Ishorst zu sprechen über eure Projekte. Und zwei deiner Projekte wollen wir ganz kurz noch ansprechen. Das ist einmal der große Besuchspodcast Exponiert. Ist das besuchen oder ist das auch mehr drüber sprechen? Na, es ist, wird ja beim Museumsbesuch direkt aufgenommen. Das ist so, ich glaube, bisher auch immer noch das Alleinstellungsmerkmal. So würde ich das Format auch weiterführen, wenn ich jetzt endlich wieder den Hintern hochkriege und weitermache. Dass ich halt Aufnahmegerät mitnehme und dann mir einen Gast schnappe und ein Museum und dann gehen wir hin und nehmen wirklich am besten schon vom Hinweg auf aus. Mhm. Und das zweite große Projekt, wo du drin steckst, das ist Mintgrün. Also nicht etwa lila oder türkis, sondern Mintgrün. Was ist das? Also das war ein Podcast, den ich in meiner Arbeit als studentische Mitarbeiterin gemacht habe. Mintgrün ist ein Orientierungsstudium bei uns an der TU Berlin. Da kann man halt zwei Semester studieren, sich verschiedene Mint-Studiengänge angucken und entscheidet sich nach einem Jahr und wechselt dann in den richtigen Studiengang. Und dann ist auf meinem Mist die Idee gewachsen, dass wir doch mal vier dieser Studierenden ein Jahr lang begleiten und dass die von sich aus erzählen, also die erste Folge beginnt mit, wie war jetzt die Transition von Schule in das Studium, und dann haben sie sich dann auch mal einen Studiengang aus vier verschiedenen Ecken angeguckt, also Maschinenbau, jemanden, der dabei geblieben ist, jemand, der es abgebrochen hat, mit einem Professor und mit einer, die danach im Beruf steht, also einfach, dass die sich auch selber sich mal in so einen Studiengang reinarbeiten konnten, um dann irgendwie irgendwann auch eine fundierte Entscheidung treffen zu können. In der Mitte ging es dann so um im Rahmen der Semesterferien, um so, was macht ihr in den Ferien, welche Prüfungen habt ihr gemacht, was lief bisher gut, was lief bisher schlecht. Und abschließend war nachher dann natürlich dann auch eine letzte Folge, in der sie dann erzählt haben, wofür sie sich jetzt letztendlich entschieden haben, welches Studium sie sich jetzt warum ausgedacht haben und was sie jetzt weitermachen. Und man hört mich in dem, eigentlich nur in einer Folge, da war ich dann mit einem von den Vieren, mit Vincent, beim Day of the Podcast und habe unseren Podcast vorgestellt. Und ansonsten halte ich mich da im Hintergrund, aber es war halt meine Idee, ich habe die Technik besorgt, ich habe denen mit denen das Format entwickelt und ausgedacht und dann auch die Aufnahmen gemacht und das dann für die TU Berlin veröffentlicht. Und jetzt muss ich schamlos Werbung machen bis 31.08. Das ist ein NC-freier Studiengang. Falls noch unentschlossene Schülerinnen und Schüler unter unseren Hörern sind, können sie sich ja mal anschauen und mal reinhören, ob das Studium was für sie ist, weil genau dafür habe ich diesen Podcast damals gemacht mit den Vieren. Dann erklär doch noch eben das Wort MINT. Warum sagt man MINT? Ach so, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und ist halt genau der Bereich, in dem aktuell Fachkräfte fehlen. Und deswegen, den vielen hängt der Begriff, glaube ich, auch schon aus den Ohren raus. Zumindest bei Schülern könnte man durchaus davon ausgehen, weil die werden die ganze Zeit bombardiert mit MINT ist doch auch was, guck mal, MINT ist voll cool, guck mal Roboter, guck mal Raketen. Und dann entweder erwischt man sie dann oder nicht. Aber genau, in MINT fehlen die Fachkräfte und deswegen gibt es gerade überall MINT, MINT, MINT. In den Handwerksinnungen übrigens auch und bei den Berufskraftfahrern. Also nicht alle in die Uni laufen, sondern auch mal anständige Berufe suchen. Entschuldigung. Oder jeder sich so orientieren,
dass er auch das Richtige für sich findet. Ja, das natürlich. Ist halt mir das mein Wichtigstes. Ich will niemanden überreden, MINT zu studieren, aber dass man es zumindest mal in Betracht sieht, vielleicht mal ausprobiert und sich dann fundiert entscheidet, nee, ist mir wirklich nichts, ich mache eine Ausbildung. Hat die TU Berlin ja auch. Also, das war jetzt auch sehr pointiert von mir und ein bisschen zugespitzt. Natürlich, jeder soll oder jede soll den Weg finden, suchen und finden, der für sie und ihn der richtige ist. Hoffentlich findet man ihn im ersten Anlauf. Manche finden es erst im zweiten Anlauf, aber ist dann auch egal. Jeder Weg, der gegangen wird, ist der richtige. Du hast gerade gesagt, du wirkst da bei den MINT-Grünen im Hintergrund und da fiel mir gerade ein Hintergrund, das passt zu dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben mit dem Sendezentrum auf dem 33C3. Das hast du zusammen mit dem Martin Fischer ja organisiert. Also da hast du ja auch für die Community einiges getan. Kannst du doch mal kurz zusammenfassen, wie es dir da ergangen ist? Es war sehr anstrengend, aber sobald sie dich anlächeln, kriegst du alles zurück. Das klingt, als wären wir deine Kinder gewesen. Wie schön. Bisschen vielleicht. Also nee, sobald dann der Betrieb auf der Bühne losging, war es dann, ab dann hat es richtig Spaß gemacht. Vorher war es halt viel Orga, viel Diskutieren und viel handfeste Sachen hat auch eher Martin gemacht. Ich war dann eher für Programmplanung und Kontakt mit den Leuten, die auf der Bühne sein sollten, mit beteiligt. Da stand die Masterarbeit, die war da schon angemeldet, deswegen musste ich mich dann, also er hat das meiste irgendwie abgekriegt dabei, glaube ich. Aber war eine krasse Erfahrung, sagen wir es mal. Lars, du hast das doch auch aus der ersten Reihe sozusagen beobachtet, weil du die ganze Zeit da Stage, warst du Stage Manager oder so ähnlich, ne? Wie hast du es gesehen? Ja, sowas in der Art, ja. ich muss jetzt mal eben nachfragen, was habe ich wie gesehen? Also ich weiß, wir reden vom Kongress, aber worauf genau fragst du jetzt? Ja, die viel Orga, viel Arbeit und so weiter. Und wenn sie dich angelächelt haben, war alles wieder gut. Ja. Genau. Das hat einfach wunderbar Spaß gemacht und ist ja für dieses Jahr auch wieder angedacht. Und aber es war gut zu tun. Und von einem Programmpunkt zum nächsten eben umzuswitchen und alles eben klar zu machen, da war man zwischendurch auch mal eben, musste man mal eben durch. Was aber war Lars für war dich? Der beste Stage Manager überhaupt. Okay. Okay, also das kann ja nicht besser werden. Lassen wir es einfach so stehen. Wunderbar. Ja, ich wollte gerade noch nach den Donuts fragen, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. So. Ob das noch besser war. Ja, es hat doch manchmal Donuts gegeben oder Kuchenspenden oder so. Ob das noch besser war als das Lächeln der Menschen. Das war auch auf jeden Fall ein sehr positiver Teil. Lars kann sich nicht erinnern. Vielleicht haben wir ihm alles weggefuttert. Krebs mit Schokoriegel drin. Aber ach ja, das, okay, die gab es auch, richtig. Selbst, die hatten wir selbst gekauft. Aber an Donuts? Kann ich mich an Donuts erinnern? Genau, die mit der Kinder... Kinder nee, ah, Kinder da stand eine Kiste. Wie heißt denn das? Wie hieß denn dieses Ding, was man da reingewickelt hat? Milchschnitte? Kinderriegel. Nein, Kinderriegel, genau. Kinderriegel. Ja. Crepe mit Kinderriegel. War ekelhaft gut. Ja. Aber lecker. Ja. Okay, wir schweifen ja ein bisschen ab, ein kleines bisschen ab. Ulrike, ich würde sagen, das reicht erstmal so für den Moment, um dich einigermaßen einzuordnen. Wir werden bestimmt nochmal irgendwann etwas tiefer auf deine Person eingehen. Aber ich denke, so für den Augenblick lassen wir es einfach mal dabei. Wir freuen uns, dass du mit uns jetzt hier die Schubkarren bewegst und die das Laub zusammenfegst und vor allen Dingen eben diese Perspektive, was macht ihr da eigentlich im Podcastland? Was ist denn da eigentlich gerade so aktuell geblasen? Also bitte ganz, ganz viele Fragen stellen, dann versuchen wir die irgendwie zu klären. Herzlich willkommen. Ich werde es mal versuchen. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Super. So, das ist die erste Ernte. Also wir haben sozusagen Ulrike in unserem Erntekörbchen, aber wir haben noch eine kleine, einen kleinen Gruß eingefangen, nämlich der Klaus Backhaus. Der hat ja zusammen mit dem Hatti vor kurzem die Night of the Pots gemacht, die schon mittags angefangen hat. Also das ist eher so, man hat den Tag zur Nacht gemacht. So ähnlich wie beim Day of the Podcast, so am Stück, einer nach dem anderen, macht immer mal so eine halbe Stunde Programm und da gab es eine zusammenfassende Sendung danach vom Raucherbalkon und wir reden nachher auch noch ein bisschen mehr über den Raucherbalkon, aber ich habe hier einfach mal mitgebracht, er hat uns nämlich einen kleinen Gruß gesagt. Ach nee, du hast ja gar keine Zeit für. Ich habe keine, für so Sachen,
Aber für so späßiges Zeug habe ich keine Zeit mehr. Ich mache nur noch ernsthafte Qualitätspodcasts. Jetzt über Ultraschall und über Studiolink. Damit das klar ist. Ne? Ich mache nämlich den offiziellen Sendegarten-Fan-Podcast demnächst. Oh, Entschuldigung. Liebe Grüße vom Raucherbalkon an den Sendegarten. Nicht böse sein, ist nur Spaß. Ah, wo ist meine Kuh? Da habt ihr nicht aufgepasst. Natürlich, Klaus, ist das Spaß. Vielen Dank. Ich weiß, in der Vergangenheit haben wir ein paar Mal aneinander vorbeigeredet und es gab so ein oder andere Missverständnis. Aber das, glaube ich, habe ich richtig verstanden. Also, du machst hier den Fan-Podcast, genauso wie der Puerto Partida Podcast seinen eigenen Fan-Podcast hat, bekommt der Sendegarten jetzt auch seinen Fan-Podcast. Da bin ich ja mal gespannt. Ist auch nur ein Scherz. Vielen Dank für die Erwähnung und vielen Dank für die Grüße an der Stelle. Und das sind alle meine Ernten. Habt ihr noch was anderes zufällig eingefahren? Lars, machst du was? Ich hab nix. Nö. Nee. Sebastian, bei dir? Nichts angekommen. Auch nicht, ne? Gut, wir haben nichts übersehen, keine Kommentare oder so. Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich und endlich auf die Gartenbank. Und da sitzt Alexander Waschkau, den wir kennen als Hoaxmaster von Hoaxilla, der aber auch in vielen anderen Podcast-Formaten zu hören ist. Da wollen wir gleich mal so ein bisschen durchgehen. Jetzt hast du mir eigentlich gerade meine Eingangsfrage weggenommen, aber ich frage trotzdem mal, Alexander, was ist ein Hoax? Was ist ein Hoax? Ein Hoax ist eigentlich der englische Begriff für eine Falschmeldung oder Zeitungsente. Eigentlich. Da kommt der Begriff eigentlich her. Das heißt, kleine Meldungen, die man gerne mal auf der letzten Seite einer Zeitung findet, die dann nicht wahr sind, aber gut klingen und deswegen erzählt man die sich gerne weiter. Das ist eigentlich der Ursprung des Begriffs Hoax. Reicht dir das? Okay. Ja, ich überlege, wo ist die Abgrenzung zu den jetzt neuerdings immer gerne genannten Fake News? Oha, jetzt, du möchtest die ganz einfachen Fragen stellen. Ne? Damit fangen wir mal an. Ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Definition von Fake News und man kann da jetzt, glaube ich, sehr lange drüber reden oder nicht drüber reden. Dingen, die Alexa und ich machen, definieren wir Fake News immer als eine bewusste Falschmeldung, die mit einem bestimmten Ziel oder Zweck generiert wird. Und das ist dann natürlich abzugrenzen von einer von einem Fehler in einer Recherche. Also es hat immer Situationen gegeben, wo Journalisten auch mal was Falsches recherchiert haben. Dann ist das aber ein Fehler und wird in der Regel auch als solches deklariert. Und eine Fake News ist eher etwas, was man mit einem bestimmten Ziel in die Welt setzt. Also eine absichtliche Falschmeldung, um irgendwas damit zu erreichen. So würde ich für mich oder so definieren wir für uns Fake News. Ist das das, was früher die Zeitungsente war? Nee, eher nicht, weil das war eher, also Zeitungsenden sind halt schlecht recherchierte Geschichten, aber die, da wäre, ja, da sind wir jetzt gerade genau bei der Diskussion, da wäre dann die Intention, den Leser zu unterhalten. Was harmlos wäre, Fake News würde ich immer so als einem, mit einem, sagen wir mal, leicht schädlichen Zungenschlag definieren wollen. Also in Richtung Propaganda. Wobei das Wort ist, glaube ich, ich habe vor 3 Tagen einen Podcast gehört, da wurde sich darüber ausgelassen und ich habe vergessen, welcher das war, das gibt es doch gar nicht. Da wurde nämlich gesagt, Propaganda ist eigentlich etwas Positives. Ich glaube, das war sogar der Herr Bartoschek. Ich habe doch euch gehört, genau. Ihr habt doch darüber gesprochen. Verflixt doch mal, genau. Sicher, ihr habt doch im Psychotalk habt ihr darüber gesprochen. Das Propaganda, was ich auch eher immer als negativ bezeichnet hätte, hatte er dann gesagt, nee, also eigentlich ist Propaganda erstmal neutral und es ist durch die Erfahrungen, durch den Kriegs, Zweiten Weltkrieg und so weiter, ist das dann durch Goebbels im Prinzip zu was Negativem geworden. Fand ich einen interessanten Ansatz. Habe ich so noch nie gehört gehabt. Ich glaube, das ist was Deutsches, also den Begriff Propaganda so negativ zu tönen, wie wir das tun, das ist tatsächlich ein deutsches Ding.
Anderswo wird es vielleicht gar nicht so gesehen. Das ist dann aber auch eine Frage der Übersetzung. Also wenn man mal schaut, wie der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten stattfindet, das ist ja, also das sind ja die Drives, die da stattfinden, wo dann die Kandidaten durch die Gegend gekarrt werden. Ich will gar nicht so auf Trump abzählen, sondern so generell. Das ist halt schon auch eine riesen Maschinerie und ich glaube tatsächlich, dass die Wahl von Adolf Hitler und der NSDAP und der Wahlkampf davor das erste Mal tatsächlich so eine Art Medien, omnimedienpräsente Wahlkampf Nummer war und das kann man als Propaganda bezeichnen und das ist dann natürlich ganz negativ gewesen wegen den Konsequenzen, die daraus entstanden sind, aber im Grunde genommen Propaganda, ich will jetzt nicht die allwissende Müllhalde Wikipedia aufrufen, aber eigentlich ist es ja das Befeuern, das positive Befeuern von einem Themenkomplex. So hat es Sebastian auch definiert, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, okay. Ich glaube, wir sind ja gestartet mit dem Wort Hoax, weil du da eben mit Hoaxilla und dem Hoaxmaster und der Hoaxmasterin, du hast ja gerade schon den Namen Alexa genannt, das machst du ja nicht alleine, dein Hauptangebot sozusagen, mit dem du ja, denke ich, auch mal berühmt geworden bist oder auch noch heute. Ich habe auf eurer Homepage gerade jetzt noch einen Fernsehbericht gesehen, der über euch gedreht worden ist, wo ihr dann eben auch diese typischen Posen mit den schwarzen Brillen und so weiter eingenommen habt. Das ist ja das Markenzeichen eigentlich des Alexander Waschkau. Wo kommt das her? Warum interessiert dich das? Was, die Hoaxes meinst du jetzt? Oder die Sonnenbrillen und die Posen? Ja gut, eins nach dem anderen. Warum die Hoaxes und warum dann diese Legende da drumherum? Oder wie man das nennt, die Verpackung? Ja, also auf das Berühmt gehen wir nachher auch nochmal ein. Berühmter Podcaster ist wie ein reicher Monopoly-Spieler. Aber Wir haben einfach mal irgendwann gedacht, aus einer gewissen Lebenssituation heraus, Alex und ich, dass wir uns irgendein Hobby zulegen müssen oder dass wir irgendwas machen müssen, weil wir irgendwie in einer grundlegenden Lebenssituation waren, die wir als nicht so gut empfunden haben. So möchte ich das mal vielleicht wertneutral formulieren. Und ja, ein Hund hätte es nicht getan. Ja, hinterher ist man ja immer klüger. Also typischerweise hätte man sich überlegen können, Kinder zu bekommen. Also auch das wäre eine Option gewesen. Und zu dem Zeitpunkt sind so mehrere Sachen eingetreten. Zum einen hat Alexa angefangen, sich mit den Skeptikern damals, also dieser Bewegung des wissenschaftlich-kritischen Denkens, ausführlicher zu beschäftigen. Und ich habe parallel tatsächlich angefangen, Podcasts zu hören. Das war dann auch eine Zeit, wo ich tatsächlich dann irgendwann das erste iPhone hatte und das Podcasting ist bei mir tatsächlich an so ein mobiles Endgerät gekoppelt gewesen, weil da gab es dann eine App und dann, also in dem Fall war es ja damals noch iTunes und dann hatte man plötzlich ein Angebot und mich haben dann tatsächlich Tim Pritloff und Holger Klein sehr inspiriert mit ihren Sachen, die sie damals gemacht haben. Und dann haben sie alle möglichen Leute eine Homepage angeschafft und habe ich gedacht, jetzt holst du dir auch mal eine Domain und habe dann irgendwann zu Alexa gesagt, lass uns doch mal so einen Podcast machen. Alexa hat natürlich überhaupt keine Ahnung davon, was ein Podcast ist und dann habe ich dann angefangen, dieser Internetseite zu arbeiten und ich habe früher schon gerne ein bisschen mit Audio rumgespielt, aus verschiedenen Gründen. Und damals haben wir noch in der gleichen Firma gearbeitet, auf dem Weg zur Kaffeemaschine in der Kantine und zurück, das waren ungefähr 15 Minuten, ist im Prinzip das gesamte Sendekonzept von Hoaxilla inklusive des Namens entstanden, so wie es heute immer noch ist. Und das hat sich dann so ergeben, das klingt dann immer ganz blöd, aber hat sich dann so ergeben, und weil wir damals in einer Körperschaft öffentlichen Rechtes gewohnt haben, die gewohnt, sage ich, gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, interessante Kombination. Also ist ja auch, glaube ich, gemeinhin bekannt. Wir haben in der Ärztekammer in Münster gearbeitet und wir haben uns ja durchaus auch mit gewissen, sagen wir mal, medizinischen Themen kritisch auseinandergesetzt oder sehen gewisse Dinge auch kritisch, die aber nach offiziellem, sagen wir mal, Ärzterecht lege artis sind. Und da mussten wir halt sicherstellen, dass wir als Mitarbeiter einer Körperschaft nicht in den Konflikt kommen, dass wir als Mitarbeiter dieser Körperschaft uns zu gewissen Themen kritisch äußern. Und da sind ursprünglich mal diese Kunstnamen und auch die Sonnenbrillen entstanden.
so, weil wir gedacht haben, dann weiß keiner, wer wir sind, was natürlich völliger Quatsch ist. aber so ist das ursprünglich damals alles entstanden. Da ist dann dieser Hoaxmaster und die Hoaxmaster ist auch entstanden. Ganz am Anfang hatten wir auch kein Impressum. Das war halt einfach auch noch eine andere Zeit vor 7 oder 8 Jahren, als wir damit angefangen haben. Und da kommt das alles her. Und ich, also alle Themen, die wir so in der Sendung haben, vielleicht hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, weil wir da ein bisschen politischer geworden sind. Aber davor, die Themen waren halt alles Themen, die mich selber oder uns, Alex und mich, immer total interessiert haben. Also sei es Nessie oder sei es das Bermuda-Dreieck, das waren alles so Themen, die ich spannend fand. Und wir hatten dann mit Huxilla sozusagen die Verpflichtung, uns mal vernünftig mit so einem Thema auseinanderzusetzen. So vernünftig, wie man sich in der Kürze einer solchen Recherchezeit mit einem Thema auseinandersetzen kann. Und da kommt es her. Also es sind ja alles, oder für mich sind alle Themen, die wir bei Huxilla bisher behandelt haben, Themen, die ich selber total spannend finde und über die ich dann auch mal vernünftig Bescheid wissen wollte. Also aus der eigenen Neugier heraus sozusagen. Ja, ja. Und also ganz am Anfang, wenn man mit so einem Podcast startet, das hört ja auch keine Sau. Also vor allen Dingen damals nicht. Also das ist ja vor dem Krieg sozusagen gewesen. also diese ganzen Community-Gedanken, die es halt gibt und die ja auch ganz, ganz positiv sind und für Anfänger auch total hilfreich sind, die verschiedenen Möglichkeiten, sich da Hilfestellung zu holen oder auch die Tools, die inzwischen gibt. Das haben wir ja alles damals nicht gehabt. Das war wirklich alles auf das Übelste zusammengeflickt und zusammengeschustert und aus der Zeit stammt ja auch immer noch dieser Wahnwitz, dass der Huxilla Podcast Feed tatsächlich handgeskriptet ist. Also bis heute ist der handgeskriptet, was diesen Feed einfach unfassbar klein macht. Für Podcatcher auch ganz gut verträglich macht, aber tatsächlich ist das bis heute ein mundgeklöppelter Podcast-Feed, weil ich halt nicht wusste, wie ich es sonst machen soll. Ja, gut, da gab es ja nicht so ganz viele Techniken. Ja, gerne, Lars. Ich wollte noch mal eben von der Seite reingrätschen mit einer Frage, die nicht gemeint ist. Aber auch wenn sie gemeint wäre, muss ich... Wie bitte? Ist nicht gemeint. Man könnte es so verstehen, dass da irgendwie ein Subtext drin ist. Ist definitiv nicht der Fall, aber ich bin neugierig. Ich bin bei iTunes vor einer Weile auf einen Podcast gestoßen, der Skepticality heißt. Ja. Da ist ein Paar drauf zu sehen. Ein Herr, ja. Eine Dame mit ja. Lederjacken, Sonnenbrillen. Und ich frage mich jetzt... Die Rücken an Rücken stehen und ich fragte mich jetzt, haben da einfach jetzt zwei Schienen, die im Prinzip aus der gleichen Ecke kommen, irgendwie zufällig die gleiche Entwicklung genommen oder gab es da irgendwie Querverbindungen? Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Du bist auch nicht der Erste, der mich das fragt. Wenn das die gemeinste Frage ist, die mir heute gestellt wird, dann habe ich einen sehr ruhigen Abend. Also insofern haut mal immer alles raus. Was ihr raushauen wollt. Nee, Skepticality, ich habe ja schon gesagt, ich habe angefangen Podcasts zu hören, Alexa hat sich mit der skeptischen Szene beschäftigt und ich habe natürlich dann auch rumgeguckt, was gibt's denn an Podcasts und ich habe sehr viel Skeptics Guide to the Universe gehört. Das war, glaube ich, eine der größten Inspirationen für Huxilla, auch wenn wir das nicht nachgemacht haben, aber es war eine Inspiration und offensichtlich muss ich dabei auch das Logo von Skepticality bei iTunes tatsächlich gesehen haben, so wie du das gerade schon sagst. Und als es dann darum ging, dass wir ja auch so ein Logo haben mussten, das erste Huxilla-Logo war ja auch so ein ganz schlechtes Foto, was ich mal gemacht habe, habe ich das offensichtlich unbewusst kopiert und habe das dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob das Monate oder Jahre später war, realisiert und habe dann den Darren Calenduno, das ist der junge Mann auf dem Cover, angeschrieben und habe mich furchtbar bei ihm entschuldigt und habe gesagt, das ist keine Kopie, aber offensichtlich hast du mich inspiriert, ohne dass ich das wirklich auf der Kette hatte? Und dann hat er sehr darüber gelacht und fand das überhaupt nicht schlimm und hat sich da eher geschmeichelt gefühlt, dass seine Cover-Idee sozusagen so einen Impact dann am Ende hatte. Aber ja, wahrscheinlich habe ich das kopiert, aber unbewusst. Also ganz, ganz doof eigentlich. Also würde mir vielleicht heute auch nicht mehr passieren, weil ich mich da ein bisschen besser umtun würde heutzutage. Aber ja, aber wie gesagt, Derek weiß Bescheid und wir haben da sehr drüber gelacht. Wir haben mal länger darüber gechattet und uns ausgetauscht. Und der findet das nicht schlimm, dass es so ist. Ja, finde ich dann aber eine schöne, schön entspannte Reaktion. Sehr cool.
Ja, ich hab eine andere Reaktion mal gehabt, weil ich überlegt habe damals, als ich dann das Skeptoskop gemacht habe, da wollte ich Skeptalk gerne eigentlich als Podcast-Namen benutzen. Und Skeptalk ist der Name eines Newsletters des Podcasts Skeptoid. Also ist tatsächlich der E-Mail-Newsletter, heißt Skeptalk. Und da hat mir dann doch auch der Macher von Skeptalk relativ klar auf eine freundliche Anfrage mitgeteilt, dass er das auf keinen Fall zulassen würde, wenn ich einen Podcast mit dem Namen machen würde. Das war ziemlich hart, aber man lernt halt auch dazu. Und dann ist dann damals das Skeptoskop daraus entstanden, weil ich mir einen anderen Namen ausdenken musste. Ja. Boah. Aber Markenrecht ist ja sowieso alles so eine Sache. Skeptisch sein, ist das eine Qualität in sich, für sich? Oder warum ist skeptisch sein? Also das zieht sich ja so durch, ne? Also glaube nichts, hinterfrage alles, so, das ist so ein bisschen, sei auf der Hut. Das macht das Leben ja etwas unentspannt. Warum ist das etwas Reizvolles? Ich würde ja heute den Begriff, also heute würde ich den Podcast nicht mehr der skeptische Podcast nennen, aber das jetzt umzutaufen wäre auch blöd. Ja, stimme ich dir zu, weil insbesondere auch aus dem verschwörungstheoretischen Kontext viele Menschen sich für Skeptiker halten oder sich als Skeptiker deklarieren. Ich würde heute eher sagen, dass ich ein Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens bin, das dann aber auch halt total sperrig, so, das will dann ja auch keiner, wenn man so komische Worte benutzt. Weil ich nicht im Kern bin ich nicht skeptisch, sondern ich bin, glaube ich, ein übersteigerter Realist geworden, was meinen Blick auf die Welt angeht. Und wenn ich denn die Welt realistisch sehen möchte, muss ich ja für den Erkenntnisgewinn irgendein Werkzeug benutzen. Und das beste Werkzeug, was wir da aktuell haben, ist halt Wissenschaft, weil man damit Hypothesen prüfen kann und sich zumindest der wirklich wahren Welt ein ganzes Stück weit annähern kann. Und wenn es dann nicht mehr stimmt, dann passt man halt die Hypothesen und die Modelle an. Insofern finde ich das sehr, sehr reizvoll und finde es für mich eine deutlich ehrlichere Sicht auf die Welt, die es aber nicht immer einfach macht, das stimmt schon. Also was ist da an dem Realist übersteigert? Also was ist da gesteigert gegenüber dem Normalmenschen? Ich habe eine sehr schöne Reaktion gehabt bei meinem letzten Job, da hatte ich eine Arbeitskollegin, die sich so mit Dingen wie Feng Shui beschäftigt hat und solchen Geschichten, wo ich dann sage, ja, das kann man machen, ist halt teuer von der Innendekoration her, aber ich glaube halt nicht, dass Energien durch den Garten oder durch das Haus fließen. Und die wollte mir dann mal... In unserem Garten fließen auf jeden Fall Energien hier, ganz klar. Im Sendegarten sowieso. Also, die sind ja auch messbar. Also, ja, natürlich. Also, sicher. Natürlich. Jetzt gerade schon. Glühen hinterher. aber das ist ja völlig okay. Also, wenn das jemand gerne machen möchte. Und also, die Situation, auf die ich hinaus will, ist, dass sie dann mir irgendwie ein Brötchen vom Bäcker mitbrachte, wie das so ist im Bürobetrieb. Und sie mir dann einen Cent zurückgeben wollte, Wechselgeld, so. Und ich habe gesagt, ach komm, lass stecken. Und dann sagt sie, ja, aber ist doch ein Glückscent. Irgendwie, der bringt Glück. Und dann habe ich gesagt, naja, da muss man aber auch dran glauben, dass sowas Glück bringt. Und dann hat sie mich angeguckt und so etwas versonnen gelächelt und dann gesagt, du bist auch wirklich so überhaupt gar nicht abergläubisch. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, also von jemandem, der eher so dem Esoterischen und dem Abergläubischen vielleicht etwas zugetan hat, sie mich angeschaut und hat gesagt, das finde ich auch total spannend, wenn man so leben kann. Und das ist vielleicht dies übersteigert. Also ich habe wirklich keinerlei Aberglauben und ich habe keinerlei romantische Vorstellungen, was Leben nach dem Tod oder Energien oder eine höhere Macht, also die Energie des Lebens oder so, all das habe ich nicht. Kann aber jeden verstehen, der das hat, nur ich habe es halt nicht und das meine ich vielleicht mit ein bisschen übersteigert. Also bei mir ist halt alles realistisch und dann fühle ich mich sehr wohl. Okay, also dass du eine eingeschränkte Sensorik hast, ist dir noch nicht so als Gedanke gekommen. Ich habe eine maximal eingeschränkte Sensorik, natürlich. Also, okay. Dafür bin ich ja Psychologe. Also, dass wir unfassbar schlecht darin sind, überhaupt wirklich zu realisieren, wie die Welt wirklich ist. Das ist mir schon völlig klar. Aber wir sind ja relativ gut darin, inzwischen, sagen wir mal, näherungsweise die wirklich wahre Welt zu erfassen.
Also wenn ich mir so Dinge angucke, wie gerade im Bereich Astronomie, da wird mir Lars vielleicht zustimmen, was man da heutzutage rausgefunden hat und immer noch auf der Suche ist in vielen Punkten und Dinge, die man sich noch nicht erklären kann. Aber die Wissenschaft gibt halt auch gerne zu, dass sie es nicht erklären kann. Und wenn du in wie auch immer gearteten religiösen oder esoterischen Bereich bist, dann haben die Menschen ja immer die Antwort darauf. Und die Wissenschaft ist immer ehrlich und sagt, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Also Stichwort dunkle Materie. Muss es halt eigentlich geben, damit unsere Modelle funktionieren, die wir so haben. Sonst macht unser Universum keinen Sinn. Aber nachgewiesen ist er halt nicht. Oder außerirdisches Leben ist wahrscheinlich nicht unrealistisch, dass es das gibt, aber es gibt keinerlei Beleg dafür, dass es so ist. Also aktuell müssen wir ehrlicherweise sagen, das einzige Leben im Universum sind wir, weil vom Rest wissen wir halt nichts. Das meine ich damit. Aber klar, sind wir eingeschränkt. Das sollte man immer mitdenken. Was im Moment stellt sich so ein bisschen so ein Bild dar, der Alexander, der ist irgendwie ja unberührbar, kühl, mit der schwarzen Sonnenbrille, der lässt sich von nichts irgendwie was vormachen. Hast du ab und zu mal so Momente, wie soll man sie denn, so spirituelle Momente, wo dich irgendetwas total emotional erfasst, oder hast du sowas auch nicht als übersteigerter Realist? Ich bin ein zutiefst emotionaler Mensch und ich habe auch ein hohes Maß an Spiritualität. Das ist ja, ich rede ja, wenn ich es denn schaffe, auch mit einem sehr gläubigen Katholiken über unsere Weltanschauung. Und das ist immer das spannende Thema, weil mein Podcast-Partner dort immer der Ansicht ist, der Mensch ist im Kern ein religiöses Wesen. Das ist tatsächlich seine Sicht auf die Dinge. Und ich sage, der Mensch ist kein religiöses, aber ein durchaus spirituelles Wesen. Und ich habe sehr häufig Momente großer Spiritualität. Und bei mir ist es in der Tat so, wenn ich darüber nachdenke, wie so die ganz großen Zusammenhänge sind. Also die Tatsache, dass der Kohlenstoff, so aus dem ich im Wesentlichen gemacht bin, und ein paar andere Elemente Überbleibsel einer Sonne sind, die irgendwann mal vor ein paar Millionen Jahren in einer Supernova geendet ist, und dadurch sind dann schwere Elemente entstanden, und erst diese schweren Elemente haben dann dafür gesorgt, dass es dann irgendwie Planeten gibt, so, und solche Geschichten. Da werde ich sehr spirituell, wenn ich darüber nachdenke. Das ist dann auch mein Bild von was passiert nach dem Tod. Nach dem Tod löse ich mich wieder auf und dann gehe ich wieder in die Natur über. Da habe ich nichts von, aber das ist ja auch diese Energieerhaltungssatz. Klar, weil meine Energie erhalten, weil das Gras wächst dann mit meinen Spurenelementen, die ich dann mal irgendwann überlasse, wenn ich mich nicht verbrennen lasse. Aber das sind Dinge, da kann ich sehr spirituell werden. Also nachts in den Sternenhimmel gucken, was hier über Hamburg nicht so gut geht, weil Hamburg viel zu hell ist. Das ist immer ein bisschen bedauerlich, aber wir fahren demnächst mal wieder in Urlaub auf eine Nordseeinsel, und da ist das schon ziemlich geil, wenn man da mal am Wasser steht, das Meer rauschen hört und in den Sternenhimmel guckt. Da kann ich sehr, sehr emotional und sehr spirituell werden. Und das schließt sich nicht aus. Also mein Gedanke wäre ja, dass ich sage, auf der einen Seite bist du sehr bestimmt, und wenn du eine Episode Voxilla gemacht hast mit Alexa zusammen, dann kommt ja in der Regel hinten eine klare Aussage dabei heraus. Ja, also das ist so. Und dann, wenn ich aber gleichzeitig mir überlege, ich lasse mich manchmal, also ich persönlich gehe jetzt von Martin aus, von mir, ich lasse mich manchmal von gewissen Dingen einfach so flashen und weiß überhaupt nicht, was da genau eigentlich mit mir passiert, und hab da so, da ist halt ein Phänomen, ja, mein naturwissenschaftliches Herz sagt, du, da ist ja nichts, aber mein anderes Herz, mein romantisches oder was auch immer, mein sinnliches Herz sagt, boah, ich bin jetzt total ergriffen, dann sprechen die so unterschiedliche Sprachen, dass ich für mich selber überhaupt nicht klarkomme, und dann denke ich, naja, dann komme ich irgendwann zu dem ollen Spruch, der da heißt, ja, zwischen Himmel und Erde gibt es viel mehr, als wir uns vorstellen können, und das würde mich davon fernhalten, zu irgendeiner klaren Aussage zu kommen. Du schaffst es aber dann trotzdem, zu einer klaren Aussage zu kommen. Wie geht das bei dir zusammen? Na gut, also wenn ich dann mal wieder gerade ganz hart bin, man kann natürlich aus einem Shakespeare-Theaterstück eine allwissende Weisheit herleiten, denn genau da kommt der Satz her, das ist aus dem Shakespeare-Theaterstück, den Satz, den du gerade zitiert hast. Man könnte genauso gut aus einem Batman-Comic zitieren und daraus eine Lebensweisheit machen. in der Sache hart, aber tatsächlich bin ich ja nun auch Psychologe von meiner Ausbildung, und was ich am allermeisten liebe, sind Menschen tatsächlich, und all dem, was wir heutzutage tun,
ist es immer so, dass man Menschen ernst nehmen muss. Wir haben gerade wieder eine Episode von Huxilla TV aufgenommen, wo wir über Entführung durch Aliens sprechen und haben da den André Kramer zu Gast gehabt, der Pressesprecher der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens ist. Und es wäre ja dramatisch, wenn ich jemanden, der mir erzählt, ich bin jetzt, oder der sogar unter Umständen darunter leidet, dass er das Gefühl hat, von Aliens entführt worden zu sein des Nächtens, wenn ich den sofort für verrückt erkläre und sage, naja, wir haben keinen Beweis für Aliens, ergo sind die Aliens bei dir gewesen, du spinnst. Sondern da ist es dann schon eher so, dass man natürlich sagt, was ist mit dem Menschen? Warum ist er denn der festen Überzeugung, dass er von Aliens entführt worden ist? Und ich kann das insofern auch sehr gut nachvollziehen, weil ich vor vielen, vielen Jahren mein erstes UFO gesehen habe. Da waren wir vielleicht 14 oder so und ich habe mit einem Kumpel im Garten gelegen, wir haben in den Himmel geguckt und dann schoss also so ein leuchtender Punkt über mich her, ganz gerade, ganz schnell. Und ich war also völlig fasziniert davon und war der festen Überzeugung, dass ich da irgendwas Außerirdisches gesehen habe. Und mein Kumpel, der heute Doktor der Physik ist, sagte dann nur ganz trocken, ja, das war gerade ein Satellit, der da an uns vorbeigeflogen ist. Und wenn ich den in dem Moment nicht abends bei mir gehabt hätte, der mir sofort eine plausible Erklärung für das, was ich da gerade gesehen habe, gegeben hätte, würde ich wahrscheinlich bis heute erzählen. Und da an dem Abend habe ich ein UFO gesehen. Aber die Erklärung war sehr befriedigend für mich. Das machte Sinn. Und damit war klar, ich habe was gesehen. Das war ganz ungewöhnlich. Ich habe aber das Glück gehabt, direkt eine gute Erklärung zu haben. Und die allermeisten übersinnlichen oder außergewöhnlichen Erfahrungen, die Menschen machen, sind sehr, sehr real. Also da sind wir wieder, du hast es angesprochen, bei dem völlig diffizilen und defizitären Wahrnehmungsapparat, den Menschen besitzen. Und dann kann man zumindest versuchen, ein Erklärungsmodell zu geben, wohl wissend, dass man nicht dabei war. Also ich kenne auch Skeptiker, die wenn ihnen jemand erzählt, ich habe da ein UFO gesehen, sofort sagen, das war kein UFO, weil es gibt keine UFOs, du hast einen Suchstrahler von der Diskothek gesehen. Dann sagt er, nee, das habe ich, ich weiß das, dass das anders aussieht. Und das ist keine gute Herangehensweise, sondern man sollte die Menschen immer erstmal ernst nehmen, weil sie haben was gesehen und erstmal sich genau anhören, was sie einem erzählen. Das gilt für alle außergewöhnlichen Ereignisse, die jemand berichtet. Und dann muss man halt auch gucken, ob jemand unzufrieden damit ist mit dem Erklärungsmodell, was er gefunden hat. Und nur wenn er unzufrieden ist, kann man dann versuchen, vielleicht gemeinsam eine alternative Erklärung, die ohne außergewöhnliche Dinge auskommt, zu einer Erklärung zu kommen. Und manchmal hilft das Leuten auch. Und manchmal hilft es auch Leuten, einfach nur ernst genommen zu werden. Insofern bin ich für mich sehr, sehr hart, aber ich würde nicht zwingend hart anderen Leuten gegenüber sein. Mir hat geholfen zu begreifen, dass UFO ja auch erstmal nur bedeutet unbekanntes Flugobjekt. Wenn du da auf der Wiese liegst und in den Himmel guckst und da ist irgendetwas am Himmel, was offenbar fliegt und du kennst es nicht, es ist dir unbekannt und es ist ein Objekt, dann hast du ja tatsächlich ein UFO gesehen, ein unbekanntes Flugobjekt. Ja, ich habe aber schon an Aliens geglaubt. Ja, ne, das ist aber der zweite Schritt eigentlich. Ja, klar, natürlich. Ne? Aber im Grunde, also nachdem ich das mal verstanden hatte, dass man dieses Wort UFO erst einmal quasi mit neutral benutzen kann, hat mir das schon mal geholfen. So. Und ich habe lustigerweise am letzten Samstag in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Sorpesee einen kleinen Nachtspaziergang gemacht und da gab es einen hellen weißen Fleck, der relativ schnell sich über den Himmel bewegt hat und ich bin ziemlich sicher, dass das die ISS gewesen ist. Also inzwischen würde ich gar nicht mehr so sagen, Angst oder ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es nach 90 Minuten wiederkommt, aber dann hat es leider angefangen zu regnen und dann sind wir da gegangen. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel mit dem Lars letztes Jahr beim Potsdok die Iridium-Flares gesehen habe, wo das war ja so ein Moment, wo Lars gesagt hat, guck mal auf die Uhr, in 5 Minuten, wenn ihr da zwischen den 2 Sternen da oben durchguckt, da blinkt es gleich. Und alle so, was hat der denn gegessen? Ne? Und dann guckst du dann in den Himmel und genau da oben blinkt es dann. Das war wirklich skurril, aber das ist überhaupt nicht mehr, wie soll ich sagen, undenkbar sowas. Es ist total faszinierend. Flasht einen aber dann nochmal Lars Danke sagen, ja. Bitte, sprich. Bitte?
Nee, ich sollte nur, doch alles gesagt. Also, ja, ich wollte. Also, ich Helium Flares sind auch für mich immer noch cool anzugucken, weil natürlich, man weiß genau auf die Sekunde genau. Wir haben das auch in der Sternwarte teilweise mit Countdown gemacht, wenn wir vorher zeitnah eben berechnen konnten. Dann, als ich noch bei dieser Sternwarte aktiv war, haben wir bei den öffentlichen Abenden gesagt: guckt in diese Richtung, da passiert gleich was. Und das ist natürlich immer so ein großes Hallo gewesen. Wenn ich das heute hier noch gucke, also auch ohne die Sternwarte, ich schaue mir das immer noch gerne an. Das ist tatsächlich eine Wissenschaft, die man direkt sehen kann. Das ist eine Sache, die kann man ausrechnen, da ist die ganze Physik mit drin, da greifen so viele Sachen ineinander und ich finde das immer total großartig, wenn ich sehe und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was Alexander so ein bisschen mit spirituell meint, ich bin immer zutiefst bewegt, wenn die ISS über mir herfliegt. Das haut mich ziemlich um. Ich stehe dann immer fassungslos da unten drunter und gucke hoch und mit Gänsehaut im Prinzip, mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, ist es das, was du ein bisschen mit Spiritualität meinst oder bin ich da auf dem völlig falschen Dampfer? Nee, das ist genau das. Also die Errungenschaften, also was mich auch nach wie vor aus den Füßen holt, ist halt einfach die Mondlandung, also das ist für mich, dabei habe ich mich jetzt über die letzten 2-3 Jahre nochmal sehr intensiv mit beschäftigt und habe mir dann eine ganze Menge Hörbücher dann angehört, auch von den Astronauten, die Biografien und sehr gut recherchierte Dinge. Das ist schon auch wirklich vollkommen abgefahren, also wozu eine Gesellschaft fähig ist, wenn sie denn das erreichen will. Und ich meine, sie haben es jetzt ja nicht aus wissenschaftlichen Gründen gemacht, sondern auch das war Propaganda und zwar vom Feinsten. Aber das Ergebnis ist halt einfach unglaublich. Und wenn man bedenkt, dass da auf dem Mond einfach Menschen rumgelaufen sind und also das sind so Dinge, die passen eigentlich nicht in mein Gehirn rein. Und das, ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, Lars. Also das sind so Dinge, die mich flashen. Die ISS halt ganz genauso, dass wir jetzt aktuell Menschen haben, die im freien Fall um unseren Planeten rum in einer Raumstation unterwegs sind. Das ist halt nicht Star Trek Deep Space Nine, sondern das ist auch noch eine internationale Station, in der auch Länder, die sonst eher in Konkurrenz zueinander stehen, kooperieren. Ich meine, man muss mal drüber nachdenken, dass im Moment die einzige Nation, die so Astronauten zur ISS bringen kann, die Russen sind. Also ich meine, die NASA ist im Moment nicht in der Lage, Astronauten zur ISS zu bringen. Das wäre vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen, dass amerikanische NASA Astronauten nach Russland fahren, um da in das Soyuz-Raumschiff zu steigen. Also das sind auch Dinge, die mich auf so einer Metaebene dann auch flashen, was dieses Thema Raumfahrt, Astronomie bewirken kann. Also das haut mich um, wenn ich mir so Dokus von Carl Sagan oder so angucke. Das sind so ein bisschen meine Priester vielleicht, wenn die mir was erzählen. Da sitze ich dann wie so ein Kind mit leuchtenden Augen davor. Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Das ist großartig. Also da bist du dann nicht kritisch skeptisch oder bist du da auch kritisch skeptisch? Denn es gibt ja tatsächlich Fotos, also ich habe da irgendwann mal so eine schöne Zusammenstellung gesehen, da haben Leute beweisen wollen, dass diese ganze Mondlandung gefaked ist und haben halt einzelne Fotos nebeneinander gehalten, die tatsächlich, also ich würde mal sagen, da war Photoshop oder was auch immer im Einsatz. Also da war das zentrale Element war dasselbe, aber der Hintergrund hatte sich irgendwie ein paar Mal geändert. Und da habe ich auch gedacht, naja, also da ist ja auch Bildmanipulation betrieben worden. Insofern, wenn die dann sagen, die Bilder sind nicht echt, dann haben die ja wiederum recht, die Kritiker. Aber möglicherweise hat dann auch die Marketingabteilung der NASA so ein bisschen nachgeholfen, damit es irgendwie ein bisschen cooler aussieht und es man vielleicht dann doch noch besser irgendwie in die Zeitung bekommt oder so. Das glaubst du auch alles. Wäre denkbar und also für mich, man kann jetzt sehr, sehr in die einzelnen Details gehen, für mich ist das schlagende Argument, warum die Mondlandung in keiner Weise in Zweifel zu ziehen ist und da will ich jetzt gar nicht über das Mondgestein reden und alles, was wir als Beweis jetzt haben hier, sondern die Tatsache ist, dass wir uns zur Zeit des Kalten Kriegs befunden haben und wenn es denn auch nur den Hauch einer Möglichkeit gegeben hätte, dass die UdSSR, den Vereinigten Staaten, nachweisen kann, dass die Mondlandung gefaked gewesen wäre, dann hätten die Spione, die es sicherlich auch bei der NASA gegeben hat, nochmal, es war Kalter Krieg, natürlich 24 Stunden nach der Mondlandung das auffliegen lassen. Weil und wenn man dann sagt, naja, aber die Russen waren ja eigentlich mit involviert in diese Verschwörung,
ja, wird langsam deutlich, dass diese Verschwörung nicht funktioniert. Also das ist für mich das einfachste Argument. Natürlich kann man wissenschaftlich jedes einzelne dieser gähnend langweiligen Beweisvideos im Internet oder Beweistexte, die es so gibt, natürlich die Banken kann sagen, doch, das ist genau so. Und das ist dann immer genau dann schwierig, wenn es unserem Erfahrungsschatz sich entzieht, was man da sieht. Weil das ist, ist halt alles anders als bei uns. Lars? Ich fände das auch ausgesprochen. Wir haben ja natürlich in dieser Sternwarte, wo ich da diese Rundführung mitgemacht habe und so, diese Frage auch sehr, sehr oft gehabt. Und wir haben zur Mondlandung auch Themenabende gehabt, wo es teilweise richtig hitzig wurde, dass eben Leute, die der Verschwörungstheorie anhängen, die Mondlandung hat nicht stattgefunden, wirklich auch zu unserem Abend hingekommen sind, obwohl im Programm eigentlich drin stand, wir reden darüber, dass die Mondlandung echt war. Und die sind dann im Prinzip hergekommen, um mit uns zu diskutieren. Um was, bitte? Zu stören oder euch das Gegenteil zu beweisen. Ja, also im Prinzip wollten die uns das Gegenteil beweisen. Ja, dass die waren also nicht dafür da, um sich selber vom Gegenteil überzeugen zu lassen, sondern eigentlich um uns zu überzeugen, genau. Und als das eben nicht klappte, wurde es dann teilweise auch ein bisschen hitziger. Und das war wirklich sehr interessant zu sehen, wie fest und starr diese Geschichte war. Und was mir immer noch so eine Sache ist, wenn wir keinen Zweifel hätten von diesen ganzen Bildern und Videos und was es alles gibt, wenn es dort keine Zweifel gäbe, alle Fotos sind perfekt, alle Fotos sind fehlerfrei, es gibt diese überbelichteten Kreuze nicht und diese ganzen Geschichte, es gäbe keinerlei offene Fragen, das fände ich sehr viel eigenartiger. Hm. Bei so einem Projekt, bei einem Foto hast du immer irgendwas, ne? Dass mal was überstrahlt oder irgendwas. Es wäre viel verdächtiger, wären auf diesen Fotos Sterne drauf. Das ist ja eine dieser Sachen. Auf den Fotos sind keine Sterne drauf. Ja, das ist ja eine dieser. Nee, ja. Es geht nicht. Es wäre also viel seltsamer, wenn sie drauf wären. Ja. Aber das liegt natürlich daran, dass man nicht weiß, wie das in einer völlig luftleeren Atmosphäre ist, ein Foto zu schießen. Das ist dann das Problem. Und dann kommt man natürlich auf so komische Ideen. Bedauerlich eigentlich. Also bedauerlich, dass man dieses doch, wie ich finde, eines der größten Ereignisse der Menschheitsgeschichte irgendwie so vom Tisch weisen möchte. Das ist einfach schon auch großartig. Naja, gut. Aber du hast gerade gesagt, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen, du hast gesagt, diese sterbenslangweiligen Argumentationen oder so, dass man sich die zum x-ten Male anhören muss. Die Auseinandersetzung mit Menschen, die an eigenen Theorien festhalten, an denen man relativ schnell Zweifel hat, die kann ja auch echt anstrengend und ermüdend sein. Also ich habe mit großem Interesse den Film Die Mondverschwörung gesehen oder zumindest einen Teil davon. Ich musste irgendwann ausmachen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, diese ganzen Geschichten. Wie belastbar bist du an der Stelle? Wir sind da ziemlich belastbar. Ich diskutiere natürlich nicht mehr mit jedem. Also die Zahl von Mails, die wir bekommen, wo es dann genau um diese Verschwörungstheorien geht, da kann man dann nicht drauf eingehen oder auch Kommentare, weil du nach 7 Jahren natürlich genau weißt, wie das funktioniert. Das sind erst ganz höfliche Mails mit diesem ganz kleinen Zweifel anmelden. Wenn man dann freundlich darauf antwortet und dann auch Quellen gibt, dann steigert sich das und das geht relativ schnell in ein Crescendo dann rein und dann am Ende steht die Tatsache, dass wir, also Alexa und ich, beschimpft werden. Das haben wir in den verschiedensten Kolorationen. Mitunter kriegst du dann auch mal direkt Morddrohungen in dein E-Mail-Postfach geschickt. Echt? Du hast Morddrohungen bekommen? Nicht nur einmal haben wir die bekommen, ja. Also durchaus. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es Hakenkreuze als gängiges Zeichen in E-Mails gibt und die dann so eine E-Mail so mit Hakenkreuz und dann so der Aussage, ihr werdet besser auch mal ins Gas gegangen. Also ja. Also da muss man schon auch ein Stück weit belastbar sein. Was ich immer tue und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man direkt also nicht in sozialen Netzwerken, nicht per Mail,
sondern einen direkten 1:1 Kontakt mit Menschen ins Gespräch kommt, läuft das in der Regel anders ab. Und ich habe sehr häufig schon mit Menschen gesprochen, die große, große Angst vor Chemtrails haben, was ich sehr bedauerlich finde, zum Beispiel, also für diesen angeblichen Giftstoffen, die Flugzeuge ausbringen, weil es natürlich völlig unnötig ist, vor gefrorenem Wasser im Himmel Angst zu haben. Aber die Debatten sind in der Regel völlig gesittet und man kann dann auch ganz anders argumentieren, wenn man sich in die Augen schaut. Und wenn ich dann die Menschen, meine Frage ist dann immer in der Regel, was müsste denn für sie als Beweis kommen, damit sie von ihrer These abweichen? Ne? Also das ist ja der Erkenntnisgewinn, ist ja immer, was muss mir gezeigt werden, dass ich nicht mehr an das glaube, an das ich ursprünglich glaube. Und dann kommt sehr häufig die Aussage, sie können mir gar nichts zeigen, weil das ist ja die Realität. Und dann ist es dann in der Regel sogar sehr gut, dann werden sie verstehen, dass wir gar nicht mehr weiter zu diskutieren brauchen, weil sie wollen ja gar nicht von mir ein Gegenargument hören, sondern sie wollen mich von ihrer Wahrheit überzeugen. Und das geht dann in der Regel relativ gesittigt ab. Also das, und das mache ich auch nach wie vor gerne. Und aber wir sind da beide, sowohl Alex als auch ich, nicht mehr so, dass wir, sag ich mal, auf einer Party weißt du, so mit offenen Ohren rumlaufen, sobald einer irgendwas Merkwürdiges erzählt, dann dahin schießen und dann den Arm an uns reißen und sagen, das ist jetzt Quatsch, was du erzählst, sondern im Namen des Skeptizismus, sie sind festgenommen. Ja. So. Ja. Also wir sind, es gibt, das finde ich sehr bedauerlich, auch Menschen, die da auch in dem Bereich dogmatisch herumlaufen. Und was mich immer stört, ist Dogmatismus, egal in welche Richtung das geht. Weil Dogmatismus für mich von unseren freilich demokratischen Grundwerten zu weit weg ist, als dass man das hinnehmen könnte. Und insofern, in einem freien Land wie Deutschland darf man halt auch an Quatsch glauben. Auch die Freiheit hat man. Das ist bedauerlich, aber das ist halt so. Glaubst du nicht, dass du vielen Menschen als dogmatisch erscheinst in deinen eindeutigen Aussagen? Ich glaube, die Menschen, die natürlich an Chemtrails, an eine Mondlandungsverschwörung oder solchen Dingen glauben oder die glauben, dass der 11. September ein USA-intern lanciertes Attentat gewesen sind, für die bin ich sicherlich ein Dogmatiker. Da ist Dogmatiker noch eher das schmeichelhafteste Wort, was mir so nachgeworfen wird. Das ist wahrscheinlich so. Aber wir bemühen uns zumindest doch auch immer zu streifen, diesen Themenkomplex, warum glauben Menschen an diese Geschichten oder wie kommt es, dass sich so eine Geschichte so verbreitet hat? Das versuchen wir immer auch mit aufzubereiten. Vielleicht gelingt uns das nicht immer, aber das ist natürlich auch immer ein Teil der Wahrheit. Also es muss ja immer auch einen Grund geben, warum so viele Menschen an einer alternativen Erklärung der Realität festhalten wollen. Und ich sehe das Problem eher andersrum, dass wir von den, wie ich sie mal nenne, etablierten Medien ganz liebevoll oder alten Medien es gewöhnt sind, dass es am Ende immer so was Versöhnliches gibt. Immer so den letzten Satz, der dann sagt, aber naja, letztendlich wissen wir es nicht. Und ich wollte das bei Huxilla nicht haben, sondern Huxilla sollte halt auch eindeutig sein und nicht so wischiwaschi sein. Also da, wo Huxilla eindeutig sein kann, soll es am Ende auch eindeutig sein. Weil sonst verwässerst du das wieder alles. Also du kannst eine halbe Stunde sagen, hier sind die Beweise dafür, dass Menschen auf dem Mond gewesen sind. Am Ende sagst du, aber letztendlich wird man es erst wissen, wenn man nochmal Fotos von den Landestützen gemacht hat. Das ist aber Quatsch. Weil wenn diese Fotos gemacht sind, dann sagen natürlich die Anhänger der alternativen Erklärung, die sind ja gefälscht, die Fotos. Also da kommst du ja nicht mit weiter. Und deswegen versuchen wir da immer am Ende nochmal ein ganz klares Fazit unserer Sendung zu ziehen. Das finde ich interessant. Mich mal noch was. Ja, gerne. Mich würde dann da auch in dem Moment noch was interessieren. Und zwar, ich hatte denn jetzt mal im Vorfeld mal ein bisschen rumgesucht, was du in letzter Zeit so alles getrieben hast, Alexander. Und bei den, also jetzt nicht gestalkt oder so, ich habe einfach mal bei euren Angeboten geguckt, mal die Bücher bei Amazon und bei YouTube mal Kommentare gelesen, was man nie machen sollte und dachte, ganz schlimm. Boah, ey, das ist, ich weiß nicht, ob ich noch podcasten würde, wenn ich so einen Tonfall unter meinen Episoden hätte und dachte, Gott, was motiviert euch da immer weiter gegen weiterzumachen, so, das... Ich kriege nur nette Kommentare. Ich habe immer das Gefühl, dass bei euch so viel Gegenwind kommt. Ich finde das super krass. Also mir haben da echt die Ohren geschlackert.
Das ist ja auch nur das, was ich stehen lasse. Also tatsächlich filter ich sehr viel und es gibt auch einige Dinge, die wir auch den, sagen wir mal, Justizbehörden an der einen oder anderen Stelle auch mal zukommen lassen. Also so bei Volksverhetzung und solchen Geschichten oder Holocaustleugnung und solchen Sachen, da verstehe ich dann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Da bin ich sehr, sehr hart. Das ist aber natürlich alles nichts, was wir öffentlich spielen, um Pressesprech zu benutzen. Ja, das, also die ersten zwei Jahre, als uns keine Sau gehört hat, war das auch alles ganz gemütlich. Da hatte ich einen ganz kleinen Vorgarten und da waren lauter nette Leute, die ich einmal in der Woche zum Grillen eingeladen habe. Und dann sind die alle gekommen, um mal hier im Bild des Sendegartens zu bleiben. In dem Moment, wo du in der Zeitung auftauchst oder wenn in dem Moment, wo du diese, ich finde die ja sehr angenehm eigentlich, diese Szene, Filter, Bubble, Podcasting, weil sich alle irgendwie gut vertragen und also es ist so, jeder respektiert den anderen und die Streitigkeiten sind dann eher so wie unter Geschwistern, die sich mal so ein bisschen käbbeln, so nehme ich das dann in dieser Podcast-Szene wahr. In dem Moment, wo du aber einen Schritt zur Seite machst und sozusagen im wirklich echten Leben ankommst, ist der Wind halt ganz anders und ich möchte mir nicht ausmalen, wie es denn wirklich prominenten oder berühmten Menschen geht, womit die sich dann auch so auseinandersetzen müssen. Also ja, das ist so. Und um die Frage nach der Motivation aufrechtzuerhalten, ich keine Ahnung, ich habe immer so den Ansatz, dass ich unser Land, so wie es ist, in seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung total gut finde. Und ich finde, dass wir so von unserer Grundausrichtung in Deutschland ein Land sind, was relativ modern aufgeschlossen mit allen Einschränkungen, die da drin sind. Wir haben Gleichberechtigung ja schon gehabt, heute so am Anfang in der Sendung. Und ich möchte gerne, dass es eher besser wird, aber auf jeden Fall so bleibt. Und die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, die ich so beobachte, die machen mich doch sehr sorgenvoll. Und ich sehe, also als ich angefangen habe mit Huxilla, war uns immer klar, Alex und mir, wir haben das immer gesagt, wir sind völlig unpolitisch. Völlig unpolitisch, Politik machen wir nicht, wir sind völlig unpolitisch. Und spätestens seit wir uns dann irgendwann mit Reichsbürgern oder der BRD GmbH beschäftigt haben, was wir vor drei Jahren schon gemacht haben, also da haben die noch nicht zu Waffen gegriffen und Polizisten totgeschossen, wie es jetzt letztes Jahr passiert ist, sind wir natürlich politisch geworden. Aber auch das ist für mich ein Blick und mir hat ein befreundeter Skeptiker, der Florian Aigner aus Wien, mal in einem Interview, also da habe ich den interviewt, mal gesagt, dass wenn alle Menschen wissenschaftlich kritisch unterwegs wären und immer faktenorientiert unterwegs wären und die Politiker das auch tun würden, wäre das sicherlich ein zutiefst demokratiefördernde Weltanschauung, weil es dann so Sachen wie Lobbyismus und solche Dinge nicht geben würde, weil wenn man alle Fakten prüft und den Kompromiss wählt, der den wenigsten Menschen schadet und den allermeisten Menschen nützt, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Und genau deswegen möchte ich diese Art, auf die Welt zu gucken, weiter befördern. Und da muss man dann halt leider auch den einen oder anderen Nackenschlag mal hinnehmen. Das ist so. Das ist dann halt außerhalb der Filterbubble. Da wird es dann echt schnell unangenehm. Das stimmt. Jetzt habe ich den Abend ruiniert, ne? Nein. Ich bin total fasziniert, dass du sagst, ich bin auf Menschen zugegangen, die mir geschrieben haben, ich würde dich lieber im Gas sehen oder so. Na, auf die bin ich nicht zugegangen. Das habe ich ja nicht mehr gemacht. Das hätte ich jetzt, da hätte ich gerne gewusst, wie du das für dich hingekriegt hast. Okay. Nein, das natürlich nicht, aber ich war letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, war ich in Österreich mal eingeladen als Zuschauerexperte bei so einer Talkshow. Da ging es ums Thema Chemtrails und dann waren halt drei Bauern aus Graz, die im Publikum saßen, dann sind die halt nach der Sendung zu mir gekommen und die waren halt wirklich verzweifelt, weil sie Angst davor hatten, dass da in dem Himmel über Graz, über ihren Bauernhöfen einfach die Luft verpestet wird und dass sie Angst haben, ihre Kinder rauszulassen. Und die waren halt ganz verzweifelt und mit denen habe ich lange gesprochen und das war eher so der Dialog, wie ich ihn gerade geschildert habe, wo ich immer gesagt habe, was kann ich ihnen denn anbieten, damit sie da nicht mehr dran glauben? Und es war so, dass sie einfach gar nicht mehr in der Lage waren, mir was zu sagen, was ich ihnen liefern konnte. Und das finde ich dann bedauerlich. Also und das ist ein großer Unterschied mit Menschen, die Angst vor Chemtrails haben,
im echten Leben zu sprechen, als wenn du mit denen über Kommentarspalten, Twitter oder Facebook kommunizierst. Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge, und die Kommunikation in sozialen Netzwerken macht mir auch nur noch bedingt Spaß, und ich habe mir vor 2 Jahren oder so auch angewöhnt, in gleichem Tonfall Menschen zu antworten. Also wenn mich jemand unflätig beschimpft auf Twitter oder so, dann beschimpfe ich halt genauso zurück. Und damit können diese Trolle in der Regel auch nicht gut umgehen, weil ich bin ja, keine Ahnung, ich war ja in der und der Zeitung oder in der und der Fernsehsendung, ich muss dann halt ja immer höflich sein. Und dann kommen die natürlich völlig unklar darauf, wenn du halt sagst, du bist halt auch ein Vollhong und mit dir diskutiere ich gar nicht. Das finde ich dann nicht gut, weil das macht für einen Troll ja auch keinen Spaß, wenn er sich da Nackenschläge einholen muss, sondern die wollen ja dann, dass man freundlich bleibt, und das geht in sozialen Netzwerken eigentlich nicht gut. Also da habe ich selten eine lukrative Diskussion geführt. Im echten Leben durchaus. Das ist interessant. Ich hätte gedacht, der Troll, der will dich gerade aus der Reserve locken. Der will deine Ruhe zerstören. Der möchte gerne, dass du wutschnaubend vor ihm stehst. Aber du sollst dich ja erstmal eine ganze Zeit lang mit dem beschäftigen. Und was ich gelernt habe, ist, was ich nie mache, ist blocken. Das mache ich nie auf Twitter. Sondern die kriegen von mir einen Schuss vom Bug und dann mute ich die für einen Monat. Und dann sehe ich das halt einfach nicht mehr. Dann arbeiten die sich natürlich an dir ab, ohne Ende. Beschimpfen dich. Also ich lese es dann natürlich nicht mehr. Und nach 2 Stunden haben die halt keine Lust mehr. Und für dich ist dann in dem Moment, wo du denen einmal den Schuss von dem Buch gegeben hast, die Sache erledigt. Und sie können sich noch nicht mal mehr daran hochziehen, dass sie dann sagen können, ah, hier hat mich wieder einer geblockt, weil sie diesen Screenshot einfach nicht machen können. Und das ist sehr, sehr angenehm. Und danach ist das Thema wieder durch, weil dann suchen die sich den nächsten, an dem sie sich abarbeiten können. Und wenn das ihr Lebensziel ist, dann ist das halt so. Aber dann brauchen sie das halt nicht mit mir machen. Und nach einem Monat geht der Mute dann halt wieder weg in meiner Twitter-App. Und dann tauchen die auch nie wieder auf. Das ist so. Das ist natürlich eine gute Herangehensweise, muss ich schon sagen. Ja, weil wenn du blockst, dann machen die halt einen Screenshot und sagen, ah, hier, guck mal, hier siehst du, hier, Systemtyp hat mich geblockt, hier ist der Beweis, der ist gar nicht in der Lage, vernünftig zu diskutieren. Und wenn du die einfach ins Kissen laufen lässt, dann ist halt einfach Ruhe im Karton. Aber solche Probleme habt ihr ja nicht, weil im Sendegarten immer nur nette Leute euch besuchen kommen. Ja, klar, also ich muss ja nicht in die eigene Betroffenheit sein, obwohl ich muss gestehen, ich bin auch jemand, der sagt, am 11. September 2001 ist kein Flugzeug ins Pentagon geflogen, das war irgendwas anderes. Mich hast du damit auch noch nicht überzeugen können, auch wenn die offiziellen Papiere alle sagen, selbstverständlich, das war die Maschine mit der Nummer und die ist genau da abgestürzt, aber ich glaube da nicht dran. Das hat mir alles, das, was ich gesehen habe an, nicht klar, ist ja nur alles aus der Entfernung, aber das ist alles so wenig glaubwürdig, also da bin ich skeptisch, dass das alles so ist, wie sie mir wollen erklären, dass es so gewesen ist. Warum ist das für dich nicht glaubwürdig? Naja, das Loch ist zu klein, es gibt zu wenig Trümmerteile, und das ausgerechnet an dem Tag alle, also dass es ein Flügel gewesen ist, also vom Pentagon, ein Gebäudeteil, der gerade leer stand, rein zufällig, dass möglichst wenig Menschen irgendwie zu Schade kommen, und dass keine Videoaufnahmen, die dort gemacht worden sind, von der Tankstelle und von dem Einkaufshaus oder was immer da gewesen ist, dass die alle konfisziert worden sind, bis auf diese komischen Bilder, die man nicht interpretieren kann. Das erscheint mir alles zu unglaublich. Ich denke immer, meine Güte, wenn sie nichts zu verbergen haben, dann sollen sie doch mit den Beweisen auch rausrücken. Und dass sie das nicht tun. Wie würdest du denn mit den Menschen reden, deren Angehörige mit nachgewiesenen DNA-Proben vom Pentagon gestorben sind, begegnen, wenn sie dir jetzt sagen, ich finde das ziemlich kacke von dir, weil mein Bruder ist bei dem Einschlag des Flugzeugs da gestorben und da sind die DNA-Proben genommen worden. Der hat an der Maschine drin gesessen. Weil das gibt's. Okay, ja, dann haben die eine andere Wahrheit als ich. Und da Wahrheit ist ja Mehrzahl, also es gibt ja mindestens 4 oder 5 Wahrheiten. Die können das ja von mir aus dann auch glauben. Aber im Moment würde ich nach den Bildern, die ich halt hier, ja, es ist alles 2., 3., 4. Hand, die mir zur Verfügung stehen. Aber da würde ich sagen, das ist für mich im Moment noch nicht überzeugend, was ich da gesehen habe. Was müsste man dir denn liefern, damit du daran glaubst, dass es ein Flugzeug ist? Ja, zum Beispiel die Videoaufnahmen, die etwas mehr zeigen als das, und gerne auch nochmal eine Analyse des Einschlagloches inklusive der
na, also der, wie groß war das Flugzeug, wie groß war der Schaden, warum ist da kein Riesenfeuer ausgebrochen, sondern nur so ein relativ kleines und so weiter. Und warum hat da so ein verstreutes, irgend so ein Bugrad oder hast du da wohl auf die Wiese gelegt? So scheint es. Ich weiß es ja auch nicht, aber ich will nicht sagen, dass das alles inszeniert ist, aber ich bin von dem anderen auch nicht überzeugt. Bei mir bleibt es einfach in der Schwebe. Hm. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht erörtern, aber ja. Nee, also. Witzigerweise, ich komme nur drauf, weil das war eine Hoxilla-Folge, wo ich mit dir. Würde ich heute nicht mehr so machen. Eingegangen bin. Und da habe ich gedacht, meine Güte, haben die beiden jetzt tatsächlich andere Quellen zur Verfügung oder interpretieren sie einfach geradliniger als ich und geben quasi ihren eigenen Skeptizismus gegenüber den amerikanischen Quellen auf. Und am Ende steht, genau wie du gesagt hast, eine klare Entscheidung, es ist so. Und da habe ich mich total dran gerieben und ich habe auch gedacht, ja, woher habt ihr diese Gewissheit? Die könnt ihr eigentlich nicht haben. Ne? Also die Folge, das ist Folge, welche Folge ist es denn? Ich gucke hier mal gerade rein, das ist Folge 16 gewesen, das ist eine also der ganz frühen Folgen. Ich würde heute eine Folge zum 11. September nicht mehr so machen, wie wir damals die Folge gemacht haben, weil die schlecht ist, weil wir schlecht mit der Quellenlage umgegangen sind und weil wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch zu blauäugig waren, was das Ausmaß an Misstrauen gegenüber den offiziellen Dokumenten angeht. Also Alex und ich haben schon mehrfach darüber nachgedacht, nochmal eine Folge zum 11. September zu machen, da ein bisschen mehr in Detail zu gehen und vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen, warum also dir zum Beispiel eine bessere Erklärung für das, was am Pentagon geschehen ist, zu liefern, weil das tun wir gerne, ja wirklich gut. Insofern ja, das ist sicherlich nicht eine unserer besten Folgen und zwar zu einem relativ entscheidenden Thema eigentlich, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Da müssten wir nochmal nachlegen. Nein, ich kann auch damit leben, nur ich habe mich halt immer ein bisschen gefragt, warum ich mich mit dieser Folge beziehungsweise mit dieser Haltung, also wir wissen, wie es ist und wir geben so diese finale Klärung so in die Welt, warum ich mich damit immer so ein bisschen gerieben habe ich habe durch das, was du gerade gesagt hast, wir wollen eben am Ende keinen Zweifel mehr übrig lassen, sondern wir sagen eine Lösung, das für uns Richtige und geben sozusagen eine, kann man sagen, eine Lösungsmöglichkeit, die, auf die wir uns dann fixiert haben, auch dann vor, mehr oder weniger. Da habe ich mich immer so ein bisschen dran gerieben und habe mich dann gefreut, dass ich in anderen Angeboten, zum Beispiel im Schall und Rauch, einen ganz anderen Alexander Waschkau kennengelernt habe, der durchaus mit Zweifeln kämpft und das für und wieder abwägt und so weiter. Da habe ich gesagt, oh guck mal, das klingt irgendwie ganz anders und jetzt verstehe ich auch warum. Der Hoaxmaster ist tatsächlich im Hoaxilla-Podcast auch ein Stück weit eine Kunstfigur, um es dann vielleicht nochmal, also schön, dass du das gerade so beschreibst. Sicherlich ist das, also wenn du die beiden gegeneinander stellst, Schall und Rauch und Hoaxilla, ist sicherlich Hoaxilla nur ein minimaler Teil meiner Persönlichkeit. Schall und Rauch ist da eher so der volle Ausschlag meiner Persönlichkeit. Und wenn es dir dann noch so um die Dinge wie Spiritualität oder so geht, ist dann jetzt natürlich Glaubenssache inzwischen auch nochmal eine Sache, die auch nochmal eine ganz andere Perspektive gibt. Ich glaube, wenn man tatsächlich sich allen Scheiß, den ich so ins Mikrofon spreche, anhört, dann kriegt man so ein halbwegs vollständiges Bild, aber auch immer noch nicht das ganze Bild, weil ich natürlich auch einen Teil privat mir auch noch bewahren möchte. Wo machst du denn da die Grenze? Wo, was privat, also es ist ja immer so die Frage, ne, für uns Podcasterinnen und Podcaster, hören wir jetzt auf, unsere Seele ganz auszuziehen? Welches Kleidungsstück, Seelenkleidungsstück behalten wir uns noch vor, halten wir an? Die doofe Antwort ist, das, was du mir zu privat ist, halte ich zurück. Das, was die Leute nicht wissen sollen. Ich kann dir das gar nicht. Ja, aber zum Beispiel, du verlierst einen nahen Angehörigen und du hast Probleme damit. Das ist dir ja so passiert. Und das hast du ja auch sehr nachvollziehbar und eindeutig thematisiert. Das hast du ja nicht alleine mit dir ausgemacht, sondern mit der Öffentlichkeit. Das war mir, ja, aber das war mir auch wichtig, weil ich, ich würde das nicht tun, aber ich habe so die Erfahrung jetzt, weil ich ja auch neben den ganzen blöden Kommentaren habe ich auch sehr, sehr viele sehr positive Kommentare bekommen und auch gerade, wenn wir noch ein Ding pluggen, den Psychotalk zum Beispiel dazu nehme, wo wir als Psychologen dann über Dinge reden,
Da habe ich gelernt, dass es Menschen durchaus helfen kann, andere Menschen über so Dinge wie Verlust von Angehörigen, in dem Fall war es ja der Tod meiner Mutter, mal reden zu hören. Tatsächlich hatte ich auch das Bedürfnis, darüber zu reden und das einmal auch loszukriegen von der Seele. Aber da hatte ich auch ein Stück weit den Eindruck, dass das dem einen oder anderen helfen kann. Tatsächlich gab es dann noch ein, zwei Reaktionen in die Richtung, wo dann Menschen zurückgemeldet haben, dass sie das sehr, 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 sehr gut gefunden haben. Allerdings ist das zum Beispiel eine Sache gewesen, die dann aufgenommen wurde und ich habe dann darüber geredet, wo die Sache im Prinzip abgeschlossen war, also wo die Urne beigesetzt worden ist. Meine Mutter ist ja über mehrere Monate verstorben, das heißt, ich habe ja über Monate haben wir ja als Familie gewusst, dass meine Mutter stirbt und das habe ich natürlich nicht in die Sendung reingenommen, weil das da so ein Teil, da war ich für mich auch nicht fertig mit dem, was da gerade passiert. Und das sind halt Dinge, die halte ich halt raus und dann ist es halt so, wenn dann Leute rumnösen und sagen, warum gibt es dann keine Folge und ihr macht wieder gar nichts und bla und blub, wo du dann manchmal denken würdest, weißt du was, meine Mutter liegt im Sterben, ich habe gerade echt andere Sorgen, als einen Podcast zu produzieren, aber das mache ich dann auch wieder nicht, weil das ist, also da würde ich zum Beispiel, da habe ich in der Vergangenheit, es gibt mehrere Situationen, wo es mal schwierig war im privaten Umfeld, da habe ich dann meine Grenze gezogen und habe dann gesagt, das geht jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Das wäre ein Beispiel zum Beispiel. Ja. Wo wir gerade dabei sind, dann lass uns noch mal die Formate so ein bisschen schärfen. Also Hoaxilla haben wir jetzt gehört, das ist das Format, was du zusammen mit deiner Frau machst. Ihr nehmt euch Geschichten vor und klopft sie auf ihre Glaubwürdigkeit ab und schaut sie einfach kritisch an. Beispiel eben hier Chemtrails oder der 11. September oder was auch immer da Thema sein kann. Ich habe mal geguckt, ihr habt 2010 damit angefangen, also vor 7 Jahren und habt jetzt 205 Episoden gemacht. Teilweise in den ersten Jahren quasi jede Woche fast, ja. mit wenigen Ausnahmen. Und es ist jetzt in 2015 waren es so rund 20, in 2016 7, aber das hast du ja gerade erklärt, dass da auch diverse Dinge, andere Dinge dazwischen gekommen sind. 2017 bis jetzt 4 Episoden, also ist die Erscheinungshäufigkeit nimmt ein bisschen ab. Insofern kann man deine Hörer, wenn die sagen, was ist da los, da hat sich was geändert, an der Stelle auch erstmal verstehen. Ja, klar. Es hat sich was geändert, aber das Format gibt es weiterhin. Ja, da gibt es keine Verschleißerscheinungen. Nein, es ist, also die letzten 2 Jahre waren sehr, 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 sehr unruhige Jahre. Ich habe ja jetzt auch im Januar nochmal meinen Job gewechselt, bin jetzt halt tatsächlich auch in die Wissenschaft sozusagen gegangen und da haben sich jetzt viele Dinge nochmal wieder neu zurecht ruckeln müssen. Aber Alex und ich haben jetzt gerade auch so ein großes inneres Comeback, dass wir wieder Lust haben. Wir sind gerade dabei, redaktionell so einige Sachen vorzubereiten. Und also da wird es definitiv weitergehen. Und wir haben einige schöne Themen geplant, die dann auch wieder kommen werden. Und Hoaxilla wird definitiv nicht sterben, sondern wird weiterlaufen. Und wenn es nach mir geht, auch wieder mit einer etwas größeren Regelmäßigkeit. Aber es ist sehr, sehr aufwendig und wir haben 205 Folgen jetzt auch schon gemacht. Das heißt, es wird jetzt auch langsam ein bisschen aufwendiger, neue Themen zu finden, die interessant sind, die tragen und die Recherche ist dann manchmal auch ein bisschen aufwendiger für das ein oder andere Thema. Aber ja, da kommt wieder was. Ja, vom gleichen Namen, aber etwas anderes Format, das ist Hoaxilla TV, da macht ihr dann eine Videoproduktion. Wie fügt sich das da in das ganze Schema ein? Das ist tatsächlich eine Auftragsarbeit, das wird häufig missverstanden, was wir da tun. Also es gibt hier in Hamburg einen kleinen unabhängigen Internetfernsehsender, massengeschmack.tv heißt der Sender. Und der ist an uns herangetreten und hat mit uns gesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, theoretisch Hoaxilla auch als Videoformat zu machen. Und da wir uns mal relativ viel vorstellen können, haben wir dann gesagt, ja.
Und das ist tatsächlich jetzt so, dass wir da eine vertragliche Bindung haben. Das heißt, da müssen zwei Folgen im Monat abgeliefert werden. Die sind in der Regel so mindestens 3-4 Stunden lang oder auch länger. Und natürlich ist da auch der redaktionelle Aufwand relativ groß. Das heißt, da fließt ein Teil der freigebliebenen Ressourcen natürlich rein. Und man muss natürlich aber auch zeitgleich sagen, dass meine Frau inzwischen selbstständig ist als Journalistin und Autorin und Hoaxilla TV in einem größeren Umfang zu unserer Miete beisteuert, als Hoaxilla Podcast es tun könnte. Und insofern ist es tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen eine Kommerzialisierung, aber sicherlich eine Sache, also ohne Hoaxilla TV wäre das Leben deutlich schwieriger. Was wir inzwischen aber tun, weil das ein Bezahlangebot ist, ist, dass wir durchaus interessante Episoden und Gesprächspartner dann auch nochmal in den Podcast hineinbringen nach einer gewissen Zeit, dann kostenfrei für alle. Jetzt die aktuelle Folge 205 war zum Beispiel eine Hoaxilla TV-Folge, wo wir dann das rausgelagert haben, oder wir haben eine Episode zu den Bilderbergern von einer gewissen Zeit gemacht mit einem Journalisten, der darüber promoviert hat, über diese Geheimkonferenz der Bilderberger. Sodass dann die Leute, die ganz spannenden Themen, die sie sonst nur gegen Geld sehen können, dann doch noch zumindest im Rahmen des Podcasters sich mit anhören können. Ja, wenn du so die Wahl hättest, würdest du dich hauptberuflich mit Podcasting, egal ob Video oder Audio, beschäftigen? Ich finde Medien sehr spannend. Ich will das gar nicht auf Podcasting einschränken. Also wenn ich von all dem, was wir so machen könnten, leben können würde, würde ich das tun. Das funktioniert aber halt nicht. Mhm. Das hast du also einfach ausprobiert und gemerkt, also die Miete bezahlt sich nicht dadurch. Nee. Und dann willst du ja auch noch was essen und musst eine Hausratversicherung haben und also du merkst schon, nee, das funktioniert einfach nicht. Also da kann man lange drüber nachdenken und philosophieren, das funktioniert nicht. Ja gut, immer noch nicht. Eine große Unterscheidung bei den Podcasterinnen und Podcastern ist ja im Prinzip, sind sie hobbymäßig unterwegs oder haben sie so ein bisschen, zumindest im Hintergrund, die Idee, ich will mich irgendwann mal insofern professionalisieren, dass ich für die Produktion, die ich mache, auch Geld bekomme, egal ob als Nebenberuf oder als Hauptberuf. Also nebenberuflich würdest du, also du bist schon nebenberuflich professioneller Medienmacher, kann man schon sagen. Das ist so. Also vom Finanzamt ist das auch so. Alex und ich waren auch gezwungen, in der Vergangenheit jetzt für den Stoll-Film, den wir gemacht haben, den Dokumentarfilm der GbR auszugründen. Das ist dann auch so, wenn man dann sagt, oh, guck mal hier, da verkaufen die jetzt eine DVD oder Download-Content, da werden die ja super reich. Dem stehen dann natürlich auch gleich eine vierstellige Steuernachzahlung dann natürlich dann auch dem wieder entgegen, die man dann auch bezahlen muss. Super. Wenn man denn nicht Steuer hinterziehen will. Und tatsächlich ist es so, dass das ja ein Nebengeschäft ist, dass das mein jetziger Arbeitgeber hat das auch genehmigt als Nebentätigkeit. Wie gesagt, Alex ist selbstständig und wir haben eine sehr, sehr nette Steuerberaterin hier in Hamburg, die uns betreut, und es hat auch nur zwei etwas längere Termine gedauert, bis sie dann verstanden hat, was wir tun und von wo überall Geld herkommt. Also das war schon relativ spannend, weil wir haben Buchverkäufe, es gibt Flatter, es gibt Patreon, es gibt PayPal, direkt Spenden, dann haben wir halt Buchverkäufe, wenn ich sie nicht schon genannt habe. Wir kriegen manchmal auch ein bisschen Geld dafür, dass wir irgendwo einen Vortrag halten. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 7 oder 8 unterschiedliche Einnahmequellen, die wir haben, die alle nicht viel bringen, aber die du natürlich alle angeben musst, weil du sonst in die Gefahr kommst, dass das Finanzamt dich mal schätzt. Und dann siehst du immer ganz alt aus, wenn die dich schätzen, weil die natürlich dann immer davon ausgehen, dass du ganz viel Geld verdienst. Und das ist schon relativ müßig. Also wir sind natürlich total dankbar, dass uns die Leute über die verschiedenen Bezahlsysteme unterstützen. Aber wenn mir einer 5 € PayPal-Spende zukommen lässt, dann muss ich das erstmal buchhalterisch verbuchen, damit das alles in die Steuererklärung mit reingeht. So, und dann bleiben von den 5 € dann halt auch entsprechend weniger über. Das ist so. Aber jammern auf höchstem Niveau natürlich. Vor aber das Finanzamt fand die schützen euch dann auch die schwarzen Brillen nicht, genau. Das ist so, und die Steuerberaterin lächelte sehr irgendwann und sagte dann irgendwann,
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben Sie zusammen ungefähr 8 bis 9 unterschiedliche Berufe, die Sie hier gerade vor mir hinlegen. Da meinten wir ja und dann meinte sie, Sie lächeln so angenehm. Ich habe hier Bürokommunikationskaufleute, die sind mit einem Job gestresster als Sie. Sehr lustig. Das ist natürlich ein Kompliment. Ja, ja. Also ihr macht was richtig. Auf die lasse ich nichts kommen, auf die Steuerberaterin. Das ist schon alles gut. Aber ja, also klar. Also das ist, also Huxilla TV ist tatsächlich das kommerziellste Angebot, aber wir brauchen das im Rahmen von Alexas Selbstständigkeit auch tatsächlich, um über die Runden zu kommen. Das ist einfach so. Okay. Wir müssen ja auch in Hamburg wohnen. Ja, oh ja, das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Mhm. Kurz in die Zukunft gedacht, also Huxilla Podcast und Huxilla TV wird es auch weiterhin geben. Da gibt es keine irgendwie Veränderungen, die man irgendwie schon ankündigen könnte oder so. Nein, das läuft alles weiter, solange wie wir bei unserem Auftraggeber Massengeschmack für den Auftraggeber zufriedenstellende Zuschauerzahlen haben und ins Portfolio reinpassen. Machen wir das weiter. Obwohl es natürlich jetzt eine Auftragsarbeit ist, haben wir die völlige redaktionelle Freiheit für das Programm. Das habe ich damals gesagt, dass wir also nichts machen, was wir nicht gut finden und dass wir entscheiden, was wir machen in der Sendung. Ist aber auch nicht so, dass wir pro Abonnent bezahlt werden, sondern da gibt es tatsächlich einen festen Preis pro Sendung, die wir abliefern. Insofern ist das toll, wenn viele Leute das abonnieren. Wir kriegen eine feste Summe und wenn jetzt, glaube ich, 10.000 Leute mehr das abonnieren, dann würde ich mal irgendwann nachverhandeln, aber das passiert halt auch nicht. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Angebot. Wolltest du noch was ergänzen? Darf ich noch? Ja, klar. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar habe ich gerade nicht reingeguckt. Die Frage, was hat es mit den Record Shoe Productions auf sich, die immer nach dem Abspann genannt werden und die stehen auch im Impressum von der Huxilla Webseite. Was ist Record Shoe? Oh, das habe ich ja bis heute immer immer nicht gesagt. Soll ich das mal weltexklusiv im Sendegarten aufklären? Ja. Ja. Live und in Farbe. Das wird dann aber auch deutlich machen, wie krank mein Gehirn ist. Also ich habe so eine Ahnung, bin aber gespannt. Dann erstmal die Vermutung bitte. Wer hat denn eine Ahnung? Nee. Also, sonst würde ich damit ja mein krankes Hirn entlarven. Wenn die Idee zutrifft, sage ich das. Okay, erzähl. Also, Record 2 ist eine totale verhohene Pieplung meines Nachnamens. Also das Wort Chew, ich schreibe das mal gerade im Chat, heißt ja kauen. Also ist das Kau. Aber da Wash Chew scheiße klang, habe ich dann überlegt, was ist es? Und habe dann gedacht, der Raccoon ist im Englischen der Waschbär. Und da ich ja jetzt aber nur die erste Hälfte davon brauche, nur das Wasch, ist es dann das Racco. Und dann kommt das Chew dran und eigentlich ist es eine völlig kranke, verhohene Pieplung meines Nachnamens. There you have it. Herrlich, herrlich, herrlich. Lars, hast du das geahnt? Das hat keinen Sinn. Nee, also meine Gedanke kam eher so, ich will nicht sagen aus der Demo-Szene. Ich meine, du hast irgendwann mal Mod-Files gemacht. Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Das ist richtig, dass das aus der Szene noch irgendein Überbleibsel wäre. Hätte gut sein können. Da habe ich auch diverseste merkwürdige Synonyme gehabt. Aber das Record Show ist tatsächlich für den Podcast entstanden. Und das war einfach so, ich wollte da einfach irgendwas haben, was professionell klingt. Und ja, also da kommt es halt her. Jetzt wisst das. Ich habe das immer nur phonetisch wahrgenommen und habe Records, also Aufnahme, der Aufnahmeschuh. Ich habe was mit Aufnahmen und Schuhen zu tun. Ich habe das nie so als geschriebenes Wort gesehen. Herrlich, herrlich, herrlich. Also ja. So krank finde ich dein Gehirn nicht, ehrlich gesagt. Ja, okay, das beruhige ich mich jetzt ein Stück weit, ja. Super. Ja, also ein anderer Gedanke, dann will ich das jetzt auch noch eben entblößen. Also irgendwo so, als ich mit der Programmiererei irgendwann angefangen habe, mit anderen Programmierern in so der Jugend als Jugendlicher, da haben wir uns alle vollkommen absurde Nicknamen gegeben. Mhm. Und
ich hatte irgendwo so den Eindruck, dass das vielleicht noch ein Relikt davon wäre und das dann eben auch verbunden mit dieser Zeit, mit den Mod-Files. Ich glaube, dann von der Amiga-Szene kam das, glaube ich. Ne? Genau. Also ich habe selber mit Mod-Files und diese Sachen mit den Trackern auf dem PC dann später angefangen, aber du warst, glaube ich, noch richtig auf dem Amiga-Zugang, ne? Wir haben richtig auf einer Amiga Sachen gemacht. Wir haben sogar ein furchtbares 90er Jahre Techno-Projekt damals gehabt, wo wir auf dem Amiga Techno, also das war Konzept Techno, wir hießen PK, also wie das P-Zeichen und CAR, und wir haben Star Trek Next Generation Techno-Songs gemacht und kamen uns da ziemlich cool Mitte der 90er bei vor. Das war so. Ja, aber dann wir hatten ja nichts wieder, damals. Dann gebe ich mal zurück an den Martin zu dem Thema mit den weiteren Projekten. Ja, ich muss noch mal eben fragen, was genau Mod-Files eigentlich sind. Also Files ist mir klar, das sind irgendwelche Dateien, aber wofür steht dieses Mod? Das ist einfach ein Dateiformat gewesen, was im Wesentlichen, glaube ich, tatsächlich von Commodore Amiga war, und das war ein Dateiformat, und damit konnte man auf dem Amiga damals mit 4 Spuren Musik machen. Das Pendant auf dem C64 waren die SID-Files. Und MOD war halt einfach das Dateikürzel für diese Musikdateien auf dem Commodore Amiga. Und daraus hat sich eine ganze Szene entwickelt, und das gab es dann, also die Programme, mit denen man diese Mod-Files erzeugt hat, waren sogenannte Tracker. Und das gab es dann auch auf dem PC, und dann hatte man natürlich hinterher auf dem PC mit den anderen Möglichkeiten natürlich viel mehr Spuren zur Verfügung und konnte ganz andere Sachen machen. Ja, eine klitzekleine Ergänzung dazu zu dem Unterschied der SID-Files war, dass man bei den Mod-Files eben ein echtes Sample benutzen konnte, also zum Beispiel die eigene Stimme und so. Und um eine bestimmte Tonhöhe zu erreichen dafür, wurde das dann einfach mehr oder weniger schnell abgespielt. Mhm. Und da konnte man schon eine ganze Menge mit anstellen, und da sind ziemlich großartige Sachen bei rausgekommen damals. Also es gibt das, und ich weiß nicht, woher, ich habe von dir mal irgendwo mal was gesehen, aber ich finde es nicht mehr wieder hier. Ich habe es gerade in den Chat geschmissen. Es gibt zumindest ein Ding, den Song Alien Lifeform Teil 1 von Picard. Okay, ich habe das auch schon mal gehört, und zwar im Psychotalk 10. Da hast du Folgendes zu deiner Vergangenheit gesagt. Hören wir mal eben rein. Ihr wisst von meiner musikalischen Vergangenheit, glaube ich, noch nichts, oder? Haben wir da mal drüber gesprochen, so off the record? Nicht, dass ich jetzt. Nee, ich kann mich, ich meine mich an etwas zu erinnern, aber erzähl mal. Ist lustig. Also ich habe eigentlich diesen Background in einem anderen Podcast geplagt, der aber noch nicht veröffentlicht ist und eventuell auch nie veröffentlicht werden wird, diese Episode, nämlich bei Schall und Rauch. Das ist so grausam, ist die letzte, das getan hat. Die letzte ominöse Schall- und Rauch-Episode. Nee, tatsächlich habe ich sehr viel mit Musik zu tun. Ich habe nämlich, ich habe keinen Blockflötenunterricht gemacht, habe aber im Alter von 9, 10 Jahren begonnen, Orgel zu lernen. Das heißt, zweimalige Orgel mit einem Stummelpedal. Das heißt, eine Kirchenorgel hat ja sozusagen nochmal so eine ganze Klaviatur an den Füßen, und die Heimorgeln haben eine Oktave an den Füßen. Das habe ich über viele Jahre gelernt, bin also theoretisch sogar in der Lage, eine Kirchenorgel zu vergewaltigen in einem gewissen Maße, und habe dann ab dem Alter von 16 Jahren, weil mein damaliger Musiklehrer, der mir das Musizieren an der Orgel dann beigebracht hat zu dem Zeitpunkt, seinen Führerschein verloren hat, als Hausmusiker einer Kurresidenz in Bad Salzuflen gearbeitet. Das erklär uns doch jetzt bitte einmal. Hausmusiker in einer Kurresidenz in Bad Salzuflen. Nichts hätte ich weniger mit dir in Verbindung gebracht als das. Ich muss gerade mal hier in den Chat schreiben, dass das hier gerade investigativer Podcast-Journalismus in deinem Garten ist. Ich bin gerade überrascht, was du da ausgegraben hast. So soll Kompliment. Das sein. Kompliment. Alle 3 Wochen die Kurgäste in dieser Kurresidenz Bad Salzuflen gewechselt. Das heißt, alle 3 Wochen gab es einen sogenannten bunten Abend, und da habe ich dann gesessen und die dort anwesenden Kurgäste mit Roger Whittaker und anderen Dingen
über 4 Stunden unterhalten und habe mir damit im Wesentlichen weite Teile meines Führerscheins und auch während des Studiums später noch ein bisschen Geld dazu verdient. Bist du noch so textfest? Kannst du noch singen? Ich gehe auf keinerlei Schlagerpartys, weil ich nahezu alle Texte noch kann und das einfach dann nicht ertrage. Okay, ja, wie geht's dir, wenn du das hörst hier? Zuckt es in deinen Händen, in deinen Füßen? Nee. Nein. Das oft so tief ins Herz dir fährt. Ja. Ja, okay, um keinen Ärger mit der GEMA zu bekommen. Also, das ist Roger Whittaker. Abschied ja, ja. Ist ein scharfes Schwert. Das hast du live gesungen? Ja, ja. An der Fafisa oder Versi oder was hast du denn da gehabt? Ich hatte einen Gem Keyboard Synthesizer, italienische Marke. Der war gar nicht schlecht. Der hatte guten Soundcomputer drin für Schlagzeug und ja, ja, also schon, aber auch live gespielt. Das war jetzt nicht, dass da irgendwas vom Band kam, sondern alles live. Ja, und von da aus dann zum Techno-Mod. Das ist ja schon auch ein Schritt. Nee, das war halt, da war ich halt Musikhure, ne? Ich habe mich da einfach mieten lassen, um Leute zu unterhalten. Das ist so. Aber also, das war sehr, sehr nett. Also das war sehr nett und das hat, glaube ich, ein Stück weit mir auch in den späteren Jahren natürlich geholfen, wenig Lampenfieber zu haben oder umgedreht. Ich glaube, da hat sich dann in jungen Jahren sowas wie die Rampensau in mir ausgeformt, um es mal so zu formulieren. Er war jung und brauchte das Geld. Das ist genau die richtige Formulierung, lieber Schnellbus. Ja? Super. Aus dem Chat kommt hier die Bemerkung, ja. Also in dem Psychotalk Nummer 10 kann ich nur empfehlen, da mal weiter also nicht nur deswegen, sondern weil da auch grundsätzlich mehr über die Psychologie von Musik gesprochen wird, also durchaus auch inhaltsschwer. Aber da hast du denn auch gesagt, das hätte im Prinzip auch so den Weg zum Mikrofon für dich gemacht. Also im Prinzip so die ersten Schritte in Richtung Podcasting oder ist das noch zu weit hergeholt? Also Podcasting, glaube ich, ist ein bisschen weit hergeholt, weil das war '92, '93, '94. Ich habe 2010 dann ja mit dem Podcasting angefangen. Aber ich glaube, dass ich immer versucht habe, eine wie auch immer geartete Form von Kreativität irgendwo hinfließen zu lassen. Und es hat viele, viele schlechte Versuche vielleicht gegeben, das zu tun. Und ich habe in dem Podcasting dann am Ende, glaube ich, die Nische gefunden, wo ich das Maß an Kreativität und vielleicht das Talent, was ich eventuell habe, nämlich Menschen wie auch immer unterhalten zu können. Also da habe ich für mich das Ventil gefunden und ich und natürlich Huxilla, damit hat es ja angefangen, das mit meiner Frau zusammen zu machen, war halt auch was sehr, sehr Tolles und ich würde ja auch bis heute behaupten, dass der wie auch immer geartete Erfolg von Huxilla in weiten Bestandteilen damit zu tun hat, dass da regelmäßig eine Frau mit an Bord ist, die kluge Dinge sagt und völlig gleichberechtigt sich zu Wissenschaftsthemen äußert. Und das finde ich ist, glaube ich, eines der Main Assets von Huxilla. Und Alexa hat, glaube ich, in weiten Teilen viel mehr Einfluss auf die Dinge, als dass es nach außen wirkt. Ich glaube schon, dass die Wahrnehmung nach außen ist, dass ich so der mehr Outgoing-Typ bin, weil ich auch mehr Podcasts mache, aber gerade was Huxilla angeht, was Recherche angeht, was redaktionelle Arbeit angeht, ist Alexa da auch ganz tief involviert und ohne die würde es halt auch nicht gehen. Das hast du an anderen Stellen ja auch schon häufiger gesagt, dass sie tatsächlich diese Recherchearbeit im Wesentlichen macht und dir teilweise die Dinge auch so weit aufbereitet, dass du mit 2 Federstrichen sozusagen ein fertiges Manuskript da hast oder einen Brief oder was auch immer, also irgendwas, die Unterlagen jedenfalls vorbereitet. So ein bisschen so wie der Herr Waschkau seine Praktikantinnen immer losschickt. Du meinst Herrn Bartoschek. Den Herrn Bartoschek, genau. Die Realität sieht natürlich anders aus, aber es sind natürlich gute Geschichten aus dem Krieg, wenn man es dann so erzählt. Aber ja.
Okay, das hast du also im Psychotalk Nummer 10 erzählt und auch in Schall und Rauch, da habe ich es wahrscheinlich gehört, aber nicht erinnert sozusagen. Ja. Aber bleiben wir mal bei Schall und Rauch, weil der Christian Bettnerek ist ja auch ein sehr spezieller Podcaster und hat jetzt aber mit dieser Profession, also Psychotalk zur Erklärung, da sitzen drei Psychologen zusammen und sprechen durchaus aus der ganz klaren Fachperspektive. Also das ist schon manchmal also akademisch, ganz gut akademisch abgehangen, was ihr da macht. Fachidioten, aber ja. Ja, ne? Und bei Schall und Rauch, das ist wirklich so zwei Freunde am Telefon und die erzählen sich halt, wie es gerade so läuft, von dem Tod eines Familienangehörigen bis zum Geburt des Nächsten oder dem Hausdach, was gerade undicht ist oder weiß der Kuckuck, irgendwas. Inklusive, ich muss zur Toilette und alle möglichen Geräusche, die man da so hören kann. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das eigentlich? Also ganz, ganz, ganz witzig. Zur Anfangszeit von Huxilla habe ich natürlich dann auch immer mal wieder bei Google geguckt, wer greift das denn auf und wer... Wer schreibt denn über Huxilla oder wer hört Huxilla und wo schlägt Google an? Und ich habe dann irgendwann einen sehr launigen Artikel auf einer Internetseite gefunden, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Aufhänger war. Das gibt es leider ja auch nicht mehr. Aber irgendwie sowas wie Streit im Hause Waschgrau, das Ende von Huxilla steht vor der Tür. Aber dann habe ich gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann habe ich gesagt, was ist das für eine Internetseite? Und da stand Hörsuppe. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und habe dann irgendwie rausgekriegt, wer das ist und habe dann auch den Christian auf Twitter dann damals gefunden. Und ich habe ihn da eiskalt erwischt, weil das war eine Beta. Also die Hörsuppe, lieber Christian, ich spoilere das jetzt mal komplett, wenn du das hier hören solltest, jetzt ist es zu spät. Die Hörsuppe war als satirischer Pun auf die Podcast-Szene geplant. Er wollte eigentlich alle Podcasts, die so da sind, verarschen in der Hörsuppe. Das war der ursprüngliche Gedanke. Und ich habe in die Beta-Version der Seite irgendwie reingestochen mit meiner Google-Suche. Und darüber habe ich Christian kennengelernt. Und das war dann immer so, dass Christian von uns auch gespoilert wurde. Das heißt, Christian wusste immer einen Tag, bevor die Sendung veröffentlicht wurde, was das Thema ist. Was ihn immer sehr gefreut hat, weil er dann sich ein bisschen besser auf den damals Daily-Podcast vorbereiten konnte. Und dann so, das war der Deal. Deswegen kam Huxilla auch, glaube ich, immer relativ plakativ damals in diesen Daily-Podcasts vor. Und dann habe ich auch gelegentlich mit ihm geskypt. Und ich finde Christians Stimme unfassbar geil. Und ich wollte unbedingt mit dieser Stimme zusammen einen Podcast haben. Und Christian hat sich total geziert und hat immer gesagt, wir haben kein Konzept, wir müssen ein Konzept haben. Und wir haben, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre rumgeeiert, weil wir ein Konzept haben wollten. Und das Beste, was uns dann eingefallen ist am Ende oder auf das ich ihn dann breitschlagen konnte, damit er endlich mal auf Sendung geht, war dann dieses Schall- und Rauch-Konzept von zwei alten Opas, die auf der Bank sitzen und vom Krieg reden, den es niemals gab. Und das war dann auch am Ende das Konzept. Und das ist, glaube ich, Schall und Rauch ist ein Podcast, der, glaube ich, für keine Zielgruppe oder mit keinem Ziel produziert ist, außer mit dem, dass Christian und ich dann einfach mal, wenn wir die Gelegenheit und die Zeit haben, zwei Stunden miteinander reden. Und offensichtlich gibt es Menschen, die das unterhaltsam finden, wie viele das dann auch immer sein mögen. Und das ist so ein reines Herzensprojekt und ich finde einfach, dass die Stimme von Christian toll ist und ich podcaste einfach gerne mit ihm und das ist irgendwie eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit. Und tatsächlich ist es so, dass wir sonst mal abgesehen von gelegentlichen SMS oder so wenig Kontakt haben. Also tatsächlich ist dieser Abgleich der Leben findet eigentlich in diesem Podcast statt. Also das ist nicht so, dass ich dann weiß, dass er, wie jetzt in der letzten Folge, dass er einen Wohnwagen hat und dann faken wir den Dialog über diesen gekauften Wohnwagen. Also ich weiß das halt nicht. Also wir telefonieren und dann sagt er, rat mal, wo ich sitze und ich sage, wo sitze und dann sagt er in einem Wohnwagen und das ist dann wirklich total authentisch Schall und Rauch und das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Klein und fein und nett.
Ja, ich habe mich gefreut, dass nach 14 Monaten Pause plötzlich wieder einer da war. Ich konnte erst meinen Augen nicht trauen, aber ich höre euch auch einfach gerne zu, weil gerade weil da der andere Alexander auch so gut zu hören ist, mit deinen vielfältigen Gedanken und deinen Abwägungen und so weiter. Das ist, also da bist du mir näher als bei Hoxilla, komischerweise. Das kann ich sehr gut mitleben mit der Aussage. Also, musst du auch. Entschuldigung. Eindruck. Ich muss ja nicht geliebt werden oder so. Also nee. Insofern ist das total gut. Also ja, gibt es zumindest ein Format. Ja, nein. Das andere ist, wir hatten jetzt den Psychotalk angesprochen. Mhm. Ja, den haben wir, glaube ich, erklärt. Ne? Drei Psychologen, also Sebastian Bartoschek, der... Das habe ich schon wieder vergessen. Ich hatte mir vorher extra den Namen aufgeschrieben. Sven Rudloff. Ja, Sven Rudloff, genau. Und der den Viva Britannica gemacht hat oder noch macht. Er ruht der Podcast im Moment. Ja. Und du, ihr drei, setzt euch zusammen manchmal mit einem Gast oder mit einer Gästin und diskutiert dann da psychologische Themen. So. Genau. Nicht zu verwechseln ist mit für mich Psychcast. Den habe ich schon mal mit Psychotalk und Psychcast habe ich schon durcheinander geworfen. Als ihr die Frau mit der Fettlogik zu Gast hattet, hattet ihr die beide und da habe ich die durcheinander geworfen, ja. Also ich, vielleicht zum Psychotalk einfach für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Projekt vor dem Hintergrund, dass ich ja zu dem Zeitpunkt, als das alles war, in der Verwaltung letztendlich gearbeitet habe, in der Erwachsenenfortbildung, aber in der Verwaltung. Ich habe mich selber aktiv fortgebildet und nach 10 Jahren quasi durch den Psychotalk wieder angefangen habe, mich mit meinem Studienfach intensiv auseinanderzusetzen und die eigene, sagen wir mal, berufliche Identität als Psychologen wieder zu entdecken. Und deswegen ist das ein Projekt, was für mich immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert und eine ganz besondere Bedeutung hat, weil ich gemeinsam mit Sven und Sebastian zusammen das Profil des Psychologen für mich wiedergefunden habe, was ich lange Zeit verloren hatte. Insofern ist das für mich persönlich und privat ein ganz, ganz wichtiger Podcast, der vielleicht auch ein Stück weit mit Grund dafür ist, dass ich jetzt dann doch nochmal aus einer unbefristeten Stelle in der Verwaltung mich auf eine Drittmittelstelle in die Forschung habe bewegt, weil ich gedacht habe, irgendwie muss ich noch mal was tun in deinem Leben. Mhm. Ja. Dann warst du vor gar nicht langer Zeit beim Papst. Es gibt wunderschöne Bilder unter Hoxilla-Meme, also als Hashtag. Ganz, ganz großartig. Du drückst dem Papst die Hand und das hat seinen Grund darin, dass du mit dem Eduard Habsburg den Glaubenssache-Podcast machst. Da hast du vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, dass du als was bist du, bezeichnest du dich als Atheist oder Agnostiker? Atheist. Oh. Das heißt, du kämpfst gegen etwas. Das heißt aber, dass du dessen Existenz ja schon anerkennst. Du kennst, also das habe ich mal gehört, Atheisten und Agnostiker unterscheiden sich, dass die Atheisten gegen etwas kämpfen und indem sie dagegen sind, ist es ja schon da. Und das macht Nein. Okay, nein, der Agnostiker, dann sag mal, wie du es verstehst. Der Agnostiker sagt, solange wie mir keiner die Existenz von Gott beweist, gehe ich davon aus, dass es keinen Gott gibt. Und der Atheist sagt, es gibt keine Möglichkeit, Gott zu beweisen und insofern ist Gott für mich nicht existent, aber ich kämpfe gegen nichts als Atheist und ich sage ganz klar, in meinem Leben gibt es keine höhere Macht und ich glaube an keine höhere Macht oder sonstige Dinge und ich glaube auch an keinen Gott. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob das nicht auch ein Glaube ist. Aber das ist die Unterscheidung. Also ich sage jetzt nicht, wenn morgen der Dornbusch vor mir brennt, dann glaube ich wieder, sondern ich sage, in meiner Welt gehe ich davon aus, dass dieser Dornbusch niemals brennen wird. Und die viele, viele Katholiken, die mir so inzwischen begegnet sind, sagen, naja, dann wird er auch nicht brennen, wenn du nicht dran glaubst, weil dann lädst du ja Gott auch nicht zu dir ein. Aber das sind eher philosophische Debatten. Ja. Aber ich kämpfe gegen überhaupt gar nichts. Also das dagegen würde ich mich verwehren, dass ich gegen was kämpfe. Okay, eine andere Definition, als ich sie bisher mit mir rumgeschleppt habe. Aber dein Gesprächspartner Eduard Habsburg ist katholisch gläubig. Oh ja. Muss er auch sein, weil er vom
wie heißt es so schön, vom Heiligen Stuhl. Also er ist Botschafter des Landes, oh Gott, beim Heiligen Stuhl. Ungarn, okay. Ungarischer Botschafter beim Vatikan. So. Und mit dem diskutierst du. Eher am Heiligen Stuhl. Am Heiligen Stuhl. Weil der Vatikan ist der Vatikan und der Heilige Stuhl ist die Einrichtung, die für alle Katholiken in der Welt zuständig ist, habe ich gelernt. Deswegen ist es eher... Du weißt mehr als ich. Ja. Und ich habe eine abgebrochene katholische Erziehung, von daher sollte das eigentlich wissen. Ich habe das jetzt alles gelernt in der Zeit, ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Was macht ihr zwei da in dem Podcast? Das ist eine völlig skurrile Geschichte. Also Eduard ist ja nicht nur, glaube ich, weil er Botschafter ist, sondern anders. Ich habe mich mit jemandem, der Eduard Habsburg heißt, auf Twitter morgens auf dem Weg zur Arbeit im Zug gerne mal gestritten, insbesondere dann, also sagen wir mal liebevoll gestritten, insbesondere dann, wenn wir beim Huxilla-Podcast so Dinge wie das Turiner Grabtuch, also das angebliche Tuch, in dem Jesus Christus eingewickelt gewesen sein soll, besprochen haben. Und dann gab es immer so nettes Geplänkel mit Eduard Habsburg, der ganz offensichtlich zu dem Zeitpunkt Pressesprecher eines Bischofs in Österreich war. Und das war aber immer sehr nett, das war sehr respektvoll und wir haben immer sehr viel Spaß gehabt auf Twitter. Und ich fand den irgendwie nett und habe nicht geschaltet. Und dann irgendwann bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und Alexa war völlig flusig und hatte auf dem iPad eine Doku am Laufen und sagte, guck mal, wer der ist. Und in dem Moment fielen so die Dominosteine, weil da saß nämlich Eduard in einer Fernsehdokumentation über Sissi. Denn Eduard ist halt Habsburger, also der ist der Urenkel von Kaiserin Sissi. Und wenn man dann sich damit ein bisschen, also aus der Blutslinie, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man ja, dass die Habsburger Europa katholiziert haben. Also die Habsburger Kaiser haben dafür gesorgt, dass es überhaupt den christlichen Glauben, vor allen Dingen den katholischen Glauben in Europa gibt. Und aus dieser Familie entstammt der gute Eduard tatsächlich. Also seine Ur-Ur-Ur-Oma ist in Wien in der Kapuzinergruft begraben. So neben anderen Kaisern und so, was ziemlich schräg ist. Das haben wir dann realisiert, wer das ist, dieser Mann. Und haben dann eigentlich gesagt, prima, super geil, wir machen mit Eduard Habsburg eine Episode Huxilla über die wahre Sissi, weil natürlich das, was wir so aus dem Fernsehen kennen, aus den Filmen, die dann Weihnachten immer laufen, himmelweiter Unterschied zur realen Kaiserin war. Diese Episode ist, wie wir ja festgestellt haben, nie entstanden. Aber wir haben dann irgendwann über die sozialen Medien sehr intensiv angefangen, auch über Glauben zu sprechen. Und ich habe dann irgendwann Eduard den Vorschlag gemacht, weil ich dieses Thema unfassbar spannend finde, zu sagen, sollen wir nicht einen Podcast machen, wo wir als Atheist und als gläubiger Katholik über Glauben reden. Und zwar vor dem Hintergrund, dass du nicht von mir in Sippenhaft für eine Institution genommen wirst, sondern immer auf der rein persönlichen Ebene. Also Eduard kann nicht für die katholische Kirche sprechen, sondern Eduard kann für sich und seinen persönlichen Glauben sprechen. Und Eduard findet Kinderschänder halt auch ganz furchtbar schrecklich, weil Kinderschänder nicht dem katholischen Glauben entsprechen, weil der katholische Glauben ja eher was Positives erstmal zunächst hat. So würde er sagen. Ja, also insofern haben wir das immer getrennt und haben dann mit Glaubenssache gestartet. Und das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Projekt nach wie vor. Ist dann zeitlich ein bisschen schwierig geworden, weil während das Projekt lief, Eduard dann die Möglichkeit bekommen hat, Österreich-Ungarn, Kaiserreich, deswegen hat er nämlich eine österreichische und eine ungarische Staatsbürgerschaft, als ungarischer Botschafter an den Heiligen Stuhl nach Rom zu gehen. Das hat er natürlich auch angenommen. Es wäre auch doof gewesen, das nicht zu tun, so eine Option wahrzunehmen. Und im letzten Jahr war es dann tatsächlich so, dass wir ihn dann besucht haben in Rom und auch ein wenig im Vatikan uns herumgetrieben haben und tatsächlich bei einer Papstaudienz dann auch dem Papst die Hand schütteln durften. Wohlwissend mit der Information des Stabes, dass sowohl Alexa als auch ich Atheisten sind. Also das fand ich eine relativ coole Aktion, die da auch der gesamte vatikanische Staat irgendwie gedeichselt hat. Und das war eine relativ spannende Erfahrung, die mich jetzt nicht dazu gebracht hat, gläubiger zu werden oder da irgendwas in Zweifel zu ziehen, die mir aber nochmal gezeigt hat, bei so einer Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom, wenn da 20.000 Menschen sind, für die es wahrscheinlich eines ihrer größten Ereignisse des Lebens ist, jetzt dort an so einer Papstaudienz teilzunehmen. Da muss man schon
mal einmal mehr darüber nachdenken, wenn man immer so auf alle Katholiken schimpft und so. Das ist halt immer eine individuelle Geschichte und es macht nach wie vor sehr viel Spaß und wir planen auch da, dass es weitergeht und wir hoffen auch, dass wir jetzt nach der Sommerpause wieder dazu Gelegenheit bekommen. Und jetzt gerade aktuell, das kann ich mal pluggen, haben wir eine Anfrage von dem Portal katholisch.de bekommen, eines der größten deutschsprachigen Presseportale der katholischen Kirche. Und die wollen, haben eine Reihe Glaubensfragen, wo immer zwei Gläubige sich über ihren individuellen Glauben unterhalten und wollen jetzt am Ende Eduard und mich da irgendwie haben für so ein Porträt. Und Eduard, ich habe dann den Mailverkehr mitbekommen, hat dann so ganz vorsichtig zurückgeschrieben, ob sie denn wüssten, dass Herr Waschkau Atheist ist und Skeptiker ist und dass der nicht glaubt. Und dann haben die ganz fröhlich zurückgeantwortet, dass sie das wüssten und das finden sie aber eigentlich ganz nett, sowas mal als Endpunkt zu machen, weil es mal was anderes wäre. Und das ist völlig absurd, in dem Moment, wo ich in der Öffentlichkeit sage, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, drücke ich dem Papst die Hand und jetzt ist auch noch katholisch.de, die ein Interview mit mir machen wollen. Eine der ganz verrückten Geschichten. Ist doch wunderbar. Ich finde das total schön, dass es trotzdem, dass die Menschen erklärtermaßen unterschiedliche Auffassungen, Ansicht oder Glaubenshaltungen oder sowas sind, dass sie trotzdem in einen Austausch miteinander kommen können. Also das ist einfach, das ist das Wunderbarste, was es überhaupt gibt eigentlich. Ja, das ist toll. Also und Eduard ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Mensch, den ich sehr, sehr liebe. Also ist ein richtig toller Typ. Ja, ich habe beim Servus TV hat er mal eine Sendereihe gemacht, wo Grafen schlafen. Toll, ne? Der ist ja wirklich der ist sich für nichts zu schade, wie er da im Ritterkostüm durch die Botanik stapft. Das ist einfach zu süß. Es war wirklich krass zu sehen. Ganz toll. Er hat das jetzt mit seinem Botschafterabend nicht mehr vereinbaren können, tatsächlich. Ja, das wurde dann alles ein bisschen schwierig, aber es ist schon auch toll und es ist völlig, also es war, ich habe das auch in Rom auch wirklich nicht gepasst bekommen, dass den ich ja, das hasst er wie die Pest, aber ich nenne ihn gelegentlich liebevoll Ede, da im Vatikan einfach einen Ausweis hast, wo du an den Schweizer Gardisten vorbeigehst und alle Leute, die ihm begegnen, sprechen ihn mit Exzellenz an, weil so die Botschafter angesprochen werden. Das ist halt dein Kumpel, so den du seit einigen Jahren kennst und das ist halt völlig verrückt. Wir sind unter die Katakomben, unter den Petersdom gegangen zum angeblichen realen Grab von Petrus. Und das ist halt ganz witzig, weil Eduard natürlich unfassbar humanistisch gebildet ist und dann also wie so ein Flummi rumsprang und dann immer so die Geschichte machte und die Führerin, die eigentlich diese Führung übernehmen wollte, dann immer sagte, Eure Exzellenz, wollen Sie lieber die Führung übernehmen? Sie sind ja auch im Thema. Und dann war ihm das mal ganz peinlich und dann lief er mal ganz gut hoch und dann sagte, oh Gottes Willen, nein, natürlich nicht, aber es ist alles so toll, hier lebt die Geschichte und das ist halt so völlig schräg irgendwie und also wir sind halt so an den Vatikanischen Gärten vorbeigelaufen, da wo der Papst spazieren geht. Und das ist einfach so, das war eine sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Erfahrung, wo man auch viel mitgenommen hat. Insofern schon toll, wenn sich sowas ergibt. Aber das kannst du halt nicht backen. Das passiert halt einfach. Ja, das ist ein Gottesgeschenk, um es mal so zu sagen. Das würde Eduard so sagen. Er ist ja auch nach wie vor der festen Ansicht, dass nachdem wir dann irgendwann mal diese irdischen Sphären beide verlassen haben, dass er dann im Himmel sitzen wird und mich lachend empfangen wird und sagen wird, ich habe hier mal einen Platz für dich freigehalten. Das wäre dann gut, weil dann könnte man nochmal drüber reden. Ich gehe ja davon aus, dass wir, wenn wir nicht mehr sind, nicht mehr drüber reden können. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, keiner weiß es wirklich. Keiner und von daher ist es ja auch okay, unterschiedlich dran zu gehen. Abwarten, genau. Jo. Also schön, da kommt also auch noch was. Das ist auch nicht auf Eis gelegt, sondern es läuft also irgendwie weiter. Super, ganz klasse. Ja, dann haben wir noch, ich habe hier noch auf der Liste Behind the Hoax, das ist wiederum ein Haus-Podcast, wo ihr mal hinter die Kulissen geschaut habt, ne? Ja, ist ein bisschen eingeschlafen, man könnte über ganz viele Dinge reden, ich habe aber langsam manchmal auch den Eindruck, dass die Frage auch dann ist, ab wann
Empfinden des Menschen als Selbstbeweihräucherung, wenn man über Dinge redet. Und deshalb haben wir dann dieses Projekt so ein bisschen gestoppt. Das ist in der Zeit entstanden, wo wir ein, zwei Sachen dann auch gesprochen haben. Und heute ist es halt sehr, sehr viel Terminmanagement, über das wir reden könnten, Anfragen, Projekte, die aber dann erst deutlich später vielleicht mal irgendwann Früchte tragen. Und dann, ja, dann haben wir halt einfach gedacht, im Moment gibt es da nicht viel, vielleicht tut sich mal irgendwann mal wieder was. Aber das war die Idee, so eine Art Making-of eines Podcastes, vielleicht auch nicht die beste aller Ideen. Ich habe keine Ahnung. Haben wir damals einfach gemacht. Jo. Und dann kommen wir zum letzten Angebot, was ich auf der Liste habe, was eigentlich dafür da gesorgt hat, dass du hier bist. Denn du hast uns die Anwälte, deine Anwälte auf den Pelz gehetzt, weil wir in einer vorhergehenden Folge irgendwann mal aus dem Firefly-Podcast zitiert hatten. Und da hast du gesagt, Moment, 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 das geht doch so nicht hier. Wobei ich behaupte, wir haben von unserem Zitaterecht Gebrauch gemacht, da wir es eindeutig mit Quellenangabe und Bezug in der Sendung verwendet haben. Aber erklär doch mal selber, was ist der Firefly-Cast? Der Firefly-Cast ist auch, also das, wenn ich so erzähle, das sind immer so wie Geschichten aus dem Krieg. Wir beginnen, ja. Wir begeben uns ins Jahr. Arne Rudert, ich habe relativ am Anfang hier in Hamburg mich mal umgetan, als wir hingezogen sind 2012 und da gab es dann ja diese Zeit, wo es dann überall diese Podcast-Cluster gab und irgendwie haben sich alle Leute zusammengerottet in den Städten. Und es gibt ja in Hamburg eine ganze Reihe von Podcastern, tatsächlich der Tobi Bayer kommt hier aus der Gegend und halt auch Arne Rudert, der mit dem Holger Krupp zusammen den Dirty Minutes Left Podcast macht und die haben mich da mal einfach eingeladen, dann war ich bei denen in der Sendung, habe dann darüber Holger und Arne kennengelernt, hier die Jungs von Troja Alert und Spoiler Alert kommen ja hier aus Hamburg oder wohnen in Hamburg, sagen wir mal, sonst keine gebürtigen Hamburger. Und irgendwann hatte Arne auf Twitter geschrieben, dass er gerne einen Podcast zur Serie Firefly machen würde. Und das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsserien. Eine kurzlebige Sci-Fi-Serie und in der viele Schauspieler mitspielen, die heute in anderen erfolgreichen Serien mitspielen. So unter anderem Nathan Fillion, der den vielleicht den jüngeren Zuschauern als Castle bekannt ist. Wie auch immer. Und da habe ich Arne damals darauf geantwortet, das würde ich total gerne machen, Arne. Habe ich aber keine Zeit für. Und dann war Arne so ein bisschen geknickt und Arne hat dann lange weitergesucht und mehr oder weniger ein Jahr später habe ich dann gelesen, dass Arne sagt, jetzt habe ich jemanden gefunden, ich bräuchte aber noch jemanden, damit das klappt. Und dann habe ich mal ihn angepingt und habe gesagt, wen hast du denn? Und dann sagte er, ich habe hier den Bastian Schlingel-Wölfel, der macht da mit. Und dann habe ich gesagt, who the fuck ist Bastian Schlingel-Wölfel? Also ein Großteil meines Lebens ist übrigens geprägt von strunzdummer Naivität in meinem Leben. Und habe dann mal rumrecherchiert und habe festgestellt, dass der Schlingel, der Bastian Wölfle, ja, Mitglied eines der wohl mit auch erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt ist, nämlich aus der Münchner Szene, die manchmal nicht so wirklich präsent ist, nämlich aus Bits und So, ein auch, ja, sagen wir mal, Podcast, der auch ein bisschen Geld abwirft und so. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie spannend, weil zu dieser Münchner Podcast-Szene habe ich überhaupt gar keinen Kontakt. Also ich habe schon auch mal mich mit Tim Pritlove getroffen, ich habe Holger mal privat getroffen, so, also die Berliner Szene irgendwie, ich kenne den Ralf Stockmann und die Claudia und so, aber nach München hatte ich keinen Draht und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt und habe gesagt, das wäre nicht nur eine Idee, über deine Lieblings- oder eine deiner Lieblingsfernsehserien zu sprechen, sondern auch mal Kontakt zu den Münchner Leuten zu bekommen. Und dann haben wir uns mal irgendwann zusammengeschaltet und das war unglaublich, weil wir so drei irgendwie eine relativ gute Chemie hatten. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das hat sofort geklickt bei uns dreien. Und dann haben wir einfach dieses Irrsinnsprojekt angefangen, eine Fernsehserie zu besprechen. Also im Prinzip so eine Art virtuellen Audiokommentar. Und eigentlich nur Abgenörde vom Feinsten, weil, also ich habe immer, wenn so vor und nach den Aufnahmen gesagt, das hört doch kein Schwein, weil du kannst es nicht parallel zur Serie laufen lassen, weil wir halt, wir haben die Videos laufen lassen, haben wir auf Pause gedrückt, also wir haben eine 45-minütige Episode in unter Umständen 2,5 Stunden besprochen, das macht ja keiner,
also so das parallel irgendwie zu machen, weil wir das nicht auf die Folge getaktet haben. Aber es gab eine Hörerschaft, die sich das angehört hat und die haben einfach unfassbar viel Spaß gehabt. Und eigentlich ist da mein längster Podcast entstanden, den wir aber leider wegen Auphonic teilen mussten, weil das Auphonic nicht fressen wollte. Denn wir haben dann den Kinofilm zur Serie in, glaube ich, knapp 8 Stunden besprochen. Also einen normalen Spielfilmlänge Kinofilm in 8 Stunden, bis wir dann alles besprochen hatten. Meine Güte. Und, das ist aber ordentlich, ja, das ist ordentlich auseinandergenommen. Nerdtum vom Feinsten, kann ich nur sagen. Ja. Und leider ist jetzt so, wir haben wir auch über die Comics zur Serie gesprochen, es gibt ein Brettspiel, das haben wir besprochen, es gab geplant ein Computerspiel, da habe ich dann mit dem Produzenten in den Vereinigten Staaten damals ein Interview gemacht zu diesem Spiel, was leider nie erschienen ist. Und jetzt ist aber das Projekt Firefly Cast eigentlich abgeschlossen, es werden jetzt noch 2 Episoden erscheinen zu 2 Comicbänden, das ist aber schon aufgenommen, das muss der Arno noch produzieren. Und dann ist das Projekt Firefly Cast abgeschlossen. Da bin ich übrigens stehender Gast, also weil mehr oder weniger Produktion bin ich ja auch treibende Feder. Hier bin ich tatsächlich Gast bei Arne. Das ist also Arne Ruderts Podcast, muss man auch ganz klar so sagen. Das ist auch Arnes Kind, in dem ich spielen darf. So ähnlich wie der Psychotalk von der technischen Administration und Organisation inzwischen komplett von Sven gemacht wird. Und es wird aber, das kann ich hier sagen, ich kann aber leider noch nicht sagen, wir sind noch nicht so weit. Wenn wir ein bisschen weiter wären, hätte ich es vielleicht spoilern können hier im Sendegarten. Aber es wird ein neues Projekt geben mit Arne, Bastian und mir, wo wir halt was anderes besprechen werden, wenn wir im Firefly-Cast dann endgültig fertig sind. Also da sind wir schon sehr, sehr konkret. Da gibt es was Neues dann. Also ein anderes Themenfeld auch dann. Also ein anderes. Na, wir werden Serie. Schon, so würde ich das formulieren. Okay. Dann lassen wir das so ein bisschen kryptisch stehen. Es sei denn, Lars hat noch eine Nachfrage dazu. Ich glaube, er hat sich da besonders für interessiert. Ja, also ich habe den Firefly-Cast verschlungen und okay. Die 8-Stunden-Folge hörte sich nicht wie 8 Stunden an. Also es war, ich habe die Folgen alle als extrem kurzweilig empfunden. Ich okay. habe Firefly selber so oft gesehen, dass ich es nicht vor Augen haben musste, als ich den Podcast hörte. Und wenn ihr dann über irgendeine Szene geredet habt, wusste ich genau, wovon ihr sprecht. Also wenn da irgendwie von dieser pröttligen Alufolie irgendwo die Rede war, die irgendwo aufgeklebt war oder so, da habe ich gesagt, ja genau, ich weiß, ich habe es vor Augen. Und ich hatte richtig viel Spaß, auch wenn ich glaube, ich hatte auch mal 1-2 Kommentare irgendwie auf der Webseite hinterlassen oder ich hatte es zumindest vor, ich kann es nicht mehr sagen jetzt. Ich war mit manchen Interpretationen nicht immer einer Meinung mit euch, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht zuzuhören und wenn da mehr in diesem Stil kommt, freue ich mich besonders, wenn es natürlich dann eine Produktion betrifft, die ich am besten genauso oft gesehen habe, ich fast gesagt, wobei das kaum zu machen ist. Ich habe einen Wunschkandidaten, aber dazu gibt es schon einen Podcast, habe ich gesehen, zufällig diese Woche. Mein Wunschkandidat wäre Battlestar Galactica. Haben wir lange, 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 lange drüber gesprochen, ob wir das machen. War uns aber inhaltlich Sci-Fi-mäßig zu dicht am Firefly-Cast. Also es wird nicht Battlestar Galactica sein. Ah ja. Ich kann aber theoretisch, ich könnte jetzt völlig, redest du von der Neuauflage von Battlestar Galactica oder von der Original Battlestar Galactica Serie? Also ich habe jetzt extra den englischen Titel gesagt, weil in Deutschland ist die erste Serie als Kampfstern Galactica bekannt. Also ich rede von der Neuauflage. Dann jetzt kommt was ganz Kryptisches und dann können Leute nächtelang wahrscheinlich jetzt nicht schlafen. Ich übertreibe natürlich schamlos, aber der neue Podcast aus dem Hause Arne Ruddert hat einen direkten Bezug zu Kampfstern Galactica, aber keinen, den ihr raten könntet. Aber mehr sage ich einen jetzt. Einen direkten Bezug, also zur alten Serie. Ja. Mhm. Aber das ist so ähnlich kryptisch wie Rakuchu. Also das macht euch nicht zu viele Gedanken darüber. Ja, das wird schwierig. Aber es freut mich, wenn dir der Podcast gefallen hat, weil das ist, also dann bist du genau die Zielgruppe. Das ist eigentlich ein Podcast gewesen für Leute, die 13 Episoden der Serie ungefähr 8 bis 12 Mal gesehen haben. Und wir haben da einfach unfassbar abgenerdet und natürlich sind die Interpretationen mitunter sehr, sehr launig an der einen oder anderen Stelle gewesen. Das war uns aber auch bewusst. Also das, aber wir haben halt gedacht, das hört eh keine Sau. Insofern können wir da auch interpretieren, was wir wollen.
Zumindest einen habe ich jetzt kennengelernt. Das freut mich dann sehr, wenn es. Ist es vermessen zu fragen, wie oft so eine Folge gehört worden ist? Also in der Statistik, wie oft so eine Folge heruntergeladen wurde? Da das ja Arnes Projekt ist und Arne auf den Zahlen sitzt, ich kann mal gucken, ob ich da dran komme. Wir haben in Slack, aber ich würde sagen, niedriger vierstelliger Bereich. Würde ich jetzt mal behaupten. So, so schlecht nun auch nicht. Zwischen ein und ich bin aber jetzt 3000. Nicht der erste Hörer, den du kennenlernst für diesen Podcast. Das Nein. Also wir haben dann ja irgendwann gesagt, als nach der 8-Stunden-Folge sollte man ein Codewort twittern. Wenn man sich also diese 8 Stunden hat durchgehört, damit wir halt wissen, du hast dir das jetzt angehört. Und das sollte man auch nur machen, wenn man es sich komplett angehört hat. Und das haben dann durchaus einige Leute gemacht. Das war sehr, sehr lustig. Und vor allen Dingen ist auch der zeitliche Verzug einfach spannend, weil bis heute Menschen mitunter mal dieses Codewort dann twittern. Das ist dann sehr, sehr lustig. Ich finde die Zahlen jetzt nicht, aber ich würde sagen, irgendwie so zwischen 1000 und 3000 Hörern, so irgendwie, glaube ich, ist die Größenordnung, wenn es denn so ist. Klingt doch gut. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Das macht einfach Spaß. Also das ist wie so ein Urlaubspodcast oder so, weil das ist einfach, da kann man einfach sich total abnerden. Das sind gute Leute. Der Schlingel ist halt aber auch ein klasse Typ. Und Arne sowieso ist irgendwie. Ich glaube, die Leute sind halt auch ganz witzig, die da zusammenkommen. Okay. Ich glaube. Damit haben wir ja ungefähr deine Podcast-Projekte eingesammelt oder haben wir irgendwas übersehen und vergessen? Es gab noch eine Sache, die ruht auch, das ist das Huxilla-Porträt, das ehemalige Skriptoskop, 20 Folgen, wo ich wissenschaftlich kritische Geister vorstelle, unter anderem Folge 20, die letzte, die erschienen ist, war mit Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt. Ach, verflixt, ich habe hier zwei Listen, in der zweiten steht das Huxilla-Porträt auch drin, ja. Ja, mit Methodisch Inkorrekt verbindet euch ja eine besondere Freundschaft, habe ich so den Eindruck. Also es gibt eine wunderbare Silvesterausgabe, ein Crossover und ich weiß nicht, ob es gestattet ist, aber ihr habt ein schönes Intro gemacht und wenn du es erlaubst, würde ich es hier gerne zum Besten geben. Im Rahmen der freien Zitierung, wir hatten das ja gerade beim Firefly Cast selbstverständlich gern. Ja? Okay, ja, dann hören wir da jetzt einfach mal rein. Moment. Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde. Ihr seid hergerufen worden, weil ihr fantastische Podcasts produziert. Die Podcast-Welt steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Jeder Podcast ist diesem Schicksal ausgeliefert. Auf Gedeih und Verderb. Hole das Mikrofon heraus, Reinhard. Dann ist es also wahr. Der Radiofluch. Das Mikrofon der Macht, das Verhängnis der Menschen. In einem Traum sah ich den östlichen Himmel sich verfinstern. Doch dann stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme rief: Das Ende steht bevor. Der Radiofluch ist gefunden. Der Radiofluch. Nikolas! Ajnas Durbatuluk. Ajnas Gimpatul. Ajnas Thrakatuluk. Akpursumiji Grimpatul. Niemals zuvor hat jemand gewagt, Wörter in jener Sprache in einem Podcast auszusprechen. Dennoch bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Hoaxmaster. Denn die schwarze Sprache des Radios wird vielleicht bald in allen Winkeln der Podcasts vernommen werden. Das Mikrofon ist durch und durch böse. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher des Rundfunks. Warum sollten wir es nicht einsetzen? Du kannst es nicht einsetzen. Niemand kann das. Denn das eine Mikrofon gehorcht nur den Öffentlich-Rechtlichen allein. Sie sind es, die es beherrschen. Ein Hoaxmaster versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Hoaxmaster. Das ist Alexander, Produzent des skeptischen Podcasts. Du bist ihm zu Treue verpflichtet. Der Hoaxmaster hat recht. Wir dürfen ihn nicht einsetzen. Es gibt nur einen einzigen Weg.
Das Mikrofon muss vernichtet werden. Worauf warten wir dann noch? Das Mikrofon kann nicht zerstört werden, Reinhard, Sohn des methodisch inkorrekten Podcasts. Jedenfalls von keiner Kraft, die wir hier besitzen. In den Feuern der GEZ-finanzierten Produktionen erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief in die Sendeanstalten hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Wir müssen das gemeinsam tun. Man kann nicht einfach in ein Radiostudio spazieren. Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals. Und der große Rundfunkrat ist stets wachsam. Nichts weiter als karges Ödland. Übersät mit Morningshows, Top-Ten-Hits und Werbung. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn. Habt ihr nicht gehört, was der Hoaxmaster gesagt hat? Das Mikrofon muss vernichtet werden. Und ihr haltet euch wohl für denjenigen, der das tun soll? Und wenn es uns misslingt, was dann? Was geschieht, wenn das Radio sich zurücknimmt, was ihm gehört? Eher will ich sterben, als dass ich das Mikrofon in den Händen eines skeptischen Podcasts sehe. Gebt einem wissenschaftlichen Podcast das Mikrofon. Das Mikrofon ist zu gefährlich. Niemand traut einem skeptischen Podcast. Begreift ihr denn nicht? Walter. Während wir uns streiten, nimmt die Macht des Rundfunks weiter zu. Keiner wird ihr entrinnen. Wir werden alle vernichtet. Eure Server werden niedergebrannt. Wir machen ein Crossover. Eure Podcasts werden sterben. Methodisch inkorrekt hat schon immer gezeigt, dass es stark ist. Wir machen ein Crossover. If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of a slave on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Hoaxilla, mag ich schon fast gar nicht zu sagen, sondern einer der beiden jungen Männer, die hier mit am Tisch sitzen, hat einen sehr schönen Titel für den Datentransfer ins Leben gerufen, nämlich Methzilla. Oh. Das fand ich eigentlich ganz schön. Nämlich, wir sitzen hier. Das Schlimme ist, wir sind Meth. Das ist wirklich tragisch. Ja, da gehen wir mal raus. Also ist klar, wer da Meth gewesen ist. Wo kommt das her? Wer hat sich das ausgedacht? Keinerlei Credit dafür. Das kommt alles von Nicolas Wörl, der unfassbar genial ist und der hat diesen Text abgeliefert. Und ich bin da, als ich das erstmal gelesen habe, bin ich da vom Stuhl gefallen und hab mich weggeschmissen, weil das einfach so gut war, was er da geschrieben hat. Also Kudos ausschließlich an Nicolas, der sich die Arbeit gemacht hat. Ganz großartig. Das ist aber doch auch eine Kritik an das öffentlich-rechtliche Radio, oder höre ich da zu viel hinein? Der Text ist sicherlich eine Kritik ans öffentlich-rechtliche Radio, die ich... so hart selber nicht formulieren würde, wie es Nicolas gemacht hat. So. Weil ich glaube, wenn wir Podcasting neben Radio stellen, einfach um zwei völlig unterschiedliche mediale Formate geht, die wo das eine eigentlich nicht das andere kritisieren kann. So. Friedliche Koexistenz, würdest du anstreben? Ich glaube tatsächlich, dass die Schnittmengen da eher sehr, sehr gering sind. Das ist so meine Wahrnehmung und die irgendwann fiel heute Abend schon mal das Wort berühmt und auch die Einleitung von oder Einführung von Ulrike, wo es dann darum geht, dass Ulrike so ein wenig den Realitätsabgleich mal wieder bringt. Worum geht es eigentlich in dieser Podcast-Szene? Meine Lebensrealität ist im Kern die, dass die Menschen, wenn sie vielleicht das Wort Podcast noch kennen, aber im Kern überhaupt keine Ahnung davon haben und keine Idee davon haben, was ich so in meiner Freizeit treibe, weil das einfach nach wie vor nichts ist, was real groß in der Gesellschaft stattfindet. Und das, deswegen sage ich das mal so berühmt im Podcasting oder zu den großen Podcastern zu gehören, ist halt sein wie reich bei Monopoly sein.
das, der reiche Monopoly-Spieler, den habe ich mir hier gerade notiert, vorhin, weil es schon witzig ist. Man hat viel Geld, aber erstens kann es schnell weg sein und zweitens ist es ja außerhalb dieses Spiels auch nichts wert. Das ist so und deswegen ist das immer, also meine Wahrnehmung ist jetzt nicht die, dass ich zu den großen, einflussreichen Podcastern in Deutschland gehöre, gar nicht, sondern ich mache seit so vielen Jahren einfach mein Ding so und alles, was so passiert ist, vielleicht ist das heute auch ein bisschen durchgekommen, so mit der Geschichte, wie das mit Eduard gekommen ist und warum ich den Papst gehört. Das ist jetzt nicht geplant, das ist nicht ein Masterplan, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt mache ich dieses Holoxilla-Ding und dann mache ich das und dann werde ich irgendwann berühmt und dann komme ich ins Fernsehen und dann komme ich ins Radio und dann komme ich in die Zeitung und dann kann ich Bücher schreiben, sondern alles, was so um dieses Projekt Holoxilla herum passiert ist, ist dann in der Regel immer so passiert. Und alles das, was vielleicht ganz eindrucksvoll wirkt, ist dann aber auch immer Arbeit. Das wird ja gerne nicht gesehen. Also so ein Fernsehbeitrag, der muss dann halt auch gedreht werden. Das Fernsehen ist jetzt nicht so, dass die sagen, wann haben sie denn mal Zeit? Also sie sind berufstätig, dann ist ihnen Samstag wahrscheinlich recht oder so. Dann kommen wir mal Samstag, weil wir lassen sie auch mal ausschlafen. Sondern sowas passiert dann in der Regel immer holter die Polter. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir ganz wenig bei so Community-Events oder so auch sind, weil ich meine, Alexa ist ja selbstständig, die ist ein bisschen freier, aber ich habe halt 30 Tage Urlaub im Jahr und wenn ich muss halt auch gucken, natürlich macht man solche Dinge, weil ich das auch wichtig finde, in den, wie ich sie mal nenne, liebevoll alten Medien vertreten zu sein, weil ich unser Thema wichtig finde, aber das frisst halt unfassbar viel Zeit und die gibt mir keiner, also das ist ja kein Arbeitgeber, der sagt, ach prima, da kommt, wer will mit euch einen Fernsehbeitrag drehen? Nee, mach mal ruhig frei auf Firmenkosten, sondern das ist natürlich dann auch mal ein Tag Urlaub, den man nehmen muss. Und das läppert sich dann relativ schnell, dass dann die Tage halt alle weg sind. Das ist so. Und so ein Jahresurlaub will man dann doch vielleicht auch mal machen, um sich zu erholen. Das sollte nicht zu kurz kommen, auf jeden Fall. Am Ende verschleißt du das zu früh und das wäre ja auch schade eigentlich. Danke, ja. Ich versuche das nicht zu tun. Insofern, wir haben viel Radio gemacht in den letzten Jahren auch oder durften viel Radio machen, sind da auch häufiger mal eingeladen worden. Das ist halt eine komplett andere Arbeit und ich habe eher so auch die Wahrnehmung gehabt, dass natürlich viele Radioschaffende und Redakteure ein Stück weit auch begeistert davon waren, wie frei Podcaster sein können und mit wie wenig Zwängen wir zu kämpfen haben. Was ich ein wenig mit Sorge betrachte über die letzten Monate, vielleicht auch Jahre, ist so diese Entwicklung von so, ich weiß nicht, sind das Ausschreibungen, Gewinnspiele nach dem Motto, ihr seid Podcaster, produziert auch mal was fürs Radio. Das sieht oberflächlich ganz toll aus und das sieht so aus, als ob die Medien so voneinander lernen wollen oder so, aber ich betrachte das ein Stück weit mit einer gewissen Sorge, weil ich glaube einfach mal, dass der Podcaster, der da dann natürlich auch angespornt durch die Möglichkeit, sehr, sehr guten Content generiert, A, nicht adäquat dafür bezahlt wird, für das, was er da tut, weil er natürlich den Radiostandard dann auch erreichen muss und das ist extrem viel Arbeit und B, umgedreht natürlich die ganzen Redakteure, sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen, die ich so kennengelernt habe, das sind alles Freie, die alle auf Honorarbasis arbeiten und ich hoffe nicht, dass irgendwann die Radiosender auf die Idee kommen, wir können irgendwann auf die Freien verzichten, weil wir haben jetzt eine Riege von Podcastern, die technologisch gut aufgestellt sind, die können gute Qualität produzieren. Und die machen das jetzt auch noch für ein Apfel und ein Ei, also so eine Art Lohndumping im Medienbereich. Das sehe ich mit ein bisschen Sorge und hoffe, dass das nicht eine Richtung ist, in die der ein oder andere Geschäftsmann oder Kaufmann von Radiosendern vor Augen hat. Weil das finde ich sehr, sehr bedauerlich, sowohl für die Podcaster, die sich dann vielleicht ausbeuten lassen ein Stück weit und umgedreht, für diejenigen, die da in den Redaktionen als freie Redakteure arbeiten, die dann plötzlich vor die Tatsache gestellt werden, wenn du das für den Preis nicht machen willst, wir haben ja ein Heer von Leuten, die das auch machen können, die machen es billiger. Das finde ich tatsächlich problematisch und ich hoffe nicht, dass wir da hinkommen und dass wir da dann in so eine gemachte Konkurrenz zum Radio treten, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge und das finde ich auch gut so, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind.
gutes Statement. Das ist echt ein gutes Statement. Das stimmt. Also das ist ein Gedanke, den sollte man immer wieder im Hinterkopf haben, dass man sich da nicht gegenseitig auch was kaputt macht. Eigentlich sollte es ja zur gegenseitigen Befruchtung und Entfaltung und Entwicklung im positiven Sinne dienen und nicht dieses marktwirtschaftliche Ausspielen gegeneinander. Aber das kann die Gefahr, die hast du ziemlich treffend beschrieben, finde ich, ja. Und das ist so, wir haben manchmal so den Eindruck, dass das dann in den, ich kriege das ja mit, wenn diese Wellen dann durch die Community laufen, so, ah, hier Wettbewerb und bewerbt euch da, macht da mit und das ist eine Riesenchance. Das stimmt alles. Aber ich sehe halt auch das Risiko dabei, dass dann jemand total brennt und unfassbar gute Qualität abliefert. Und ich glaube, dass ein Großteil der Podcast-Szene heute auch den Ansporn hat, das tun zu können. Also das sehe ich da schon, dass da viele Leute sind, die da sehr, sehr gut sind, sehr, sehr kreativ sind. Und das fände ich halt schade, weil da bin ich vielleicht auch zu liberal eingestellt. Also wer gute Arbeit abliefert, soll auch bitte adäquat bezahlt werden. Und es ist tatsächlich so, dass wir waren jetzt bei NDR Zapp, wir waren bei RTL Nord und bei verschiedenen anderen kleinen Geschichten dabei. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender insbesondere oder auch RTL, da kriegst du kein Geld oder kein Honorar für so eine Sache. So, also noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung, sondern die Aussage ist immer, wir machen ja Werbung für sie und ihr Produkt. Das ist jetzt auch nicht so, als ob man da großartig Geld mit verdienen würde. So, das muss man sich dann halt auch überlegen, ob man denn so scharf dahinterher ist, in den Medien zu sein, dass man das dann immer alles macht. Und tatsächlich gab es jetzt auch in der Vergangenheit so ein paar Anfragen, gerade hier auch vom NDR in Hamburg, das liegt natürlich nahe, wo wir dann auch quasi im ersten Telefonat gesagt haben, sie wissen aber schon, dass das, was sie jetzt gerade machen wollen, von Zapp schon gemacht worden ist. Ich weiß nicht, ob sie den gleichen Beitrag mit Variationen, dann sind die mal ganz überrascht, weil natürlich das alles freie Redakteure sind, die alle auf der Suche sind und da musst du halt dann irgendwann auch aufpassen, dass du da auch vernünftig kommunizierst, weil sonst ist irgendwann klar, es ist hier das Pärchen, das vor jede Kamera springt, die nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann bist du halt auch nicht gefragt. Also das ist dann alles nicht mehr so einfach und wir sind inzwischen sehr, sehr froh, dass wir da jemanden haben, der aus der Medienbranche stammt, der uns da ein bisschen berät. Das nennt man dann hochgestochen wohl Management, aber der ist tatsächlich dafür da, uns ein Stück weit zu beraten, was man auch mal kostenfrei macht oder der weiß dann auch, wen man mal nach Geld fragt, wenn man Dinge tut. Und das entlastet ungemein, weil Alex und ich nicht mehr über Geld reden müssen in solchen Angelegenheiten. Das kostet dann auch wieder Geld, weil so jemand macht das natürlich nicht umsonst. Aber es entlastet dich ungemein und du kannst dich dann auf die Aussage verlassen. Das ist immer so die Schattenseite, die man dann nicht sieht, wo man sagt, ach ja, guck mal hier, jetzt springen sie da von der Kamera rum mit ihrer Sonnenbrille und jetzt schnöselig und so, bla bla bla. Podcaster, bleib bei deinen Leisten. Aber es ist natürlich auch spannend und wir machen das natürlich auch, weil wir auch andere Medien kennenlernen wollen und andere Medienschaffende kennenlernen wollen. Das ist natürlich auch spannend. Und es schmeichelt natürlich auch, wenn es dann mal so einen kleinen Bericht über dich gibt, aber man muss auch nicht alles machen und man sollte schon gar nicht irgendwas machen in der Hoffnung, dass man da mal landet, weil das dauert sowieso ewig und drei Tage, bis du da mal irgendwo landen darfst. Ja, also wenn ich mir so meine oder unsere Bubble so vorstelle, die Frage nach einem Manager für Öffentlichkeitsarbeit, ich glaube, die stellt sich den allerwenigsten. Es ist interessant, dass du das jetzt auch noch thematisierst, aber die meisten, glaube ich, machen das ja hier schon eher so auf so einem Niveau, wo, naja, die Wahrnehmung in einem anderen Podcast schon sozusagen das Höchste der Auszeichnungen ist. Ich würde gerne mal die Ulrike wieder ein bisschen ins Spiel holen. Die hat sich die ganze Zeit so still zurückgehalten. Du hast mit solchen Fragen wahrscheinlich bisher auch kein Problem. Also wie kann man den exponiert Podcast in den Medien darstellen oder so? Die Frage stellt sich nicht dir, oder? Jedenfalls, na, ist jetzt schon wieder alles ein paar Monate her, aber ich musste mir auch schon mal überlegen, wie ich was mache. Zum Beispiel jetzt beim Jüdischen Museum, da kam dann mal aktiv das Museum und hat gefragt, ob ich da hingehe. Würde jetzt aber, also die meinten so für die Sonderausstellung. Da habe ich mir dann aber auch überlegt, so auf Einladung mache ich das, ich will mir die Ausstellung selber aussuchen und habe dann auch für mich gesagt, so gut, aber dann unter meinen Bedingungen, habe gesagt, dann aber das ganze Museum und halt nicht nur die Sonderausstellung, weil ist ja auch so und so.
Und dann gab es dann auch mal so eine Anfrage von so einem Radiosender, das hatte ich auch damals irgendwie im Sendegate mal gepostet, wo es dann, da war ich dann aber auch richtig stinkig, weil das war so eine komplette Massenmail mit, wir wollen Podcaster eine Plattform bieten und das ausstrahlen und da würden sie doch voll gut passen, hätten so einmal die Woche eine Stunde Sendezeit, wo du so denkst, so keine meiner Folgen ist nur eine Stunde lang. Da habe ich mich dann so geärgert. Also ich glaube, an manchen Stellen muss man echt schon aufpassen, dass da, wo man seinen Inhalt vielleicht wirklich gut platziert oder dass man den dann nicht verschwendet. Mein Traum wäre ja irgendwann auch mal nochmal als Auftragsproduktion zu machen und jetzt über Werbung oder so, das steht für mich gar nicht zur Diskussion. Das würde ich zum Beispiel, für mich habe ich das ausgeschlossen. Was ich von Alexander nochmal wissen wollte, ist, du hast gesagt, du siehst manchmal, wie so Wellen durch die Podcast-Landschaft gehen. Auf was sind denn deine Medien, mit denen du die Podcast-Landschaft beobachtest? So im Sendegate habe ich noch nicht so viel von dir gesehen. Hörst du das über andere Podcasts oder liest du einfach schweigend mit? Ich lese viel schweigend mit. Ich kriege es natürlich dann über die sozialen Netzwerke mit. Ich bin, glaube ich, in fast allen sozialen Netzwerken dabei. Und mir fehlt dann auch oft die Zeit, mich aktiv einzubringen, aber ich lese das schon auch alles mit und gucke. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich immer mal wieder auch eine Mail kriege von Leuten, die sagen, ich würde gerne anfangen zu podcasten, und die kennen dann von mir aus Hoaxilla und fragen dann, was muss ich denn tun? Und das ist zum Beispiel so, dass ich immer konsequent auf Sendegate verweise und sage, da ist eine Community von Leuten, da kannst du dich mit ganz vielen Leuten austauschen und die helfen dir auch und die Podcast-Paten gibt's und so. Das ist dann so das, was ich schon auch mache. Das kriegt natürlich kein Mensch mit, aber das mache ich dann schon. Bei mir fehlt dann auch die Zeit, mit jemandem lange zu beraten, was er für ein Setup braucht und wie er produzieren soll. Und ich mache sowieso ein völlig schräges Setup, also ich kann kein Maßstab sein. Dann verweise ich schon auf Sendegate und sage, log dich da mal ein, da ist eine Community, mit der du reden kannst. Und also ich Podcast hören habe ich tatsächlich auch ein zeitliches Problem mit. Ich höre immer ganz viel sporadisch in Sachen rein. Ja, relativ viel, damit ich so weiß, wie sind die so, die Sendungen, und mache so eine Stichprobe, ob die dann wissenschaftlich gut ist, weiß ich nicht, aber ich habe dann für mich zumindest ein Bild und einen Ton und irgendwie so ein Audioeindruck vor Ohren und versuche schon auch mitzukriegen, was so geht, wenn das die Frage beantwortet, vernünftig. Für mich auf jeden Fall, ja, danke. Hast du, Ulrike, den Alexander Waschkau heute von ihm ein paar Perspektiven kennengelernt, die du vorher noch nicht so gehabt hast, oder hast du alles schon gekannt von ihm? Also in viele der Podcasts habe ich auf jeden Fall immer reingehört. Den einzigen, den ich jetzt noch gar nicht kannte, war der Firefly Cast, weil mir diese Sendung auch einfach überhaupt nichts sagt oder ich die noch nie gesehen habe. Sonst kann ich dir gar nicht so trennscharf gerade sagen, welchen Aspekt ich jetzt noch nicht gehört hatte oder so. Ja, ist okay. War ja nur eine informatorische Frage, also eine aus Neugier gestellte Frage. So, weil ich denke, wir können so ganz langsam unsere Gartenbankgespräch zu Ende führen, aber ich möchte erst nochmal die Runde fragen. Vielleicht hat der eine oder die andere noch eine ergänzende Frage. Lars, hast du vielleicht noch etwas? Nee, es haben sich so, ich hatte mir so ein paar Fragen ausgedacht, aber die sind alle so im Laufe des Gesprächs auf den Tisch gekommen und alle beantwortet. Und ich freue mich auch, von einigen Sachen zu hören, dass da weitergeht, zum Beispiel bei der Glaubenssache, die ich auch, obwohl ich mich auch als völlig ungläubig ansehe, mit großem Interesse höre. Und da freue ich mich, dass da nochmal was kommen soll. Mhm. Ich mich auch. ich habe da auch Lust drauf, dass das weitergeht. Vielleicht so eine Sache, die ich noch anmerken möchte, was ich was mich immer am allermeisten bewegt, ist, wenn ich auf Menschen treffe, die mir dann, und das ist mir in der Vergangenheit relativ häufig passiert, ohne dass ich jetzt unbedingt sagen will, wer das war und was das ist, die ich als erfolgreiche Podcaster wahrnehme. Oder zumindest, wo ich weiß, dass der Podcast existiert,
die mir dann relativ klar auf den Kopf zu sagen, Huxilla oder eure Aktivitäten sind der Grund, warum ich jetzt einen Podcast mache. Das habe ich in der Vergangenheit ein paar Mal erlebt. Und das ist so ein für mich so ein Gänsehautmoment, weil das eigentlich eine Aussage ist, die ich Tim Pritlove und Holger Klein auch schon mal ähnlich gesagt habe. Und mal abgesehen von dem vielleicht inhaltlichen Ding, also dieses wissenschaftlich-kritische Denken in die Welt tragen, auch wenn ich den Herrn Rützel damit verärgere an der einen oder anderen Stelle, ist das ganz liebevoll. Ist das, glaube ich, das, was mich am nachhaltigsten bewegt, wenn ich das höre, wenn Menschen sagen, du bist der Grund oder ihr seid der Grund, dass ich das jetzt auch mache und mein Leben ist ein Stück weit besser geworden, seit ich dieses Hobby habe und das machen kann. Das habe ich, glaube ich, mehr als eine Hand oder Finger an einer Hand von Leuten gehört. Und das ist eine Sache, die sich unglaublich gut anfühlt. So, ich kann das gar nicht anders. Aber das, also da bin ich dann immer sehr baff und das freut mich sehr, 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 wenn ich da Menschen zu irgendwas inspiriert habe. Ja, dazu kann ich nur empfehlen, diese Messzilla-Silvester-Gala zu hören. Da sagen die sogar die beiden von Methodisch Inkorrekt, dass euer Podcast das Vorbild gewesen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, sagst du dann auch das Vorbild. Also ihr gebt euch sozusagen gegenseitig als Vorbild an. Aber ich fand das schon sehr schön. Und das ist sicherlich, ich meine, Methodisch Inkorrekt nicht zu haben, wäre natürlich ein Verlust in der Welt, ganz klar. Das ist, ja, also es gibt halt noch ein paar Podcasts mehr, aber das ist auch so eine Sache, wo ich sage, und da, ich habe auch häufiger mich ja schon mal gefragt, ist das jetzt nicht kacke, jetzt sind da zwei Wissenschaftler und die machen jetzt eigentlich genau in dem Feld von Huxilla und die sind noch viel erfolgreicher als ihr und so, und das ist Quatsch, weil das ist genau das, was ich ja glaube, was wir brauchen, mehr Wissenschaftskommunikation und die beiden machen das so unfassbar gut und die sind beide auch so unfassbar tolle Menschen, dass ich das denen gönne und ich hoffe, dass das Buch von Reinhard sich noch 50 Millionen Mal mehr verkauft und dass der nicht mehr arbeiten muss, sondern nur von seinen Büchern leben kann, weil ich genau weiß, wie schwierig das ist, mit Büchern und auch nur ein paar Euro zu verdienen und das ist, da freue ich mich total und ich kenne da keinen Neid und kein komm mir nicht mit deinen Samen in meinen Vorgarten, um mal hier im Bild der Sendung zu bleiben, sondern das finde ich einfach total gut. Und finde, das belebt das einfach total. Und das hat mich sehr geflasht, weil ich habe Methodisch Inkorrekt auch gerne gehört. Und dann habe dann irgendwann Nikolas getroffen. Nikolas sagt, weißt du eigentlich, dass ich mit Reinhard zu Reinhard gegangen bin, gesagt, beim Podcast, hör dir das mal an. Und ich will jetzt auch so eine Sendung machen. Das hat mich ziemlich von den Füßen geholt. Ja. Aber es gibt noch ein paar mehr. Du hast jetzt gerade natürlich voll Wasser auf Nikolas Mühlen gegeben, wo du sagtest, dass der Reinhard nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch Bücher schreiben. Ja, auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Ja. Ich mal seinen Doktor fertig machen. Genau. Ja. Aber mir kommt gerade noch ein Aspekt in den Sinn, weil du gerade von Wissenschaftskommunikation gesprochen hast. Es gibt diesen Verein Wissensdurst e.V. Hast du da in der Nähe mit zu tun oder hast du nur an der Entwicklung so ein bisschen in der Peripherie mitgewirkt? Den Verein gibt es nicht mehr. Ach so. Tatsächlich, der hat sich dann leider aufgelöst. Alexa war im Vorstand, musste dann zurücktreten aus Zeitgründen und es war eine Initiative, die wir gerne hätten durchziehen wollen. Wissensdurst waren, da war Sebastian Bartuschek involviert, Sven Rudloff, einige andere Leute, auch aus der Podcast-Szene und die Idee war tatsächlich nochmal Wissenschaftskommunikation nach vorne zu bringen. Und wir haben dann aber nach anderthalb, zwei Jahren feststellen müssen, dass uns allen die Zeit für Vereinsarbeit fehlt und wir einfach auch nicht es gebacken bekommen haben, sagen wir mal, so viele neue Mitglieder für den Verein gewinnen zu können, um sozusagen Leute zu haben, die sich da einbringen können. Und insofern ist Wissensdurst, glaube ich, in diesem Jahr dann offiziell aufgelöst worden, was sehr, sehr schade ist, weil die Idee fanden wir sehr, sehr charmant. Aber es ist es war ein Projekt zu viel, das wir alle nicht stemmen konnten. Leider. Okay, dann haben wir an der Stelle auch ein bisschen für Klarheit gesorgt. Gut. Ja, das war natürlich ein interessanter Gedanke, dass man einen Rahmen schafft,
Weil wenn man zum Beispiel Leute einlädt zu einem Vortrag, dann hat man ja auch versicherungstechnische Fragen zu klären oder einfach nur Raumausstattung und sowas. Und da sollte dieser Verein dann unter anderem ganz praktisch, technisch eine Hilfestellung geben. So das war die Idee, das war die Idee, aber wir haben es einfach nicht auf die Beine gekriegt, muss man ganz klar sagen. Naja, wir haben ja uns alle übernommen. Ja, das ist ja auch das Problem. Ideen hat man ja immer tausende, aber ja, man hat eben nur eine Kraft. Wie gesagt, meine Mutter sagte immer, ein Mann geht nur einen Weg. Das ist ein bisschen einfach, aber ich habe es verstanden. Ja, gut, das gilt jetzt bei mir nicht, war aber gut. Nee, also du hast sowieso schon auf mehreren Wegen gleichzeitig, genau. Okay, Sebastian, hast du noch eine Anmerkung? Nee, spontan jetzt gerade gar nicht mehr. Das war wieder sehr ausführlich und du bereitest das ja auch immer so gut vor, dass man da echt Schwierigkeiten hat, noch spontan irgendwas, dass einem da noch was einfällt, ja. Ja, ich werde es nie lernen, es einfach anders zu machen. Naja, gut, okay. Aber es gibt noch eine... es gibt noch eine kleine Anmerkung von Lars. Ja, also kleine Anmerkung. Also ich hatte es ja letztes Jahr beim Podcamp, haben wir uns ja kurz gesprochen, Alexander, und ich habe das schon auf dem Schirm. Also ich wollte das jetzt bewusst nicht erwähnen, weil ich gedacht habe, das klingt dann irgendwann ein bisschen zu, aber mach mal ruhig weiter. Ach so, es ist tatsächlich, es ist zwar nicht so, dass ich jetzt sagen kann, mein Podcast gäbe es nicht ohne Hoaxilla, aber Hoaxilla war auf jeden Fall irgendwie ein Podcast auf dem Weg dahin, dass ich auch Podcaster geworden bin unterwegs. Also ich kann jetzt nicht sagen, Hoaxilla war irgendwie die Initialzündung, aber es war nach den ganzen Geocaching-Podcasts, die ich gehört habe, das waren so eine Zeit lang die einzigen Podcasts, die ich gehört habe, hauptsächlich des Geocachens wegen und nicht, weil Podcasting so toll war. Ich war ja so ein bisschen Spätzünder, was das angeht. Mhm. Aber Hoaxilla war dann, glaube ich, der erste oder zweite Nicht-Geocaching-Podcast, den ich absolut regelmäßig verschlungen habe. Und das war dann tatsächlich ein Sprungbrett in die große Podcast-Masse, die also jetzt so groß ist, dass ich mit dem Hören nicht mehr nachkomme. Ja. Und von daher gab es da sicherlich auch einen Einfluss. Und was immer noch sehr fein ist. Ja, da höre ich auch immer noch gelegentlich sehr gerne rein bei dir, weil ich glaube, dass ich Raumfahrt und Astronomie mag, habe ich erkenntlich gemacht. Und, ich bin ja auch immer ein bisschen neidisch, wo du dich dann immer überall rumtreiben darfst und was du dir da alles vor Ort angucken kannst. Das ist immer... Da habe ich dann immer eine Träne im Knopfloch und das ist dann wieder genau, um Martins Mutter zu zitieren, ein Mann kann immer nur einen Weg. Ja, das ist wohl so. Ja. Aber es wäre schön, wenn jemand anders dann da ist und das dann dokumentiert. Prima. Jo. Super. Vielleicht sollten wir für alle Hörerinnen sagen, eine Frau geht natürlich auch immer nur einen Weg. Also, oh ja, ganz nicht, dass du jetzt so, und jetzt musst du natürlich auch noch bei der ganzen Transgender-Geschichte aufpassen, weil Mann und Frau, ein Mensch. Genau, und alles dazwischen. Alles dazwischen geht auch nur einen Weg, genau. So. Ein Mensch. Das und Mensch Außerirdische unter Umständen auch. Ja, wahrscheinlich. All creatures are welcome. So. Okay. Genau. Bringen wir das zu Ende. Hier das auf der Gartenbank, das Gespräch mit unserem Gast Alexander Waschkau, den wir viele unter Alex Hoaxmaster kennen, der aber vielleicht gar nicht mehr so ganz gerne der Hoaxmaster als Hoaxmaster angesehen werden möchte, sondern viel lieber als Alexander. Was ich auch verstehen kann. Also es ist ja ein Mensch und keine, wie nennt man das, Kunstfigur. Der Hoaxmaster ist so ein bisschen die Kunstfigur, die er aufgebaut hat über die Jahre zusammen mit seiner, wie sagst du immer, mit deiner großartigen Frau Alexa, glaube ich, ne? Ja, meine wunderbare oder großartige. Ach, wunderbare Frau. Kann man sich aussuchen, ja. Ist sie. Doch, es gibt Variationen. Sehr schön. Okay, ja, also die war ja heute nicht am Telefon, am Mikrofon, aber wir haben natürlich ganz oft und viel von ihr gesprochen und sie hat mit Sicherheit ganz, ganz großen Anteil an dem, was du an Medienwirksamkeit heute hier auch beschrieben hast. Bleib bei uns. Umgedreht vielleicht auch nochmal ganz kurz, ist natürlich die Selbstständigkeit von Alexa wäre ohne das Hoaxilla-Projekt nicht denkbar gewesen. Also auch das muss man mal ganz klar so sagen.
Ja, das bedingt sich dann gegenseitig. Es befruchtet sich sozusagen gegenseitig, um wieder im Gartenbild zu bleiben. Ja. Ja. Okay. Okay, wir gehen dann von der Gartenbank runter und kommen ins Querbeet. Alexander, du bleibst aber bitte bei uns und wenn dir noch irgendwas einfällt zu irgendeinem der Themen oder so, dann red einfach mit. Also das heißt jetzt nicht, dass du hier schweigen musst und schweigend dabei sitzen musst, sondern wir nehmen nur so ein bisschen andere Themen in den Fokus und kommen damit ins Querbeet. Kein Problem. Eingangs erwähnt hatten wir den Day of the Podcast, der uns die Ulrike eingebracht hat. Sehr schön. Es hat aber auch noch ein anderes Ereignis gegeben, das wurde auch kurz eingangs schon erwähnt, da ja der Klaus Backhaus die Grüße geschickt hat, nämlich die Night of the Pots. Die hatte stattgefunden am 22.07. und hat tatsächlich 18 Episoden hervorgebracht, also 18 Podcasts und Podcast-Angebote, die sich vorgestellt haben, wo man einfach mal reinhören konnte. Das ist so ein bisschen die Ecke der, also fast ausschließlich die Ecke der Personal-Podcasts, wenn man diese Klassifizierung will. Das ist ja nicht immer so ganz einfach, da die Klassifizierung zu machen. Ich kann mal hier ganz kurz sagen, da war der Volker der Selbstgesprächer dabei, Cash Kompott, Retro Kompott, Talk 30 to Me hat sich vorgestellt, der Graue Rat hat superschwellige Werbung gemacht, die Film- und Serienrepublik, Nerd und Krempel, der Apfelklatsch, das Radiomobil, der Bobs und Bob, Schläfst du schon Podcast war dabei, Mr. Turkleton Nerd Podcast, Monothrone, Info einholen hat sich vorgestellt, Justian, ein Lebenspodcast war dabei, der Poughkeepsie Planet und dann gab es noch die Aftershow mit dem Planet Bob Hörlabor, also ein wildes Crossover. Wer das hören möchte, der kann einfach mal auf raucherbalkon.wordpress.com gehen oder einfach mal Raucherbalkon in der Suchmaschine der Wahl eintragen und da kann man diese dann unter Episode 68 A bis R hören. Die vierte Night of the Pots, die dieses hier gewesen ist, war aber auch die letzte, denn in der Nachbesprechung wurde Folgendes gesagt. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das wahrscheinlich auf Eis legen, erst einmal die Night of the Pots Geschichte. Das hat im ersten Linie Gründe in dem Zeitaufwand, der drin steckt. Das ist zurzeit für mich zumindest nicht mehr machbar. Aber gut, man weiß nie, was noch alles passiert. So wenn alles gut geht, sind wir alle noch ein paar Jahre beieinander. Ja, richtig. Ja, Zeitaufwand ist das ganz, ganz große Thema. Also Klaus und ich, wir haben das ja in Night of the Pots mehr oder weniger alles, also gut wie alles alleine gestemmt, sei es die Sendepläne geschrieben und die ganzen Sachen im Vorfeld vorbereitet. Ja, das ist halt einfach zu viel geworden. Und ja, ich sag auch mal, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingt, das Feedback zur Night of the Pots ist also jetzt nach der vierten einfach weniger geworden. Sprich, wir hatten ja 7 oder 8 Sendeplätze frei, haben dann noch kurzfristige Absagen bekommen, so dass wir gestern auch nochmal wieder 2 Sendeplätze frei haben. Das ist unschön, aber lässt sich halt wahrscheinlich bei den einen oder anderen aus terminlichen Gründen nicht verhindern. Da können wir auch nichts für. Aber dann kommen wir natürlich wieder ins Rudern und gucken, dass wir die Sendeplätze belegt kriegen. Das haben Gott sei Dank 2 Podcaster dann für uns gemacht. Da freuen wir uns auch drauf. Ja, und deswegen haben wir einfach gesagt, ja, jetzt vielleicht nicht weg, aber einfach mal aufs Eis legen. Das ist vielleicht auch die richtige, ja, der richtige Content, was Klaus da wieder gegeben hat. Ich meine, wenn da einer jetzt sagt, und ich will euch unterstützen oder so, ja, man kann mit uns reden, oder? Ja, mit uns reden kann man auf jeden Fall. Ich sag das immer so, alles hat so seine Zeit und Night of the Pots ist mit der vierten Ausgabe schon ein Stück weit mehr, als ich erwartet habe eigentlich, wo wir das erste Mal gemacht haben. Habe ich gedacht, na, ist mal ein Spaß für eine Nacht, kann man mal machen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt schon die vierte Ausgabe und ja, schauen wir mal, was kommt. Vielleicht müssen wir auch nochmal ein bisschen überlegen, wie man es besser organisiert oder was man macht oder am Ende ist jemand anders da und sagt und hebt die Hand, ich übernehme das, ich mache das, auch gerne genommen, aber ich kann für mich sprechen und für den Hatti auch, weil wir uns unterhalten haben, wir zwei werden da ein Stück weit zurücktreten, dann machen wir den Sack auch gleich komplett zu, das Gleiche wird auch für den Raucherbalkon gelten wahrscheinlich, also da haben wir das auch beobachtet,
wie so die Sachlage ist. Ich meine, der Raucherbalkon ist ein fester Raum in der Pott-WG, den wird es immer geben. Das Blog und den Podcast lasse ich natürlich auch online und würde auch, wenn mir jemand einen Pfeil schickt und sagt, hier, das passt auf den Balkon, das veröffentlichen. Ich selber werde aber balkontechnisch, wie in vielen anderen Projekten, auch ein Stück weit leiser treten müssen. Ja, da haben gesprochen der Klaus Backhaus und Andreas Pluha, den viele einfach nur unter Hatti kennen. Das waren die beiden Köpfe im Wesentlichen hinter der Night of the Pots. Und wie man gehört hat, das Projekt wird erst einmal auf Eis gelegt. Falls sich jemand angesprochen fühlt, da vielleicht mitzumachen, ich glaube, die beiden würden sich freuen, wenn man sich bei denen dann einfach melden würde. Ein Thema, was uns schon seit mehreren Episoden begleitet, ist die Frage, wie geht es mit SoundCloud weiter? Beim letzten Mal klang es so, als wenn SoundCloud, also wenn dort die Türen zugemacht werden. Aber so schnell gibt sich eine gute Geschichte nicht geschlagen. Da gibt es neue Medienberichte und die hat der Lars gefunden. Erzähl doch mal bitte. Ja, in aller Kürze eben erwähnt, also laut Bloomberg, dieser Agentur, da gibt es möglicherweise zwei Investoren. Da gibt es auch einen T3N-Bericht, was man davon halten möchte. Aber demnach soll es eben zwei Private Equity Firmen sein, die zusammen dann eine Mehrheit an SoundCloud halten würden. Und auch bei BuzzFeed gibt es da etwas Ähnliches und also ähnliche Berichte und da ist dann von einer Finanzierung von mehr als 100 Millionen Euro die Rede. Und bevor ich jetzt aber noch mehr Zahlen rauskrame, da hat der Sebastian noch mehr in petto, das weiß ich. Ja, man kann ja mal diese 100 Millionen mal ins Verhältnis setzen. Dazu habe ich einfach mal die Verluste zusammengekramt, die bisher so bekannt sind. Also 2014 waren es 40 Millionen und 2015, der letzte Geschäftsbericht, der glaube ich bisher veröffentlicht wurde, waren es sogar schon 50 Millionen. Das heißt, das sind dann summa summarum schon mal schnell 90 Millionen. Ja, also die binnen zwei Jahren irgendwie verbraucht worden sind. Sprich, selbst wenn jetzt eine Übernahme und wir gehen jetzt mal von plus minus null aus, dann würde das also nach derzeitigem Stand vielleicht so für zwei bis drei Jahre Luft bringen und dann hätte SoundCloud auch schon wieder Probleme, sich zu finanzieren. Aber da ja auch garantiert noch Altlasten damit beglichen werden müssen und Kredite, die in der Zwischenzeit auch aufgelaufen sind, vielleicht auch noch getilgt werden, ist halt die Frage, wie viel Luft das wirklich bringt. Und solche Übernahmegerüchte gab es jetzt auch in den letzten 10 Jahren von SoundCloud auch schon ständig und bisher ist ja auch nie wirklich was daraus geworden. Aber auf der anderen Seite, ich hatte in der letzten Sendung gesagt, es kann natürlich sein, dass gerade diese Entlassungen auch daher gerührt haben, dass halt, um sich für Investoren wieder attraktiver zu machen und einen schlankeren Fußabdruck, was das finanzielle Ausgabenmodell angeht, zu haben. Und das, das passt ganz gut mit diesen Gerüchten jetzt natürlich zusammen auch, ja. Hostet einer von euch bei SoundCloud? Weil das kostet ja, glaube ich, dann irgendwann auch Geld, wenn man da seine Podcasts einstellt, oder? Jetzt geht's wieder los mit dem Preismodell, wo wir schon mal, glaube ich, ja, die haben so ein Abo-Modell, richtig, die haben auch was Freies und jetzt müssen wir nochmal wieder gucken, jetzt finde ich das wieder nicht so schnell, ne? Ist aber auch nicht jetzt so wichtig. Ja, also in irgendeiner Folge haben wir das schon mal thematisiert, genau, also 30 Tage kostenlos testen, also und mit Einschränkung und dann 9,99 Euro pro Monat. Da gab es auch so eine Vergleichsseite, das ist mal wieder super zu finden alles. Ja, sucht mal ein bisschen auf der Webseite, da findet ihr das. Alle Abos sehen. Ah, jetzt habe ich es. Genau, SoundCloud for Free. Da sind da nicht alle Funktionen drin. Zum Beispiel sind Tracks nicht in voller Länge abrufbar irgendwie. Und aber das ist jetzt für den Empfang oder ist das auch für das Hosting? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Offline-Wiedergabe, das kommt mir eher so für den Benutzer. Ich wusste gar nicht, dass die Benutzer auch Einschränkungen haben. Wieder was gelernt.
Ja, wir sind da ein bisschen weg, weil wir auf eigenen Servern hosten können. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ein bisschen mehr Datendurchsatz haben inzwischen. Das wäre, glaube ich, könnte ich mir über Soundcloud, glaube ich, nicht leisten. Was wir so an Downloads haben. Lohnt sich das für kleine oder für angehende Podcaster? Also ich habe immer den Eindruck gehabt, ich hab mich damit auch mal beschäftigt, dass es irgendwann so ein Cut-Off gibt. Also irgendwann, wenn die viele Leute hören, ist Soundcloud nicht mehr so geil. Am Anfang ist es halt ganz geil, weil du schnell was einfach verfügbar machen kannst. Und dann irgendwann kippt das, glaube ich, oder? Ja. Das war so meine Wahrnehmung. Also ich sag mal so, diese 9,99 Euro im Monat, wenn man mal schaut, so ein relativ podcast-affinen Hoster wie Podigee nimmt, da geht es irgendwie bei 2 Euro im Monat los und da hat man schon sehr viel dabei und der ist halt wirklich an die Bedürfnisse von Podcaster und Podcasterinnen ausgerichtet. Da kann Soundcloud natürlich auch gar nicht mithalten von den Features und Auswertungen und so weiter. Also von daher glaube ich, ist da der Zug, was für Podcaster angeht, eigentlich ziemlich abgefahren. Und auch und Soundcloud schafft es ja noch nicht mal im Kernbereich der Musiker und Musikerinnen irgendwas zu leisten. Ne? Das ist also zumindest kein tragfähiges Geschäftsmodell aufzusetzen. Ne? Und kann da auch irgendwie in den Verhandlungen mit den ganzen Lizenzen und so weiter. Also ja, deswegen, also ich hatte in der letzten Sendung schon so ein bisschen gesagt, also ich sehe das relativ düster, die Zukunft von Soundcloud an der Stelle. Ne? Es wird jetzt wahrscheinlich wieder nochmal ein bisschen Zeit bringen, aber ich glaube nicht, dass da gute Features sind. Ich weiß nicht. Ja. Man müsste vielleicht nochmal den Martin vom Metacast nochmal fragen, weil die hosten ja da auch. Vielleicht hat er, der ist ja doch ein bisschen Soundcloud-affiner, was die ganzen Features angeht. Ich habe mich da jetzt mit den ganzen Sachen nicht so auseinandergesetzt. Vielleicht gibt es da ja noch gute Argumente, dort zu hosten, aber so auf den ersten Blick und so, was ich bisher mitbekommen habe, eher würde ich das, also entweder hostet man halt selber mit WordPress und wenn man das nicht möchte, dann hat man mit Podigee eigentlich eine ganz gute Alternative, wo halt auch ja die Community auch unterstützt wird, ne? Also ja. Ich habe noch ein paar grobe Zahlen gerade auf der Webseite gefunden, falls das noch von Interesse ist jetzt. Die Abo-Modelle meinst du jetzt? Oder? Ja, genau. Partner Pro und Pro Unlimited. Also Partner ist kostenlos, Pro ist 6 Euro im Monat, Pro Unlimited ist 9 Euro im Monat. Mm, genau. Die Upload-Kontingente sind 3 Stunden, 6 Stunden oder bei Pro Unlimited eben unbegrenzt. Und dann gibt es darunter noch eine große Tabelle, eben welche Features man in welchem Modell eben hat. Und beim kostenlosen Modell ist also diese Tabelle fast leer. Da gibt es nur einen Haken bei grundlegenden Statistiken. Und bei dem Pro ist es schon eine ganze Menge mehr und das Unlimited natürlich überall ein Häkchen. Das soll ja auch gut aussehen. So geschenkt ist es eben nicht und man ist eben voll abhängig. Das ist wohl so. Sagen die auch irgendwo was? Ich klicke hier auch durch. Sagen die irgendwas zum Traffic, den man generieren darf? Weil das ist ja dann ab irgendeinem Datenverkehrsstatistiken, also irgendwann werden die auch sagen, du machst zu viel Traffic, könnte ich mir vorstellen, ne? Also, weil das ist ja eigentlich das, was am Ende dann Geld macht. Also wir haben halt, je nachdem wie der Monat ist, ob das ein starker Monat oder nicht ist, gehen bei uns so um die 3 Terabyte über den Server. Also das ist eigentlich das, was bei uns die Kosten verursacht am Ende. Ich denke mal, das geht da in der Mischkalkulation mit auf, aber es ist schon, Ich denke, also, dass sie das indirekt dadurch steuern, dass die eben sagen, du darfst in dem kostenlosen Modell eben nur diese 3 Stunden hochladen und dass du als ein Kostenloser, der nur 3 Stunden hochlädt im Monat, so viel Traffic erzeugst, dass es da irgendwie explodieren wird, ist wahrscheinlich für die eher unwahrscheinlich, tippe ich mal. Könnte man ja mal testen, mal da ein paar Folgen auslagern. Und dann Soundcloud komplett zum Untergang bringen oder so. Naja, da hatten wir in den letzten, das war eigentlich auch, ob das ein, könnte man eigentlich auch als Hoax vielleicht kategorisieren. Also es gab das Gerücht, dass jemand von Reddit auf Reddit gepostet hat, er hätte halt die, was waren das, 900 Terabyte
ich glaube 900 Terabyte an Daten runtergeladen hätte als Backup. Und ja, das ist von uns auch relativ unglaubwürdig, wenn man das mal so hinterfragt, warum er das überhaupt getan haben könnte und auch von den finanziellen, also wenn das nicht gerade so ein Millionär ist, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als vielleicht das Internet runterzuladen. Das kommt, und dann auszudrucken. Damit, ne? Ja. Was bei Sound ja besonders gut ist. Ja, na gut, okay. Also das, ja, ich glaube, da gibt es nettere Angebote. Tobi Bayer hat doch auch so ein Angebot, glaube ich, ne? Oder genau, es gibt noch, es gibt noch, ach, jetzt fällt mir der Name auch nicht ein. Ich suche auch gerade. Er liegt mir auf der Zunge, auch was mit, nicht Podcorn, mein Gott. Kann man ja auch nochmal nennen, weil ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht. Habe ich es nicht immer in meiner History noch irgendwie drin? Podseed. Podseed. Genau. Das ist so ein Content Delivery Network. Das heißt also, genau, da kann man dann die MP3s quasi auslagern und zum Beispiel Methodisch Inkorrekt ist dort auch gehostet. Genau. Weil die hatten ja auch das Problem mit dem WordPress-Hoster, dass der gesagt hat, das, was ihr da macht, das geht uns zu weit. Wir sperren euch mal. Mhm. Und ja, da ist der, genau. Also das große Problem tatsächlich, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist tatsächlich iTunes. Wir haben früher damit ein großes Problem gehabt, dass wir relativ regelmäßig sonntagabends eine Folge veröffentlicht haben. Und iTunes, wenn dich viele Leute bei iTunes abonniert haben und dann auch noch eingestellt haben, dass es automatisch runtergeladen werden soll, kriegst du irgendwann unfassbare Serverpeaks, weil die Leute haben ihren Rechner an, die kriegen es ja nicht mit. Und irgendwer hat da mal auf Abonnieren gedrückt und dann plötzlich hat dein Server eine derartige Volllast. Das war ein großes Problem, was wir über viele Jahre hatten, was sich inzwischen ein bisschen verzerrt hat, aber tatsächlich in dem Moment, wenn wir eine neue Folge publizieren, sind das auch ordentliche Peaks. Ja. Und all diejenigen, die mich immer mit erpressen wollen, damit, dass ich zu Podseed gehen soll, also A, findet das Tobi Bayer richtig unlustig, dem leite ich nämlich alle E-Mails immer weiter, der ärgert sich da auch mal sehr drüber, und B, habe ich mal meine Serverstatistik mit Tobi verglichen und tatsächlich haben wir noch ein etwas leistungsstärkeres Backbone, weil wir würden wahrscheinlich auch unter Umständen an der einen oder anderen Gelegenheit die anderen Leute auf Podseed mit abschießen. Und das macht dann auch keinen Sinn. Aber auch das ist so eine negative Komponente, wo dich dann Leute anschreiben und beschimpfen, weil du nicht bei Podseed bist. Ist auch geil. Wobei, lachen Tobi und ich immer sehr drüber. Hatten Reinhard und Nikolas, hallo Nikolas, bist du wieder wach? hattet ihr nicht das gleiche Problem, die hatten doch das gleiche Problem, dass wenn die neue Folge kam, dass also im Prinzip der Server so ziemlich in die Knie ging und die haben doch auch ausgelagert. War das nicht auch zu Podseed? Genau, hatten wir eben erwähnt, ich weiß nicht. Ob du ach, dann war ich wahrscheinlich, war gerade noch beim Soundcloud am Lesen. Bei den Geschäftsmodellen. Kurz nicht Multitask. Ja. Also Methodisch Inkorrekt ist ja wahrscheinlich auch einer der größten deutschen Wissenschaftspodcasts, um es mal auch zu sagen. Das ist, dass die den Server bei normal WordPress abschießen, glaube ich, gerne. Bei der neuen Folge. Genau, das war, ist aber seit Podseed, glaube ich, nicht mehr vorgekommen. Genau. Ja. Genau. Ne, das läuft. Hat den Vorteil, dass man ihren Erfolg dann sozusagen mitlesen kann. Wir müssen jetzt noch mehr Geld ausgeben, genau. Hört auf, die Folgen zu laden. Ja. Wir haben ja auch, neben den die physischen Probleme, wenn sie zu einem Event aufrufen, was irgendwie dann innerhalb von Minuten ausverkauft war. Ja. Das war auch krass. Das war kein Serverproblem. Bevor ich überlegen konnte, ob ich an den Termin Zeit hatte, hatte sich das durch voll erledigt. Ich hatte meinen F5-Moment wie beim Kongress. Das war wirklich witzig. Ja. Schon gut. Schon gut. Verdient. Die sind ja auch gut, die beiden. Ah, finde ich cool. Ja, den Ausweichtermin haben sie dann ja auch noch genommen, dass man da jetzt. Da sind, glaube ich, sogar noch Tickets da, oder? Die waren gar nicht so schnell weg. Am ja, die sind doch auch nicht mehr nüchtern an dem Tag. Das geht doch gar nicht. Oder sie machen dann die Auszugparty. Genau. Da brauchen sie die nicht mehr. Na, schön.
Okay. Gut, wollen wir das Thema Soundcloud? Ja, oder beenden? Es sei denn, Lars hat es ja. Hat noch was? Genau, bringen wir. Oder nö, sind wir Ulrike komplett. Hat noch eine Frage zu dem Problem, was ich ja wahrscheinlich. Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wo du ja nicht so viel mitbekommen haben wirst, denke ich. Nee, also ich habe ja die letzten drei Folgen von euch nachgehört, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen mitbekommen, aber an sich ist es an mir vorbeigegangen. Ich hoste da auch nicht und hatte bisher, glaube ich, auch noch gar nicht Kontakt mit vielen, die da ihre Daten liegen haben. Ich bin auch Team Podseed. Aha, okay, Team Podseed. Kein Self-Hosting. Ist auch vernünftig eigentlich. Man sollte sich da Unterstützung holen, wo es sinnvoll ist und an den Stellen selber machen, wo man vielleicht das lernen will. So wie, das war mein Grund, warum ich das hier per Hand nochmal eingesetzt habe, um zu verstehen, was Podlove eigentlich macht und Änderungen mitzukriegen. Zum Beispiel das Update von WordPress. Heute gab es irgendwie ein Update von WordPress, was auch immer genau da passiert ist. Egal. Dann bringen wir das zu Ende und kommen zum nächsten Ereignis. Heute in einer Woche, wenn wir 7 Tage in die Zukunft gucken, dann ist Donnerstagabend und vermutlich sitzen dann Lars und Sebastian und viele Menschen im Hunsrück. Mein Gott, es ist schon wieder spät geworden. Und haben die meiste Aufbauarbeit für das Podstock 2017 schon fertig, aber vielleicht noch nicht ganz alles. Und der Sebastian gibt uns jetzt ein kleines Update dazu. Bitte sehr. Genau. Ja, eigentlich ist das meiste organisiert. Wir können uns da auf ein paar schöne Tage freuen. Alle kritischen Lieferanten wie Getränke, Essen und so weiter, das steht. Auch das Haus ist soweit in Ordnung. Die Wiese, die für uns noch gemäht werden muss, das ist ein bisschen wetterabhängig. Da weiß der Bauer noch nicht, ob er das dann bis dahin erledigen kann. Das muss ja auch noch trocknen, das Heu und so weiter. Und aber das kriegen wir schon irgendwie dann auch noch organisiert oder geregelt. Da ist die Zeltfläche ja in etwa wie letztes Jahr dann. Also das würden wir auch noch irgendwie hinbekommen. Aber ja, ansonsten, wer was mitbringen möchte, da haben wir eine Liste aufgesetzt. Die verlinken wir einfach dann, wo man sich eintragen kann, wo vielleicht noch was fehlen könnte unsererseits. Wenn ihr irgendwas mitbringen wollt selber, dann setzt das gerne auch mit auf die Liste drauf. Dann wissen wir, dass das vielleicht auch da ist und andere wissen, dass das vor Ort vorhanden ist. Also schaden kann das natürlich nicht. Und bei den Engelschichten, da hat sich echt viel getan. Das hat mich auch sehr überrascht. Und da ist schon einiges besetzt, aber schaut auch nochmal, insbesondere bei den Bühnenslots und so weiter, ob ihr nicht da noch die eine oder andere Schicht übernehmen könnt. Ich glaube, die sind noch nicht ganz voll. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn wir die ganz voll kriegen. Aber das werden wir ansonsten vor Ort auch nochmal ein bisschen regeln und darauf hinweisen, wenn irgendwo noch Hilfe benötigt wird. Das war es eigentlich auch schon. Ansonsten freue ich mich eigentlich auf nächste Woche. Ich musste gerade, als du vom Rasenmähen gesprochen hast, sofort an den Jörn Schaas feinen Podcast denken, wo Jörn Schaar in unnachahmlicher Art und Weise erzählt hat, wie er sich einen Rasenmäher ausgeliehen hat im nächsten Baumarkt, der aber so groß war, dass er nicht in sein Auto passte, dann mit diesem Rasenmäher über die Straße nach Hause gelaufen ist, ich weiß nicht wie weit, um dann innerhalb von 10 Minuten den kleinen Handtuchkasten zu mähen und wieder zurückzuschieben, weil er vorher seinen alten Rasenmäher kaputt gemacht hat und ein Ersatzteil nicht verfügbar war. Also das ist, diese Vorstellung war einfach ganz, ganz großartig und da habe ich jetzt gerade von meinem geistigen Auge gedacht, der Jörn kommt ja, kann er ja zum Baumarkt gehen und sich wieder so ein monströses Gerät ausleihen. Ja, also Rasenmäher hätten, glaube ich, die auch vor Ort, nur ich glaube, dass also die Wiese ist verpachtet und gehört dem Bauern insofern. Also ob der das so toll findet, wenn wir ihm seinen Grasschnitt dann vor die Tür schieben, weiß ich auch nicht so unbedingt. Okay, aber wir haben ja trockenes Wetter und die nächste Woche wird ja wunderbares Wetter werden. Hoffen wir. Ganz klar, ja. Muss ja. Muss. Okay. Das hat einfach zu klappen. Ja. Das hat zu klappen, genau.
Damit ist Querbeet durch. Oder gibt es noch spontane Ergänzungen? Dafür sind wir ja da. Nö, ne? Klingt nicht so. Gut, dann kommen wir zum Kalender. Also, wir haben ja gerade schon Potsdam genannt, aber es gibt noch ein paar andere Termine. Der Blühkalender. Und das macht live der Lars. Ja, genau. Wie immer sind es die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate und wie immer kommen die Termine aus dem Wiki im Sendegate und los geht's dann schon am 4. August, also morgen. Da gibt's den Sommerstammtisch des Podcast Meetup München. Der ist von 19:30 abends, also 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr in einem Biergarten. Und wenn das Wetter nicht danach ist, dann soll man mal eben den Twitter-Account im Auge behalten. Der heißt podcast_muc. Gerade schon angesprochen haben wir das Podstock, das ist nächste Woche, genau gesagt vom 11. bis zum 13. August. Das ist eine Mischung aus Podcast, Festival, Barcamp, wie schon erwähnt, im Sorschied im Hunsrück. Und wer schon einen Tag eher anreisen möchte, der darf ein bisschen mit anpacken am Helferinnentag. Und das ist dann schon am 10. August. Alles Weitere, das Programm und auch die Ticketbuchung, die ist zu finden unter podstock.de. Dann ist schon wieder was vom Podcast Meetup München, nämlich am 1. September. Das ist dann im Sendlinger Augustiner. Beginn ist da offiziell um 19.30 Uhr. Vermutlich ist da aber auch schon um 19 Uhr jemand da. Die Sache läuft dann bis 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht da noch nicht fest, aber die Zeit kann man schon sagen. Von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr soll das gehen. Und das Thema soll irgendwas mit Audiobearbeitung zu tun haben, aber da kann man auch noch Vorschläge einreichen und sich ein bisschen beteiligen. Als nächstes gibt es dann den Pod-Appler-Stammtisch, das ist Nummer 13. Der ist dann am 7. September ab 19 Uhr. Weitere Infos kriegt man da sicherlich von den Leuten direkt. Im Sendegate habe ich da jetzt nicht so viel zugefunden. Vom 16. bis zum 23. September ist dann die Digitale Woche Kiel. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es 2x Podcasting Live mit Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack. Die Zeiten, die ich letztes Mal genannt habe im Sendegarten, die sind inzwischen von der Webseite verschwunden. Was aber dabei steht und was ich noch ein bisschen nachgefragt habe, ist am Freitag, am 21. September gibt es ab 20 Uhr ein Come Together und am nächsten Tag, also am Samstag, am 22. September soll tagsüber gepodcastet werden. Da stehe ich auch rum. Da spielst du auch rum? Am 22. September bin ich auch in der Sparkassenarena in Kiel und stehe da rum für meinen Arbeitgeber. Ah. Ja, ist das eine Sache, die für Podcaster so generell eine interessante Veranstaltung ist? Nee, glaube ich nicht. Oh. Also das ist, ich stehe bei einem Healthcare-Hackathon. Also da geht es um Gesundheitswesen und IT im Gesundheitswesen. Ich glaube nicht, dass es im Kern was Podcast-related ist. Aha. Aber gut. Digitale Woche in Kiel ist halt groß, also da findet ganz viel statt. Also ich stehe da ansonsten in der Sparkassenarena rum. Ah, okay. Gut, dann mache ich mal weiter. Vom 22. bis zum 24. September, da geht's nach Innsbruck in Österreich. Da ist das Ganzort 2017, das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Veranstaltungsort ist da die Universität in Innsbruck. Im Sendegate gibt's einen Link zu einer Webseite, die verrät alles Wichtige, was man wissen muss, auch Unterkunftstipps und so weiter. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting weltweit bekannt machen. Und wie das laufen soll und wie man sich da beteiligen kann, das verrät die Webseite unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag, auch inspiriert wohl für diesen Tag vom International Podcast Day, ist dann das Franken Podcast Meetup in Nürnberg, also auch am 30. September. Der Start ist da um 10 Uhr. Und am 6. Oktober gibt es dann wieder einen Pottruhe-Stammtisch im Unperfekthaus in Essen. Da ist der Beginn um 19 Uhr. Und das wär's. Wunderbar, Dankeschön. Da sind wir voll im Bilde. Und nach den Blütenschätzen kommen, nach dem Blühkalender kommen, wie wir ja alle wissen, bla bla, alles falsch geredet, dann kommen wir zu den Setzlingen.
So, wie immer der Hinweis. Setzling ist eine subjektive Auswahl, durch den Zufall bestimmt. Es steckt da keine Wertung da drin. Und normalerweise kriegen wir die irgendwie durch Zufall oder wir gucken einfach mal so durch die Gegend auf unseren Plan. Aber beim ersten Setzling war das etwas anders. Und zwar am Ende der letzten Sendung hat der Erik, den wir unter Mr. Erik S. auf Twitter kennen, das ist ein Hörer, auch ein Mitpodcaster, der auch beim Podstock mitorganisiert hat, spontan vorgeschlagen, einen neuen Personal-Podcast, und zwar von Christopher van der Meijden, auch bekannt als Vanilla Schief. Der ist bekannt von den Kulturpessimisten, ein Podcast, und vom Countdown-Pod, der sich auch mit Weltraumfragen beschäftigt. Und Christopher hat jetzt angefangen, auch einen Personal-Podcast zu machen. Und auf den machte der Erik aufmerksam. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Podcast alleine. So. Jo, lass mal die Aufnahme einfach laufen. Ich glaube, so bei der ersten Folge stellt man sich erstmal vor, weil ich weiß nicht, ob das irgendjemand hört, der mich nicht kennt. Also der denkt hier, Personal Podcast, unbekanntere Personen, die höre ich am liebsten. Naja, hat schon was für ihr Haftes. Also von dem her, hallo, ich bin der Christopher. Ich mache Podcasts, nicht nur diesen, sondern auch Podcasts mit anderen Leuten. Aber ich hatte ja schon seit längerem mal die Idee, so einen Personal-Podcast zu machen. Machen ja einige, auch Leute, die ich kenne, die nicht verrückt sind und nur mit sich selber reden. Also von dem her denke ich, dass das ein guter Schritt ist. Schon schwierig, so mit sich allein zu reden, wenn niemand anderes dabei ist. Ich mache das ja normalerweise so mit 2-3 anderen Leuten. Und wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, dann springt von denen jemand ein. Und normalerweise weiß ich dann auch schon, was ich sagen will. Jetzt habe ich einfach mal so auf Aufnahme gedrückt, gedacht, analog zu keine Angst vor dem weißen Blatt, keine Angst vor der Null auf der Recording-Anzeige. Was soll das hier? Wie gesagt, ich hatte schon die längere Idee, so einen Personal-Podcast zu machen. Das ist jetzt so ein Klischee, aber ich meine das schon ernst, wenn ich sage, dass ich das hauptsächlich auch für mich mache. Sagen natürlich irgendwie alle, weil sie so ein bisschen runterspielen wollen, ja, das mache ich nur für mich, gar nicht für die Leute. Also im Grunde macht man es auch schon für die Leute. Also man will schon ein bisschen zeigen, was für ein cooler Dude man ist. Ich erzähle einfach so, was in meinem Leben abgeht. Ich glaube, das macht man so. Und dann veröffentlicht man das und dann finden es andere Leute interessant. Nee, Schwachsinn. Mich beschäftigen so einige Sachen privater Natur und auch so generell, ja, ich ein bisschen gerne mit mir selber reden. Und warum das Ganze nicht aufzeichnen? Warum die Worte verschwenden? Ja, warum die Worte verschwinden? Kein schlechtes Argument. Coffee und Contemplation heißt dieses Angebot von Christopher van der Meijden. Also sein Personal Podcast. Eine Empfehlung vom Erik. Dann haben wir eine weitere Empfehlung, die ist mir zugeflogen vom Modellansatz Podcast. Der hat getwittert die Tage, ob wir den Maschinenraum-Podcast vermissen würden, der nämlich schon seit einiger Zeit keine Folgen mehr rausbringt. Und falls das so ist, wenn man also jemand ist, der den Maschinenraum-Podcast gerne gehört hat, dann könnte das neue Angebot vom G4-Podcast möglicherweise etwas für diese Hörerinnen und Hörer sein. Das sind Frank und Franzi und sie schreiben, wir mögen CNC-Maschinen. Denn CNC-Maschinen sind spannend, komplex und können tolle Dinge, wie zum Beispiel Metall zersparen. Wir wollen uns mit diesen Maschinen auseinandersetzen. Was ist Zerspannung? Was wird da eigentlich zerspannt? Wie funktioniert die Steuerung? Warum sehen Werkzeuge so aus, wie sie aussehen? Und wie die beiden klingen, das hören wir mal hier. Hallo und herzlich willkommen bei der
allerersten Folge beziehungsweise der Nullnummer von unserem Maschinen- und CNC-Podcast G4. Ich bin die Franzi und mit mir dabei ist der Frank. Genau. Hallo Frank. Hallo Franzi. Ja, wir wollten euch mal kurz einen Überblick geben, um was es hier geben soll und wie wir uns das so gedacht haben und wer wir eigentlich sind. Und ich bin der Frank. Ich bin um die 30 Jahre alt und arbeite seit jetzt, Gott, oh Gott, über 14 Jahre in der Metallbranche. Das klingt ziemlich lang. Bin gelernter Zerspannungsmechaniker in der Drehtechnik, habe als Dreher und CNC-Schleifer gearbeitet und zurzeit bin ich als Fräser eingestellt oder tätig, wie man es nimmt. Oh. Und was genau das alles heißt, wollen wir in unserem Podcast dann auch auf jeden Fall mal erklären. Genau, ich bin die Franzi. Ich bin jetzt seit einem Jahr offiziell ausgelernte Industriemechanikerin, obwohl ich auch um die 30 bin. Ah. Aber bei mir war es die zweite Ausbildung. Genau, gelernt habe ich eigentlich Industriemechanikerin. Das ist jetzt für Leute, die da mit dem Bereich, glaube ich, nicht so viel zu tun haben, nicht so der Unterschied. So Mechanikerin, Zerspaner. Ist alles dasselbe, ja. Das erste Lehrjahr ist tatsächlich dasselbe und danach spezialisiert man sich. Frank hat also im Prinzip wirklich eigentlich CNC-Maschinen, Umgang, Zerspannung, Programmierung und so gelernt. Bei mir war das nur ein sehr kleiner Teil. Ich war vor allen Dingen, wir hatten Schwerpunkte Maschinenwartung, Instandsetzung und so ein Krempel. Ja. Genau, aber ich arbeite in der Produktion seit einem Jahr. Also ich arbeite als Zerspanerin, vor allen Dingen als Dreherin. Und deswegen auch so mein Hang zu CNC-Maschinen. Mich hat das während der Ausbildung nämlich schon fast ein bisschen mehr interessiert als mein eigentlicher Beruf. Ja, soweit die beiden, Frank und Franzi. Und sie geben noch mit G4. Das ist eines der Steuerkommandos für diese CNC-Maschinen. Also ich glaube, es G1, G2, G3, G4 heißt irgendwie, gehe nach da, fahre die X-Achse hoch, fahre sie runter und was auch immer. Und G4 bedeutet verweile. Und es ist ein schöner Titel für einen Podcast, wo man dann einfach mal verweilt und zuhört. G4, der Podcast für CNC-Maschinenfreunde. Bitte sehr. Eine ganz witzige Randbemerkung zum Modellansatz-Podcast. Der Sebastian Ritterbusch kommt aus der gleichen Stadt wie Alexa und ich. Entweder sind die in der gleichen Straße aufgewachsen oder waren sogar Schulkollegen. Ist auch ganz witzig. Wie klein die Welt ist ein Dorf. Die Welt ist ein Dorf. Genau. So, der dritte Blütenschatz in dieser Reihe ist uns zugeschickt worden von den Macherinnen, vom Macher, der Name ist Arvid, richtig? Ja, Arvid hat uns geschrieben und vorgestellt, dass sie einen Podcast starten. Es gibt da so die erste Ausgabe und die hat sich der Lars mal angehört. Was hast du denn da? Ja, der Setzling ist der Nachgedacht-Podcast. Ich muss zugeben, die Mail war von gestern, wenn ich jetzt nicht irre, war so ein bisschen knapp. Ich habe die Nullnummer nicht ganz geschafft. Ich habe nicht alles verstanden, worum es da ging. Ich habe einen ordentlichen Teil davon gehört, denn die Nullnummer, die geht wohl gleich ziemlich zur Sache. Das ist ein Podcast, der entstanden ist aus der deutschsprachigen Reddit-Community, also aus der Dachgruppe. Und so wie ich das alles verstehe, berichtet dieser Podcast eben über alles Mögliche aus diesem Bereich von Reddit. Und wenn man eben in diesem Reddit-Universum nicht so ganz verhaftet ist, dann hat man, glaube ich, nicht so ganz den Bezug zu vielleicht so Insider-Gags, Meta-Humor und ähnlichen Sachen. Ich glaube, ich habe da ganz, ganz, ganz viel nicht wahrgenommen, weil ich da einfach nicht zu Hause bin. Ich musste also ich habe ein paar Sachen mir angeguckt und habe dann eben ja, anscheinend Insider-Witze gefunden, wo ich beim Hören erstmal gedacht habe, huch, was höre ich da eigentlich? Was ist das für ein Ding? Und stellte sich heraus, das Ganze war eigentlich nur ein Scherz. Und so machte die Sache natürlich sehr viel mehr Spaß. Ich kann mir also vorstellen, dass das für Leute, die Reddit verhaftet sind und diese Begriffe und das alles irgendwie kennen, dass die richtig Spaß daran haben können. Und deswegen, das kann man sich sicherlich mal antun.
Zu finden ist das Ganze unter nachgedacht-podcast.de. Da ist im Moment die erste Folge, sie nennt es den Pilot, also die Pilotfolge anzuhören. Und dieser Podcast soll dann wöchentlich erscheinen und abwechselnd soll es dann Magazin- und Talkrundenfolgen geben. Ja, danke schön. Ich hatte das auch mal angehört und habe es ja dann an dich weitergeben dürfen, weil ich doch noch verwirrter war als du. Du hast ja zumindest irgendwie die Begriffe mit dem Reddit so ein bisschen auseinandergepuzzelt bekommen. Ich war da komplett überfordert. Es klingt sehr ambitioniert und auch schon ziemlich perfekt. Kann man tatsächlich guten Gewissens empfehlen, denke ich auch. Prima. Dann haben wir das. Und wir kommen dann am Ende in die Schlussrunde zu unseren Blütenschätzen. Und wenn ich den Trailer finde, hören wir uns den auch an. So, jetzt bin ich mal Kavalier und sage Ladies first, weil wir die Ulrike schon so lange nicht mehr gehört haben. Ulrike, hast du einen Blütenschatz dabei für uns? Hallo? Ist noch jemand da? Oder ist meine Leitung ganz abgestürzt? Entschuldige, nee. Ich hatte gemutet und kein deswegen Problem. Konntet ich ihr mich gerade nicht hören. Alles klar. Ich habe einen mitgebracht, allerdings habe ich verschwitzt, ein Stück da irgendwie draus zu schneiden. Aber ich wollte euch auf jeden Fall empfehlen, ist schon ein bisschen her, aber ich hatte in der von Teutelbier kuratierten Füt Blütenschätze-Liste das nicht gefunden, deswegen hoffe ich, ihr hattet es noch nicht. Und zwar ist es die schöne Eckenfolge 150 mit dem schönen Namen Schöne Zukunft, in dem Sven und Cornelis so hörspielartig Google Prophecy ausprobieren und so eine Zukunft manchmal utopisch, manchmal dystopisch und immer mit Bezug auf Podcasting und Backstein aufmachen und das aber richtig gut. Also ich habe die schon zweimal gehört mittlerweile, weil ich die super kreativ finde und auch mit so ein paar Spitzen von wegen in der einen Zukunft beträgt die Aufmerksamkeitsspanne nur noch 30 Sekunden und so hören sich dann auch die Podcasts an und versuchen so ein bisschen wie im Butterfly-Effekt jetzt das Optimale daraus zu holen und immer neue Zukünfte aufzubauen und ist ein Schauspiel, das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Das klingt ja spannend, echt. Schön. Gut. Da habe ich auch noch nicht reingehört. Schöne Zukunft. Das Google, wie hieß das? Trophy? Prophecy. Prophecy. Ach, Prophezeiung. Prophezeiung. Okay, jetzt habe ich es. Google Prophecy. Ja, danke schön. Also, schöne Ecken, Folge 150. Dann haben wir auf der Liste den Lars. Was hast du mitgebracht, Lars? Ja, ich bin die Tage, ich hätte beinahe keinen Blütenschatz gehabt für dieses Mal, weil es war alles irgendwie gut, aber nichts ragt oder gut, sehr gut. Aber da war noch ein Ding, was mir wirklich so ein bisschen rausragte. Das war die Folge 113 vom Resonator mit dem Titel Web Science. Da geht es erstmal darum, was ist Web Science überhaupt? Das findet man in der Wikipedia unter Webwissenschaft, eine wissenschaftliche Forschungsdisziplin, welche die Bedeutung, Wirkung, Entwicklung und gesellschaftlichen Dimensionen des Internet und des World Wide Web untersucht. Soweit Wikipedia. Viel interessanter ist, was aus diesem Gespräch geworden ist. Es steht Web Science im Titel und ich habe das Gefühl gehabt beim Hören, dass dieses Gespräch überhaupt nicht den Verlauf nahm, der vielleicht irgendwo mal geplant war oder so angedacht war. Dieses Gespräch geht später über die Wirkungsweise von Google, über Filterblasen, über die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten, über die Reputation, dass man Reputation in der Wissenschaft nur auf eine bestimmte Weise bekommen kann, obwohl es eigentlich Alternativen gibt. Es geht um Open Access und um Open Science, die Unterschiede dazwischen und auf die Widerstände, auf die man trifft, wenn man diese Open Sachen fahren möchte und so vieles mehr. Und dieses Gespräch, das kriegt so einen richtig schönen Fluss. Am Anfang ist das noch so, ne, interessante Fragen, interessante Antworten und später ist das Gespräch, ich fand es einfach toll, ich habe es mir zweimal angehört. Darum ist das definitiv mein Blütenschatz für dieses Mal. Das klingt auch super spannend. Ah, muss ich alles nachhören. Dankeschön, vielen Dank.
Ich traue mich ja fast gar nicht mit meinem Blütenschatz, der jetzt hier in der Liste ist. Das ist nämlich ein ziemlicher Klamauk. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus dem Rädinger. Und Rädinger ist ein wöchentlicher Podcast, wo sich eine Handvoll Leute, so zwischen 2 und 5, festes Team trifft. Und sie erzählen sich also gegenseitig, was in der Woche so passiert ist. Ein Personal Podcast, kann man so sagen. Diese Folge 283 war mit technischen Problemen gespickt. Also es war alles etwas anders als sonst, weil ich glaube, zwei von den Anwesenden waren unterwegs. Und da klappte es mit den Verbindungen nicht immer so genau. Und was mich aber besonders gefreut hat, war an der Stelle den Jörg, unseren Mitpodcaster hier aus dem Sendegarten, mal wieder zu hören. Und er hat versucht, aus seiner Woche zu erzählen. Und das wurde dann irgendwann so absurd, weil er so ein paar Versuche hatte, dass ich das jetzt mal als Blütenschatz mitgebracht habe. Also 3 Minuten versucht jetzt mal der Jörg, seine Woche zu erzählen. Ja, okay. Zur Woche hin habe ich meinen iPhone mal ein bisschen gepimpt. Hört sich das jetzt besser an? Wer ist das denn? Das ist geil, ne? Merke ich nicht. Ja. Okay, so, jetzt muss ich meine Stange hier mal ein bisschen. Nee, ich kann so nicht weiterarbeiten, sorry. Ich zeig dann aus. Nee, das geht nicht. Ja, ist doch geil, oder? Nee, mach mal mich. Ist nicht so gut? Nein. Ja, Mann, schade, ich dachte, es wäre besser geworden. Oh Mann. Das ist jetzt schade. Was mache ich denn jetzt verkehrt? Bin ich verkratzt? Ah, ich bin übersteuert. Ja, meine Woche. Meine Woche war folgendermaßen. Also erstmal war ja die Woche über viel Arbeit gewesen. Ich weiß überhaupt nicht, was los war, ehrlich gesagt. Ach, ich habe viel an meiner kleinen Drohne rumgeschraubt. Da waren einige. Ja, die Arbeit, das, was du jetzt meinst, arbeitet nicht selbstständig drüber reden. Gerade eben. Okay, ich trinke noch ein Bier. Lach dich erstmal aus. So. So, ich habe auch mal ein Landbier hier am Start. Prost. Ja, das lass mal. Ich trinke Bitburger. Pfui. Kein Wunder, dass du so sprichst, wie du sprichst. Spreche ich denn anders wie sonst? Ja. Eigentlich nicht. Ja, was ist denn? Hört sich scheiße an oder was? Dann mache ich wieder aus. Dann gehe ich wieder ans Mikro. Na los, ich erzähle von meiner Woche. Nee, aber nicht so, Bob, das halten wir nicht aus. Mach mal dein Mikrofon wieder normal. Wie, was heißt normal? Was ist denn jetzt? Haut so nicht hin, oder was? Nee, haut nicht. Weiß nicht, krieg ich das denn jetzt so schnell zurück? Moment, ich kann vielleicht... Was hast du denn gemacht? Ich habe jetzt das H4 dran. Sie hört das nicht wirklich so an wie dieser SpongeBob da. Ja, original. Gib das H4 zurück, dann ist kaputt. Ach so, ja, ja, okay. Das hat jetzt auch keinen Sinn, hier lange rumzudoktern. Ja, hat das nicht richtig erkannt oder irgendwas. Okay, dann macht mal jemand anders weiter. Ich bin gleich wieder da. Ja, das, also ich hatte mit der Folge so ein bisschen Schwierigkeiten, weil es doch arg albern war zwischendurch am Anfang, aber als der Bob dann anfing, da hatten sie mich dann auch erwischt. Ich habe Tränen gelacht über diese Stelle. Der kriegte sich ja auch wieder nicht mehr ein. Also das ist der Rädinger 283. Das die Folge 45 vom Rädinger ist übrigens eine Podcast-Wichtel-Folge von Alexa und mir. Da haben wir den Rädinger-Podcast damals gewichtelt. Habe ich gerade meinen Chat reingeschmissen, bin das interessiert. Super! Das ist lustig. Wie klein die Welt doch ist. Ja, ja, man muss nur lange genug auf ihr rumlaufen, dann wird die extrem klein.
Also es gibt Querverbindungen zum Modellansatz-Podcast, es gibt Querverbindungen zum Redinger-Podcast. Unerwartet. Super. Was gibt es denn für Querverbindungen beim Sebastian? Erzähl uns doch mal von deinem Blütenschatz. Ja, da hat die Kati im Schläfst du schon Podcast in der Folge 12 mit der Becky, die beide, die waren glaube ich beide 2015 zum ersten Mal auf 2016 auf Podstock. Und ja, haben da dann auch mit unserem Kultgetränk ihre Bekanntschaft gemacht mit dem Goldbrand. Und haben dann jetzt im Nachgang und in Vorbereitung zu diesem Jahr einfach mal so ein bisschen spekuliert, wie es denn überhaupt zu diesem Getränk gekommen ist und was das für ein Wunderzeug sein könnte, was sie da konsumieren. Ja, also auch eine sehr schöne Folge. Die habe ich wenigstens gehört. Da kann ich sagen, ja, das kann ich bestätigen. Sehr gut. So, last but not least, Alexander, unser Gast. Was hast du denn an Blütenschatz dabei oder Blütenschätzchen? Ich habe einen Podcast in Toto, den ich einfach mal reinschmeißen wollen würde. Das ist so etwas wie der, ich sag mal, illegitime Nachfolger des Skeptoskops, nämlich der Nachgefragt-Podcast. Da macht die Michi Voth hier aus Hamburg einen Podcast, in dem es um Wissenschaftskommunikation, skeptische Themen und Pseudowissenschaften geht. Sie interviewt da Leute, unter anderem hat sie in Folge 5, es gibt jetzt 6 Folgen inzwischen, Folge 5, Tommy Krapweis interviewt, den der ein oder andere vielleicht als Bernd das Brot, also die Stimme von Bernd das Brot auch kennt. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Podcast, der sich auch mit wissenschaftlich-kritischen Themen auseinandersetzt. Und das macht sie mit sehr viel Werf und ich finde Frauende Podcaster, weibliche Podcasterin, sollte man immer ein bisschen erwähnen, gerade wenn sie im Wissenschaftssektor unterwegs sind. Und deswegen würde ich den Nachgefragt-Podcast einfach mal als Blütenschatz bezeichnen. Ganz wunderbar. Dankeschön. Haben wir einen schönen bunten Strauß zusammengestellt. Und damit ist unsere Sendung zu Ende. Es bleibt nur noch zu sagen, es war schön mit euch. Wie ist denn eure Meinung dazu? Famous last words. Lars, hast du noch was zu sagen? Jetzt war ich gemutet. So. ihr seid gut. eine runde Sache. Für mich sind keine Fragen offen. Und ich habe auch so jetzt nicht noch irgendwas, was ich unbedingt raustönen muss. Ulrike, wie ist es der? Ja, Entschuldigung, dass ich so früh eingesprochen. Nee, alles gut. Kam ja nach Pause. Okay, Ulrike, wie ist es dir ergangen beim ersten Mal im Sendegarten? Ah, ich hatte gehofft, ich schaffe es ein bisschen besser, auch mal dazwischen zu gehen, aber irgendwie bist du immer so schön im Fluss, dass man noch irgendwie immer denkt, da will ich jetzt auch nicht dazwischen, wer weiß bestimmt genau, wo er hin willst. Du schreibst dann zwar immer, nein, du hast überhaupt keine Ahnung, wo du hingehst, aber das glaube ich irgendwie noch nicht so ganz richtig. Aber ich werde da schon meinen Weg finden, da mich irgendwie auch ein bisschen besser zu beteiligen. Das war jetzt erstmal, ich habe jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie ihr funktioniert. Und das Gespräch mit Alexander fand ich auch auf jeden Fall super interessant und freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Prima. Ich danke dir, dass du dich, trotzdem du das Gefühl hattest, dass du nicht dazwischen kommst, dann doch dazwischen gekommen bist. Und mein Plan ist tatsächlich eher so ein Zettel voller unsinniger oder weniger, nein, nicht unsinniger, aber wenig zusammenhängender Stichpunkte gewesen. Es ist wirklich nicht so, dass das hier einen roten Faden hat. Also jedenfalls vielleicht vorher kriegen wir nicht. Das noch irgendwie aufgeteilt oder irgendwie ja, sowas. Ja, kriegen wir noch hin. Ich bin sicher. Wir üben das einfach. Wir üben das auch zusammen mit Sebastian. Wie ist es dir ergangen heute? Ja, wieder ein spannender Abend. Ein schöner Abend. Super. Dann frage ich das auch unseren Gast. Alexander, hast du dich in diesem Sendegarten ein bisschen wohlfühlen können oder sind dir eher die Falläpfel auf den Kopf geknallt? Nein, das war sehr gemütlich auf der Bank bei euch im Garten, auf der lauschigen Bank und es war auch mal sehr nett, einfach mal mitzumachen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wenn du schon viel gesprochen hast und Ulrike kam nicht zu Wort, ich habe glaube ich mit am allermeisten heute gelabert. Insofern, wenn das zu viel gewesen sein sollte, das ist, wenn man mir ein Mikro gibt, besteht immer die Gefahr, dass ich es dann auch nutze. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das sehr angenehm bei euch.
Naja, dafür haben wir dich ja auch eingeladen, ne? Damit du viel redest. Du hast Ulrike bestimmt nicht das Mikrofon weggenommen. Dann bin ich es. Das sehe ich schon auch so. Hat sie völlig recht. Okay, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer, an alle, die im Chat dabei gewesen sind. Die Runde, die uns ein paar Impulse noch gegeben hat, hier textliche Art und Weise. Und natürlich auch Dankeschön fürs Nachhören, für alle die, die die Konserve benutzen. Das war der Sendegarten in seiner 29. Ausgabe. Die nächste wird die Live-Sendung vom Podstock sein, wenn alles gut geht, wenn alle Stricke halten und die WLAN-Verbindung, die Sebastian dort wieder in die Wildnis von Sorschied stellen wird, funktionieren wird. Aber dann, das werden wir alles in einer Woche erleben oder in einer Woche und einem Tag, denn dann ist es schon soweit. Und bis dahin sagen wir dann nochmal Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.